Moinsen! Freunde! Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Livestream hier im Landwirtschaftssimulator 2022. Ich muss mir echt angewöhnen, dass irgendwie meine PC-Uhr nicht diese 24-Stunden-Zeit akzeptiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ich sag ständig auf dem PC hier, ne, Stundenzeit, 24 Stunden real, ne, also nach Internet gehen. Und immer 2 Minuten zurück. 2 Stunden zurück, das wäre ja schlimmer. Aber 2 Minuten sind irgendwie auch nervig, weil ich habe jetzt gerade im Chat gesehen, wie geschrieben wurde, 17 Uhr. Ich denke so, hä? Es wäre 16.58 Uhr und gucke ich auf mein Handy. Oh, 17 Uhr. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich muss jedes Mal an meinem PC neu sagen, bitte die Zeit synchronisieren und danach gehen, was natürlich hier die reale Zeit ist. Und die ist nun mal jetzt 17:02 Uhr. Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur guten Unterhaltung hier im Landwirtschaftssimulator. Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream hier auf meinem Kanal. Ich suche gerade noch irgendwie so einen passenden Sender. Warum sind die Motoren hier schon an? Der heißt, die sind schon heiß auf Mais hier, muss man sagen. Heiß auf Mais. Habe ich ja gemacht, Thorsten. Ich sage ja immer im System hier, reale Zeit. Achso, das bin ich. Ich bin schon durch die Wolle. Ich gehe besser wieder offline. Ich war das, der den Motor anhat. Ich glaube, ich gehe besser wieder offline. Leute, einen wunderschönen guten Abend. Ich werde gleich den Server online stellen. Der steht momentan noch auf einem separaten Passwort. Denn wir haben heute hier wieder ein paar Leute, die Wildcard einlösen. Unter anderem der MB-Zockback, der liebe Baumeister, der heute sich um die BGA kümmern wird. Und Agra-Benne. Ja. Er will wieder Silo-Wände platzieren. Das hat er gemacht. Deswegen, meine lieben Freunde. Doch, Tim hab ich. Guck mal auf Discord. Deswegen, meine lieben Freunde, wir werden gleich den Server starten. Dann dürft ihr alle reinjoinen und auf jeden Fall mitspielen. Wir wollen heute einfach mal die sturmfreie Bude genießen. Denn meine Frau ist jetzt unterwegs. Also 17 Uhr, 16.35 Uhr ist sie los. Und da habe ich gedacht, so, ja komm, 25 Minuten noch, um ein bisschen was vorzubereiten. Wärmflasche und sowas. Halt das, was ihr kennt, meine lieben Freunde. Und in der Zeit werden wir jetzt einmal heute den Livestream genießen. Wenn ihr Bock habt, Leute, kostenlos abonnieren und liken ist für euch absolut eine kostenfreie Sache. Dauert nur 1 Minute, ne? Like und aber 10 Sekunden. Außer ihr findet den Schalter nicht. So, Freunde, wir sind auf der Ostseeküste, aber natürlich heute wieder mit eigens gebauter BGA. Ich habe mich mit Kenplax dran gesetzt. Kenplax, Dankeschön für deine Hilfe. Die BGA ist ja mittlerweile bekannt. Ja? Aber wir haben hier hinten, haben wir uns die Mühe gemacht. Oh, guck mal hier, guckt doch ein bisschen Gras raus. Haben uns die Mühe gemacht und eine kleine, feine, eigene BGA gebaut, Freunde. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr mit dabei seid. Einen wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus an den Chat. Wir haben hier eine kleine Zufahrt gebaut. Also hier ist nichts mit. Ja, ich quetsche mich mal schnell rein. Und wir werden heute, Freunde, deswegen ja auch mit dabei sein. Wir werden jetzt zu Beginn des Hexes, natürlich die neue gebaute BGA, das ist hier hinten der Bereich, die werden wir zuerst füllen und wir werden zuerst hier oben die Felder bearbeiten, weil das sind mit die spannendsten Felder, weil man hier durch die Ortschaft fahren muss, die verdammt eng ist. Kann ich euch nur so viel sagen, das wird sehr, sehr spannend. Also hier haben wir eine kleine Zufahrt gebaut. Hier könnt ihr auch eure Maschinen jederzeit tanken und waschen, wenn ihr das gerne machen wollt, na hier, wenn ihr Bock habt, nur bitte kein Wasser verschwenden hier. Man muss ja ein bisschen an die Umwelt denken, ne? Meine lieben Freunde, also die Möglichkeit. Dann haben wir hier unser eigens gebaute BGA. Das sind diese Platten für Häckselgut. Das sind 4 einzelne Platten, das ist quasi genau wie da hinten. Das Stückchen, ich kann euch das mal kurz hier zeigen. Hier seht ihr, das sind ja auch 1, 2, 3, 4, 5 Platten und hier habe ich einfach 2 Platten mal genommen. Wir werden das hier mal zuerst füllen und dann gehen wir hinten rüber. Mit dabei sind natürlich alle Zuschauer und vor allem auch alle Kanalmitglieder und alle Abonnenten, Leute. Wir haben Monatsanfang, es ist der 1.4. Nein, ich werde hier keinen April-Scherz machen.
Also habe ich mir zumindest nicht vorgenommen. Wir haben mit dabei, Freunde, einen wunderschönen Fans 714 Vario mit Frontladeranbau, falls du nutzt. Fliegelanhänger ist mit dabei. Hier, meine lieben Freunde, Fan Katana Black Beauty, John Deere 8i. War das 8er? 8i. Dann haben wir hier einen richtig geilen Krone Big X 880 mit Rohrverlängerung, also extra lang. Muss heute auch mal sein. Windkraftanlage, ja, sie läuft. Sie produziert zwar gerade nicht viel Strom, aber sie läuft zumindest, denn wir haben Herbst, wie ihr seht. Da ist natürlich nicht viel los mit Wind. Da ist immer alles wunderschön und wunderbrav. Und ach ja, ich weiß ja auch nicht. Mit dabei, Freunde. Fendt Turbo Shift 816. Also nicht das fette Teil, ne? Wir haben hier einen Class Axion 810. Wir haben einen Fendt 936. Wir haben hier Class Axion. Das wird später meine Kombi sein. Ich zeige euch den gleich mal. Für die Schweizer natürlich auch dran gedacht. Die Steiermaschinen sind mit dabei. Vielen Dank schon mal für 100 Likes. Fendt, das ist übrigens Mod, Fendt, 1046 aus dem Mod-Tab, JZB ist mit dabei. Wir haben hier ein Fortuna Alucargo, der ist relativ neu. Falls wir weibliche Mitspieler haben, Wolfgang, erklär mir das mal. Wir haben hier für die weiblichen Mitspieler natürlich die, die, natürlich Lust haben hier mitzumachen. Tausch mal die Schneide von Krone und dem Johnny aus. Warum? Ah ja, Steyr ist Österreich. Entschuldigung für die Österreicher hier. Ja, falls ihr weibliche Zuschauer, habe ich hier auch einen Pinken geholt. Kann ja sein, dass einer von euch ja eventuell da Lust drauf hat. Klar, können auch die MWD, darf jeder damit fahren. Im Hintergrund MF 8S, ganz schön. Na, hier übrigens Doppeldrehschimmel, da darf sich einer wieder drüber freuen. Valtrapec ist mit drauf, wir haben hier vorne Case und wir haben hier hinten auch diese Michelin-Anhänger. Aber ich möchte euch mal eine richtig schöne Kombi zeigen, und zwar ist das der hier vorne. Das ist der Class Axion 960. Ich fahre den mal kurz ein Stückchen vor und dann werde ich auch das Passwort für euch ändern. Ich möchte euch den mal kurz präsentieren, denn das ist ein Krampe. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Ich glaube, der ist nicht richtig angekoppelt. Warum fährt er denn das Stützbein nicht hoch? Muss ich das selber hochfahren? Tatsächlich. Ich muss das Stützbein selber hochfahren. Das hatte ich auch noch nie bei so einem. Sehr geil. Das ist eigentlich ein Krampenhänger. So wie auch hinten der Michelin steht. Aber hier haben wir halt das Besondere. Das ist Klaas-Krampe. Qualität auf Rädern. Richtig gute Arbeit. Traktoren von Klaas. Finde ich ganz cool hier mit den Reifenspuren von einem Traktor. Durchgezogen in dem Klaas-Grün. Und wir haben auch hier eine... Moment, ich spring mal kurz hier hoch. Wir haben auch hier eine Klaas-Grüne Abdeckung. Und hinten stehen dann auch nochmal hier richtig gute Arbeit. Traktoren von Klaas. Ich habe eine LED-Rundumkennleuchte konfiguriert. Die kann man ebenfalls sich hier dran bauen. Ne? Der Klaas an sich hat hier die Rundumleuchten Halogen. Und hier haben wir einmal eine LED-Rundumleuchte. Oder ein LED-Blitzer ist das ja eigentlich dem gesehen. Und 50 km/h Schild. Kann man ja auch dazu machen, ne? Es gibt auch einen passenden Klaas-Traktor. Was? Es gibt im Mod-Hub einen passenden Klaas-Traktor dazu. Wie? Zu diesem hier? Du willst mich jetzt verkackeiern. Ne, ne, Moment. Da muss ich den Server direkt nochmal leuchten. Es gibt dazu einen passenden Klaas-Traktor. Klaas. Jetzt gehen wir mal. Tatsächlich. Klaas-Axion 800 bis 870 Spezialausgabe. Alles klar, alles klar, alles klar. Tut mir leid, Leute. Ich, werde aber nochmal gerade, habe ich irgendwas verändert? Ja, ich habe ein bisschen was verändert. Ich werde gerade nochmal den Server neu. Das ist das Schöne, dass ich das Passwort noch nicht geändert habe. Keine Sorge, Leute, wir haben ganz, ganz viel Zeit. Jeder darf heute mitspielen. Ihr habt natürlich auch die Chance, den Server zu joinen. Konsole kann auch mitmachen. Mein Spiel ist wieder abgestürzt. Das ist aber normal. Ist leider zwischendurch mal ein bisschen überfordert. Das war ein April-Scherz. Ah, Wolfgang mit April hier unterwegs. Na gut, Wolfgang, na gut, na gut. So, einen Moment, ich muss mal kurz das Bild schwarz machen. Jetzt hat sich's... ich muss einen Taskmanager öffnen. Jetzt hat sich's komplett aufgehangen. So, einmal den Neustart, bitte. Gut. Freunde, wir werden den Server einmal neu starten. Das habe ich jetzt gerade gelesen. Es gibt tatsächlich im Mod-Hub sogar eine Sonderedition dafür. Das finde ich natürlich... Das finde ich natürlich,
Das finde ich natürlich richtig geil. Wenn es da diese Sonne jetzt und passend zu dem Anhänger gibt, wo war er denn? Ah, warum lade ich den nicht einfach über Mod-Hub runter, ich Dödel? Ich hätte noch einfach schnell über ein Mod-Hub. Weil war klar, dass ich ihn hier jetzt nicht finde, ne? Doch, da ist er. So, muss ich das Spiel nämlich nicht neu starten. Zack, zack, zack. 100%. Ja, Wolfgang, ich glaube, ich muss dich gleich mal blockieren hier. April, April. Ach komm, hört mir auf, Leute. Es ist nicht böse, aber komm. Nix hier April-Scherze. Das brauchen wir nicht, Leute. Wir wollen heute hier den LS22 auf der Ostseeküste zocken. Sturmfreie Bude. Ich kann machen, was ich will. Ich habe richtig Bock drauf und werde jetzt einen Server neu starten. Werde noch schnell diesen Traktor da kaufen. Ich finde das halt geil, dass man da so eine Kombi draus bauen kann. Baumeister, wenn du jetzt wieder auf den Server kommst, kannst du einmal den anderen Class abkoppeln, hinten irgendwo in die Halle setzen, hinten durch in den selbstgebauten BGA. Und dann werde ich jetzt einmal diesen anderen Class-Trecker kaufen. Das ist ja mal richtig geil. Nee, wusste ich echt nicht, dass es dazu auch eine Sonderedition gibt. Ich werde jetzt gleich auch im Chat da sein, also wartet noch ein bisschen. Ah, wie krass ist das? Das denn? Ach so, und dann sogar in weiß, in schwarz. Ach so. Ey, krass, sogar hier dann in gelb, ne? Die ganzen Gitter und so in gelb. Und das hier ist ein... Wow! Entschuldigung. Das ist aber richtig geil. Aber schade, dass hier nicht Krampe gibt. Wenn da Krampe stehen würde, das wäre geil. Aber ich bin ja großer Fan von den Michelin-Reifen, ne? Obwohl, wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Ah, die BKT sind auch wieder geil, aber das BKT-Zeichen passt nicht. Einen Moment, ich muss mal kurz hier gucken. Ich bin auch gleich im Chat da, Leute, keine Sorge. Fredstein, das sieht natürlich auch geil aus, das Fredstein. Ich muss aber mal gucken, wie die... Ah... Trelleborg bin ich wirklich nicht so der Große. Ich finde die Mieters halt sehr geil, aber da passt dieses Zeichen, das passt da optisch. Doch, das passt auch. Komm, wir gehen auf die Mieters. Geiles Teil, Leute, geiles Teil. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Entschuldigung, ich will hier nicht aus... Aber wie krass ist das? Warum habe ich nie was davon gewusst? Das ist ja mal mega geil. Entschuldigung, dass ich da gerade so ein bisschen eskaliere, aber das Teil ist ja mal... Das Teil ist ja mal abnormal. Ja, geil. Ja, Prost Mahlzeit, Leute. Das kann ein guter Stream werden. Das wird auf jeden Fall später mein Quell. Ich werde aber erstmal häckseln. Ich werde erstmal ein paar Ründchen häckseln. Und dann werde ich mich in diesen Class hier setzen. Ich muss mal kurz gucken. Ich gehe davon aus, das sind... Ojojojo, das sind auf jeden Fall LED-Blitzer. Und die gibt es sogar in kristallklar. Ich hole die in kristallklar. Das sieht geil aus. Getönte Scheiben. Ja, moin, das geht auch wieder. Wir machen mal 45%. Naja, komm, wir machen 15%. Was ist das denn? In blau? Auch geil. In blau getönt. Nehmen wir mal so mal. LED-Blitz. Ja, moin, auch noch vorne Blitzleuchten. Auch sehr geil. Nehme ich mit rein. Ja. Ja, moin, Grüße gehen raus an den Modder. Da ist aber was richtig Geiles hingelegt. Also wirklich. Und da eine Lichtleiste. Ja, die packe ich auch. Einen Teppich kann ich noch wählen. In welcher Form ich gerne den Teppich hätte. Ja, hier wird bitte ohne Schuhe eingestiegen, ne? Hier, Schuhe ausziehen, Leute. Wenn ich hier jemanden mit Schuhen drin sehe, dann darf er direkt putzen. Ey, geil. Ja, ja, natürlich auch ein Glas. Komm, der kriegt die edle Nummer. Geht die 100? Oh, es geht 100. Der kriegt die edle Nummer, die 100. Der ist ja mal richtig geil. Also, schickes. Habe ich den jetzt gekauft? Ja. Nee, aber warte, ich hab den nicht gekauft, weil ich wieder kein Geld habe. Ne? Ja. Ich habe den mal wieder nicht gekauft, weil der liebe Pijoko mal wieder kein Geld dafür hat. Das hätte man vielleicht vorher sagen sollen. Ich brauche Geld. Leute, übrigens viel Spaß mit den neuen Emojis. Für alle Kanalmitglieder gibt es neue Emojis. Ich durfte aufgrund von Basti und natürlich Lukas wieder einmal zwei weitere Emojis hochladen. Und natürlich bin ich da euren Wunsch nachgegangen und habe da ein bisschen was gemacht.
Ihr habt euch da ja ein paar Möglichkeiten gewünscht, wie zum Beispiel einer, der so ein bisschen Geld in der Hand hat, wenn einer eine Donation raushaut. Ihr habt euch aber auch gewünscht, so einen lachenden Smiley. Also das haben wir alles gemacht, Leute. Vielen Dank schon mal für 640 Abos. Und ja, meine lieben Freunde, so. Getönte Scheiben 15%, das habe ich ja gemacht. Die habe ich oben drauf gesetzt. Gitter, Warnschilder und Antennen. Oh, ach, da gibt es ja noch mehr. Hörner, Antenne, Doppelantenne. Ah, okay. Ja, so, jetzt der Glasteppich und wie gesagt, einmal hier YT, PG, 100. Kaufen, kaufen. So, jetzt packe ich mir da noch ein passendes Gewicht zu. Sollen wir mal kurz gucken. Die Tenwinkel finde ich sehr schön. Ich bin auch gleich im Chat da, Leute. Keine Sorge, ich bin auch gleich im Chat für euch da. Gleich geht eine große Grüßrunde raus. Und dann sind wir alle da. So, herzlich willkommen erstmal an Finn, Alex, PG Vico, Banane, LS22, Formfeed, Agrabene, Lukas, Edgar, Rainer, King Simulation, herzlich willkommen. Hallo Olaf. Schön, dass du da bist. Alexander, willkommen. LS220 Gamer, willkommen. So, sind alle Wildcard-Besitzer? Ich habe nicht alle nehmen können, weil es haben mich sehr viele angeschrieben. Ich glaube, es wollten noch zwei weitere ihre Wildcard maximieren. Dankeschön fürs Abo. Es wollten noch zwei weitere eine Wildcard einlösen. Da musste ich leider Nein sagen, weil wenn ich hier natürlich 6, 7, 8 oder auch 10 Leute mit Wildcard drin habe, haben andere gar keine Chance mitzuspielen. Deswegen habe ich 4 Stück mit Wildcard eingelassen, deswegen haben die jetzt auch hier ihr Mannequin stehen, damit ich daran denke, dass diese Wildcard-Besitzer sind. So, jetzt gucken wir mal hier. Hey, ja, hat der jetzt auch so eine Hupe? Ne, eine wirkliche Hornhupe hat der nicht. Ja, der ist ja mal richtig, sogar Tagfahrlicht hat der hier. Guck mal. Da ist ja sogar Tagfahrlicht mit dabei. Oh, ist das schön. Und die LED-Blitzer da vorne, die machen auf jeden Fall gut Randale. Die hätte man vielleicht auch noch in Kristallklar wählen können. Dann wäre das Ganze nochmal eine Hausnummer besser gewesen. Hätte ich jetzt gesagt. Aber richtig, richtig geil, Leute. Damit fahre ich jetzt einmal kurz rüber zur BGA. Und dann werde ich das Passwort ändern und dann dürft ihr alle reinjoinen. Und dann zählt eine halbe Stunde regelmäßiger Wechsel. Halbe bis dreiviertel, ungefähr. Halbe, dreiviertel Stunde hier dann regelmäßiger Wechsel. Ich werde erstmal mit dem Fan Katana fahren, Black Beauty, ein bisschen anhexeln. Und danach werde ich auf jeden Fall der große Abfahrer werden. So, Maximilian und Manfred, herzlich willkommen. Hennis, Julian, Laurenz, Oberfrank TV, Homie, Andy, Valid, Five, herzlich willkommen. Timo, wie lange wir streamen? Keine Ahnung, 21 Uhr. Darf ich den 10640 gegen den aus dem anderen Pack austauschen? Der ist weit geiler. Ja, kannst du gerne machen. Hab ja noch eine halbe Million. Das kannst du machen, Luke. So, Jan Gamer, herzlich willkommen. Schlepper for you. Ja, so sieht's aus, Homie. So. Richtig geil. Vor allem, der hat auch hier LED. Das sind LED-Blinker, ne? Und auch LED-Bremsen. Ist das alles? Ne, das Bremsen ist, glaube ich, normal. Aber der Rest ist tatsächlich alles LED, ne? Ja, hier, der Verkehr, der Rubel rollt, ne? Ich bin anscheinend wieder zu breit hier. So, aber habe ich den Titel falsch benannt? Dann werde ich das gleich einmal ändern. Ich dachte heute 12 Stunden Stream. Hans, hat wer gesagt? Wer hat gesagt heute 12 Stunden Livestream? Also ich auf jeden Fall nicht. 12 Stunden Livestream gibt es als 50.000 Abonnenten Special auf jeden Fall. 50.000 Abonnenten Special, das wird ein 12-Stunden-Livestream. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Das ist einfach als Dankeschön. Da könnt ihr euch vor allem auch bei Basti und so bedanken für diesen Support, den die da dagelassen haben. Da werden wir dann auf jeden Fall einen großen 12-Stunden-Livestream machen. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das werde ich irgendwie möglich machen. Ja, ich muss halt immer gucken. Das ist halt bei mir dieses kleine Problem, was meine Gesundheit angeht. So, mein Rücken macht sowas eigentlich nicht mit. Ich werde es aber einfach mal versuchen oder ich werde es zumindest mal einplanen. Vielleicht ist ja an dem Tag wirklich alles so gut, dass das funktioniert. So, Kartana. Fend Kartana heißt der doch, ne? Ah, ich habe Katane geschrieben. Fend Kartane. Ja, ist wie ein Tannenbaum. Fend Katana. So, Fend Katana.
Ist übrigens für mich mit mein Lieblingshexer, muss ich ehrlich gestehen. Mit dem bin ich eigentlich sehr gerne unterwegs. Servus Landwirt, herzlich willkommen, hallo Lukas. 60.000, nein Nico, ich habe da die 50.000 vor ein paar Wochen geknackt und da wird noch ein Special kommen. Wie alt bist du, PG? Homie, 29 plus X. Hast du Nachricht für SF23? Es gibt bis jetzt nur die Factsheets. Na, das sind quasi Nachrichten für euch. Mehr Infos gibt es noch nicht zum LS23. So, das Passwort ist geändert, Leute. Ihr dürft reinjoinen. Wie immer, Freunde, ne, denkt dran, BGA ist Warnwestenpflicht, ne? Hallo Bastian, ich grüße dich. Guten Abend. Was brauche ich alles für Mods und DLCs, um mitspielen zu können? DLCs gar keine. Mods ein paar. Und hier wird jetzt reingejoint in den Server. Hier wird jetzt reingejoint. Leute, ihr dürft alle mitspielen. Wir werden wieder regelmäßig durch. Wechseln. Richard, mir geht es gut. Wie geht's dir? Grüß dich, mein Freund. Hallo Nico. Genau, und BGA ist immer. Also wir versuchen natürlich immer ein bisschen Realismus mit reinzubringen. Ich denke mal, ihr wisst, wie das bei mir läuft. Wir haben die Grundsätze immer, BGA ist Warnwestenpflicht, außer man sitzt in einem Fahrzeug drin. Und BGA ist Rundumleuchtenpflicht. Das ist jetzt nicht so, dass wir euch rausschmeißen, nur wenn ihr das nicht macht, aber wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr da uns einfach ein bisschen mit unterstützt und sagt, ja komm, den Realismus, den mache ich sehr gerne mit. Und deswegen, da würden wir uns sehr drüber freuen. So, jetzt werden wir uns erstmal hier kurz einmal umziehen. Ich wollte heute mal so ein bisschen, also ich gehe jetzt mal ein bisschen Richtung hier, Richtung John Deere. Ich bin ja heute ein John Deere am Fahren. Da das ein Häcksel ist, man kann auch ruhig. Oh, das sind schöne Schuhe. Ich wollte gerade sagen, man kann ja Turnschuhe anziehen, aber die sind auch schön. So. Ja, guck mal, sieht doch schon viel besser aus. Hallo Piggy, weißt du, ob das fix ist mit dem Reform-DLC? Hallo Gary, welches Reform-DLC? Daniel, grüß dich, Kratti, schön, dass du da bist. Wie geht's gut? Wie geht's dir? Hallo Christoph. Hast du mit dem Klaas deinen Lieblingsträger gefunden? Ich glaube schon, Oberfranken. Let's go, LED-Blitzer. Ich liebe es wirklich mit Masch. Alter, was hat der denn für eine Schiffshupe? Ich will auch. Hab ich mich erschrocken. Alter! Da ist das geil. Hallöchen Nils. Noah Champ, herzlich willkommen. Wie ich sehe, welche Mods ich brauche, habt ihr in LS22 erst seit gestern. Lukas, du gehst auf Multiplayer. Dann gehst du auf Server suchen. Suchst meinen Server. Und da wird dir dann angezeigt mit einem roten Ausrufezeichen, dass dir Mods fehlen. Und da kannst du dir dann die fehlenden herunterladen. Meine lieben Freunde, wir häckseln an. Halbe Stunde jetzt für alle Spieler. Ich würde sagen, kleiner Bonus für heute schon. 18 Uhr, erster Wechsel. Geil. Du fährst einen Fan und trägst einen Johnny-Pulli. Ja, ich weiß, Olaf, darf ich das nicht? So, ihr seht selbst hier schon. Ich habe das hier genau bemessen, ne? Also, es ist extrem knapp. Es ist nichts hier mit Knallgas. Also, nur als kleine Empfehlung. Lasst euch Zeit hier beim Durchfahren. Wir werden jetzt erstmal die hintere Hälfte der BGA füllen. Aber lasst euch wirklich Zeit. Also, ihr seht selbst, das ist eine Hecke hier mit Kollision. Das passt so gerade, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Young Gamer, ich werde versuchen, dran zu denken. Ja. Hallo Lord Hero, guten Abend. Okay, Schande. Ich darf also in einem Fan keinen John Deere anziehen. Ja, okay, ich weiß ja, was ihr meint. Ist ja okay, habt ihr recht. Ich finde aber diese Fendt-Jacke einfach nicht hübsch. Es gibt ja hier so eine Fendt-Jacke, aber. Nee. Warum gibt es nicht einfach ein Fendt-T-Shirt? Muss ich doch wieder Valtra an. Komm, ich muss wieder Volvo anziehen. Okay, aber die Cappy. Die Cappy, die können wir wenigstens wechseln. Nee, da gibt es keine Fendt-Cappy. Ich zieh zu selten. Ich zieh zu selten Fendt an. Ja, zieh mal Farming Simulator an. So. Okay. Nee, du hast eben gesagt, ich ziehe einen Johnny-Pulli an, weil ich einen. Ach so, Olaf, ja, das stimmt wohl. Habe ich mich versprochen, tut mir leid. Servus Seppel, grüße dich. Ich erinnere dich einfach kurz, wenn du Streams noch dran. Mach das, Jan. Guten Abend, Xandro. Grüß dich. Wollte sagen, dass ich heute nicht spende. Kreditkarte ist immer noch gesperrt, habe es meinen Eltern schon gesagt. Ja, und selbst wenn, Basin. Ja, gut, nee. Tut mir leid, Leute. Dann müssen wir jetzt leider wieder offline gehen. Der liebe Bastian kann heute leider nichts spenden. Jetzt gehen wir wieder offline, weil ich bin ja eigentlich nur online, damit ihr mir Geld gibt, ne?
Also ja, dann wünsche ich euch allen noch eigentlich einen schönen Abend. Schön, dass ihr mit dabei wart. Leute, nein! Ey, bevor der Basti jetzt denkt hier so, was macht der da? Nein, Basti, das ist doch absolut gar kein Problem. Du müsstest das nicht mal im Chat schreiben. Ich bin noch nicht live, weil ich die Hoffnung habe, dass du hier heute eskalierst. Ich bin live, weil ich Bock dazu habe. Max, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich habe einfach Bock auf den Livestream. Mehr ist das eigentlich nicht. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Natürlich geht ja, aber April. Ich gehe doch nicht offline. Hallo Birgit, moin, grüße dich. Vor allem, warum soll ich offline gehen, Leute? Ganz ehrlich, ich habe sturmfreie Wut. Ich bin alleine, Hund liegt bei mir. Die ist am Schlafen. Und was soll ich, wenn ich alleine bin? Fernsehen gucken? Da verblödelst du doch. Danke, dass ich letztes Mal die Kanalmitgliedschaft bekommen habe. Xandro, da musst du dich entweder bei Lukas oder bei Basti bedanken. Ich weiß nicht, wer von beiden dir die gegeben hat. Andrea, grüße dich. Gib bald wieder pro Like eine Liegestütze und pro Euro eine halbe Liegestütze. Pro Euro eine halbe Liegestütze. Ja, nee, ist klar. nee, zocken für den guten Zweck. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Hallo Crack. Der Livestream, schauen wir mal, wie lange er geht. Eigentlich grundsätzlich so lange, wie ich es durchhalte. Also ich denke mal, ich werde schon so bis 10, denke ich mal, werde ich alleine sein, sturmfrei haben. Na, welche Snacks hast du am Start? Ich habe Schokoriegel. Ich habe Non-Schokoriegel, ich habe was zu trinken. Ich habe mir gerade noch einen Pudding rein, hier so ein Vanillefla reingepfiffen und ja. das reicht mir eigentlich. Aber ich habe halt noch nichts zu Abend gegessen, da muss ich noch gucken, was ich mache. Lösch dich, herzlich willkommen. Ich will mich jetzt aber nicht löschen, ne? Das machen wir jetzt nicht. Leute, danke schön. 150 Likes sind drin. Ich würde sagen, heute machen wir wieder 500 Daumen voll, ne? Hallo Wolke, herzlich willkommen. Hallo Glasfahrer Tim, guten Tag. Löscht dich, das hier ist PC, aber PS4 kann auch mitspielen. Wollte was spenden, dass du ausrast. Ich kann auch so ausrasten. Ja! nee. Hallo Gaming Luca, ich grüße dich. Moin King Simulation. Ich hatte doch einen Wildcard, aber hab keinen LS. Piggy Flocks, du hast einen Wildcard, aber keinen LS? Oh nein! Warum hast du keine LS? Meine Chicken Nuggets verbrennen, das ist ganz schlecht. So, wo fangen wir denn überhaupt an hier? Wo fangen wir denn an, Ben? Ich würde sagen, wir fahren erstmal geradeaus. Hier links, da fahre ich noch nicht hoch. Das ist doch Mord und Totschlag. Ich glaube, irgendwo hier vorne kommt doch ein Feld. Kann Xbox One mitspielen? Ja, also alle, die LS22 haben, egal auf welcher Plattform, können mitspielen. Ja. Cool, ich schaue den ganzen Livestream. Crack, freue ich mich drüber. Sehr, sehr gerne. Damit ich auch weiß, dass du das machst. Alle 5 Minuten musst du mindestens mal eine Nachricht posten, ne? Piggy Luca 2 in der BGA. Ich krieg dafür den LS23. Ah, sehr geil, Flox-Fan. Der LS23 für die Konsole. Also für die Switch. Jo, Daniel, haut schon einen raus hier. Dankeschön. Dankeschön. Daniel, haut schon den ersten 10er raus. Daniel, dankeschön. Für deinen Support. Vielen Dank für deine Hilfe und für deine Unterstützung. So, ja, aber Pichoco hat mir gestern auch einen JBL Extreme 3. Was ist ein JBL Extreme 3? Also JBL sind ja eigentlich bekannt für Koffer. Leute, haut mal einen Herzenspam raus für den Daniel. Alle Kanalmitglieder, haut mal ein Money-Emoji raus. Vielen Dank, Daniel. Auch hier, boah, das ist so extrem knapp hier. Wer hängt mir denn da so am Ömmel? Der Ken Plux, der hat wieder Bock hier auf MySex. Das war mir klar hier. Gestern haben Thomas und ich das Traumevent vorbereitet und hat richtig Bock gemacht. Sehr geil, das freut mich, Dr. Schmidt. Dann können wir auch bald das Traumevent hier mal starten. Hoffentlich haben alle einen Führerschein, die München oder mindestens eine Hilfe, falls jemand in den Häcksler fährt. Ja, ich hoffe ja, dass das hier heute anständig vonstatten geht hier. Ne? Ich habe sogar aufgepasst, ich habe ja von den Profis gelernt, Wachstumsstufe 5, nicht erntereif, damit das hier auch ordentlich läuft, ne? So. Ich glaube nicht, das dauert Jahre. Echt, ist das so viel Arbeit? Okay, das ist dann krass. Übrigens, 9 Meter Schneidwerk habe ich hier und extrem langes Ausfallrohr. Ne, damit das also hier wirklich läuft. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie fahre ich denn hier am besten? Ich würde sagen, ich fahre erstmal eine Tour. Komm, wir fahren erstmal eine Tour geradeaus hoch, Leute. Ich freue mich mega wieder übers Maishexen. Ostseeküste hat das Schöne mit den Maisstoppeln, die hier platt gefahren werden.
Hallo Juli, grüße dich. Ich habe keinen Trecker und kann jemanden neuen kaufen. Luca, 2 in der BGA. Was habe ich verpasst? Janik, wir haben gerade angefangen. Hast du Klasse T in Real Life? Ja. Dadurch, dass ich einen LKW-Führerschein habe, habe ich auch die Klasse T. Ist eine Musikbox von 45 bis 50.000 GHz mit 15 Stunden Laufzeit. Das ist krass, Basti. Ich war im schwedischen Möbelgeschäft und die haben so Home-Lautsprecher von Sonos. Fand ich ganz interessant, aber 100 Euro dafür, dass ich eigentlich über den Fernseher ja zum Beispiel Musik hören könnte, habe ich mir dann gedacht, so braucht man nicht, ne? Hallo Yannick, aber die sahen halt schön aus, die kann man sich so schön an die Wand hängen. Hat schon ein bisschen gereizt, ja? Auf jeden Fall. Yannick, grüße dich. Klaus Peter, schön, dass du da bist. Sind das normale Mods oder die Updates? Alles auf dem aktuellsten Stand. Leute, ich freue mich, dass wir hier anhäckseln. Ich freue mich darüber, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen heute die Ostseeküste. Fan Katana 650 ist mit dabei. Wir haben hinter uns den Benne mit einem John Deere 800er Turbo-Shift. Allerdings tatsächlich nur ein 816. Also wir haben uns jetzt hier nicht die größten Maschinen gekauft. Ich bin einfach der Meinung, es muss nicht immer das Größte sein. Und im Laufe des Streams, Leute, habe ich noch ein richtiges Highlight für euch. Ein richtiges Highlight. Jonas, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Ich will es heute richtig machen, Leute. Ohne Unfälle, ohne dass hier irgendwas passiert. Ich will es heute richtig schön hier machen. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Miro, grüße dich. Ja, Luke, mach ganz schnell. Kriegen wir schon irgendwie hin, hoffentlich. Bin weg. Achso, ich weiß, was du meinst. Ja, Moment. Ein Moment. Ich muss kurz hier einmal. Einer meiner Wildcard muss einmal kurz joinen. So, Klaas Arion, moinsen, grüße dich. Hallo Ben. 53,5 bis 20. Aber 20.000 Hertz, das ist schon eine Hausnummer, ne? Warum bin ich Mitglied? Jonas, mein Glückwunsch wurde an dich verschenkt. Wurde an dich verschenkt. Die Kanalmitgliedschaft ist in den letzten 2 Livestreams richtig eskaliert. Guck mal oben rechts. Wir haben 300. Leute, ich will es nochmal sagen. Wir sind 345 Kanalmitglieder. Das haben wir noch nie erreicht in all den 6 Jahren. Ich habe jetzt mittlerweile seit fast 2 Jahren Mitgliedschaft. Das haben wir noch nie erreicht. Das ist halt das Krasse. Das ist halt das Krasse, Leute. 345 Kanalmitglieder. Ich bin euch so dankbar. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, selber Kanalmitglied zu werden, gönnt euch Vorteile, ne? Egal. Erste Stufe, Discord-Rang. Zweite Stufe, Instagram-Story. Dritte Stufe, Wildcard, um einen ganzen Stream über mitzuspielen. Vierte Stufe, Community-Event, was ihr entscheiden dürft, was ihr vorbereiten dürft und den ganzen Stream über mitspielen dürft. Fünfte Stufe, Hofbesuch exklusiv für alle Lohner. Das bedeutet, ich komme auf eurem Hof vorbei mit meiner Community. Wir zocken auf euren Höfen, erwirtschaften für euch das Geld und arbeiten das Ganze auch noch vollkommen umsonst, wollte ich nur noch mal sagen. Ja, Jonas, mein Glückwunsch, sei dir gegönnt. Nein, ist er nicht, Luke, du musst warten, der Server ist nicht voll. Es ist keiner nachgetrennt. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich liebe es, Mice zu hexen. Das ist einfach so. Vielen Dank schon mal für 180 Daumen. Wir sind 280 Zuschauer. Schreibt einfach mal auf Instagram, Discord oder Snapchat einen kleinen Post von meinem Livestream. Damit würdet ihr mich natürlich sehr unterstützen, indem ihr einfach ein bisschen Werbung für mich macht. Nur bitte nicht auf YouTube und Twitch, außer es ist euer eigener Kanal. Aber alles andere ist natürlich verboten. Ich bin einfach großer Fan von Mais, das ist so, ich stehe dazu, ich weiß, dass ich extrem viel Maishäckseln mache, es macht mir aber einfach mega viel Spaß und wir haben, wie gesagt, noch ein richtiges Highlight hier auf dem Server und mit diesem Highlight werde ich gleich eine Runde fahren, das werde ich euch auf jeden Fall zeigen, da freue ich mich schon sehr drauf, der ist richtig, richtig geil. Klaas Aaron, das hier ist ein Fendt Katana. Kein Katane, sondern ein Katana. Ein richtig schöner Hexer. Also den fahre ich wirklich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, dem habe ich sogar wirklich das richtig lange Entladerohr gegeben. Damit man halt mir nicht so dicht auf die Pelle rücken muss und es hier die ganze Zeit Unfälle gibt. Auch die anderen Hexer. Wir sind noch unterwegs mit einem Krone-Häcksler. Wir haben noch den Big X. Das ist der, ich glaube, 880 war es. Und wir haben einen John Deere 8i. Ne? Wächst du alles alleine an? Manfred, du meinst das Vorbereiten? Nein, da hat heute der Kenplax mir bei geholfen und wir nutzen dafür Easy Development Control. Ist ein Mulcher direkt am Maisquiz? Nein, wieso?
King. Achso, du meinst hier wegen der Textur? Nein, das habe ich so eingestellt. Das ist eine Mais-Textur. Also hier lag vorher schon mal Mais. Der wurde aber halt gemulcht und nicht untergepflügt oder untergegrubbert. Und deswegen haben wir hier jetzt eine Mais-Textur. Und wie gesagt, wir haben ja die Maisstoppeln, die hier ja sogar stehen bleiben. Das ist das Schöne an der Ostseeküste. Das ist ja so hier gemoddet worden, dass hier, wie gesagt, diese Maisstoppeln stehen bleiben. Das ist richtig schön gemacht. Kann ich meine Wildcard verschenken? Grundsätzlich Flocksand eigentlich nicht. Wenn du natürlich jetzt gar keine LS besitzt, dann muss ich da mal drüber nachdenken. Es hatte schon mal jemand gefragt, ob er die verschenken kann, weil er LS22 bei ihm nicht läuft. Ihm habe ich dann empfohlen, behalte sie mal, wer weiß, was noch kommt, ne? Fan-Cartoon, nein, da stand Fan-Cartane, konnichiwa, da stand Fan-Cartane, das ist natürlich falsch gewesen, ne? Achso, wollte nur fragen, weil so ein Mod bräuchte ich. So ein Mod. Ach, ein Mulcher. Achso, hier. Das. Ja, wie gesagt, das ist über Easy Development Control. Darüber könntest du das einrichten. Na, dann hättest du hier die Möglichkeit, so eine Mais-Textur einzubauen. Hallo Linus. Boing. So, beim nächsten Mal, Leute, ein bisschen besser hier koordinieren, dass wenn ihr seht, ouch, dass der eine fast voll ist, dann einfach schon mal daneben fahren, damit das hier auch weiterläuft, ne? Ja, alles okay, Luke, mach. Hallo Linus, ich grüße dich, schön, dass du da bist, willkommen im Livestream. Schön, dass du mit dabei bist. Lukas und ich waren die letzten Streams über echt verrückt. Ihr wart der Wahnsinn, aber auch Daniel. Jetzt auch hier schon wieder 10 Euro, vielen Dank, Daniel. Das Ganze geht natürlich raus an meine Frau. Ich freue mich sehr darüber und bedanke mich schon mal recht herzlich dafür. Das ist, wie gesagt, alles für meine Frau, für ihre OP, dass das hier endlich über die Bühne geht. Und dafür bin ich auch auf jeden Fall sehr dankbar, Leute. Soll auch schöne Grüße wieder. Sie sagt immer unbekannterweise, natürlich, sie kennt euch alle nicht. Aber ich soll schöne Grüße unbekannterweise ausrichten und nochmal ein fettes Dankeschön da lassen. Sie hat sich wirklich sehr darüber gefreut, als ich ihr erzählt habe, was vorgestern hier passiert ist. Ja, Ken, alles gut. Wieso ist der schwarz? Black Beauty! Ich hatte kein Geld für grüne Lackierung, deswegen musste ich den leider schwarz machen. Tut mir leid. Ich hatte absolut kein Geld zur Verfügung. Marischkei, danke schön, richtig aus. Maishäckseln ist sehr geil. Ja, Ben, so ist es nämlich. Maishäckseln macht mir mit am meisten Spaß. Also ich mache eigentlich gern Maishäckseln, Grashäckseln, aber auch natürlich GPS. Das ist auch eine schöne Sache. Und wie ihr jetzt seht, jetzt fahren wir hier erstmal kleines Vorgewende machen. Ist halt schon ein richtig schönes Feld, ne? Ich habe Windows 9, wollte LS22 runterladen, kaufe mir später Gaming-Laptop. Windows 9? Geht Windows 9 überhaupt? Also geht mit Windows 9 überhaupt der LS? Alexander, es gehen nur Keilsilos. Hast du eine Verzögerung drin? 3 Sekunden ungefähr. Du meinst wahrscheinlich gegenüber des Chats, ne? Ne, die Interaktion ist normalerweise, dadurch mache ich extrem, also ich mache niedrige Latenz, es gibt ja noch die extrem niedrige, da werden sich aber viele schwer tun, die nicht das beste Internet haben, dass der Stream ständig nachlädt, deswegen spiele ich mit niedriger Latenz und das sind so im Regelfall 5 Sekunden, na, maximal, wenn ich Glück habe, 2 bis 3 Sekunden, das kommt immer drauf an, was los ist. Guck mal Lukas, jetzt direkt, genau, ein bisschen nach rechts fahren Lukas, weil guck mal, du bist ja fast voll. Na, Lukas müsste sich jetzt ein bisschen rechts halten, damit der Mr. Lowack schon mal hier vorbei kann und direkt hier übernehmen kann, ne? LS19 geht mit Win9. Ja, das ist klar. Es ging jetzt um LS22. Hallo Daniel, ich grüße dich. Mir geht's gut. Wie geht es dir? Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. Mr. Lowack. Oh, Mr. Lowack hat sich hier was vorgenommen. Mr. Lowack hat sich hier was vorgenommen. Er ist in dem Glas unterwegs. Mit unserem Doppeldrehschemel Brandner, ne? Da hat er sich was vorgenommen. Ich brauche auf jeden Fall einen Abfahrer hier. Wo sind denn eigentlich die anderen unterwegs? Ah, ich sehe schon. Einer hat sich zu Feld 30 aufgemacht. Einer ist bei 50. Ne, das bin ich. Ich bin bei, ich glaube, das ist 51. Wo ist der dritte Häcksler? Wo ist denn der dritte Häcksler? 1, 2. Kann es sein, dass noch ein Häcksler in der BGA steht? Der Server ist doch voll. Heute grüßt MySex. Ja, Daniel, heute auf der Ostseeküste. Kannst du mal hupen? Standardhupe, Class Iron. Ich habe leider nicht diese Schiffshupe, die ihr vorhin gehört habt.
Tuning King, Servus, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Fußballkicker, auch dir Dankeschön für das Abo. Wird mir auf Streamlabs angezeigt, wurde aber nicht im Livestream angezeigt. Ist aber gar kein Problem, schön, dass du mit dabei bist. Wo ist denn der dritte Häcksler? Guck mal da. Doch, da unten steht er. Ah, ne, das ist der Radlader. Entschuldigung. Jetzt bin ich aber echt blind. Wo ist der dritte Maishäcksler? Ich sehe den wirklich nicht. Das ist der Radlader, den ich da sehe. Ich sehe einen auf 51. Ich sehe einen auf 30. Na, 51 müsste eigentlich ich sein. Hallo Hans-Joachim, ich grüße dich. Ja, keine Ahnung, wo der dritte ist. Kann ich noch einen Abfahrgespann kaufen? Zwei in der WGA sind zu viel, stehen sich gegenseitig im Weg. Kannst du machen, Luke? Aber was Schönes, bitte. Hier, hol noch so eine Kombi mit dem Klaas. Aber hol mal eine Kombi in diesem Weiß vielleicht. Mit dem... mach irgendwas Schönes. Bei 30 sind zwei. Ah ja, jetzt sehe ich's. Ja, bei Feld 30 sind zwei Häcksler. So siehst du das. Dankeschön, Finn. Hast gut aufgepasst. Kannst du mir das Logitech G29 empfehlen? Auf jeden Fall, King Simulation kann ich. Ich habe es ja selber und bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe das jetzt über 2 Jahre und es läuft. Okay, Vlogs-Fan. Ich weiß ja nicht, Vlogs, vielleicht solltest du trotzdem mal warten, weil vielleicht hat der LS23 ja Multiplayer. Also jetzt ganz ehrlich, wer weiß. Am besten, Mr. Lovec, macht die Klappen zu, also die Folie, die Abdeckung drauf, dann weiß ich, dass die Anhänger voll sind. Ich bin Torwart beim Bayern München Gladbach unter 16. Nice, Jonas. Sehr schön, das freut mich. Okay, weil ich muss meine Eltern überreden, für was jetzt? Achso, G29, ja. Also ich habe halt damals im Angebot gekauft, 199 Euro. Ich glaube, mittlerweile kostet es an die 300, ne? Vielen Dank, Leute, für 250 Zuschauer. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Aber jetzt haben wir dieses Problem. Ich habe keinen Abfahrer mehr. Christian, moin. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. So, Passwort wieder zurücksetzen. Ja, Floxend, behalt sie ruhig mal. Schon jemand in den April geschickt? Nee, Bastian, ich bin... Ganz ehrlich, ich bin einfach nicht so der Typ mit diesen April-Scherzen. Das darfst du mal ruhig ernst nehmen. Also ich meine das jetzt wirklich ernst. Ich mache sowas nicht. Ich habe den größten Respekt vor denen, die es machen. Ich habe auch den größten Respekt, die es jetzt hier im Stream machen, weil ich weiß wirklich nicht, ob es ernst gemeint ist. Einer hat ja schon geschrieben, dass von wegen deine Kreditkarte ist gesperrt während April-Scherz. Aber es scheint wahr zu sein, ne? Mandy, ich grüße dich. Hallo Alex. Herzlich willkommen im Livestream. Aber ich mache sowas nicht, nein. Philippe, vielen Dank für die Mitgliedschaft im zweiten Monat als Praktikant. Wie läuft es mit den Forstbewohnern? Eigentlich ganz gut. Kannst du mal schieben? Ja, Glas Iron vielleicht gleich. Jetzt momentan erstmal nicht, denn wir haben eigentlich einen BGA-Meister. Das ist Luke. Kauf mir den Asus ROG G15. Was ist das denn jetzt? Achso, das klingt nach Laptop oder so, ne? Ich würde einen Häcksler verkaufen. Nee, Benne, 3 Häcksler brauchen wir. Hallo Merlin. Wir brauchen 3 Häcksler. Das Problem ist halt einfach noch, wir sind noch nicht so ganz gut aufgelegt, weil guck mal, wie viele unten in der BGA drin hängen. Das ist so mit das Problem. Es sind halt sehr, sehr viele. Reicht schieben, der macht nur Löcher rein. Nicht schieben, der macht nur Löcher rein. Was für nicht schieben? Wo soll ich nicht schieben? Ich gehe mal kurz rüber zur BGA hier. Oh, was haben wir hier? Ach, schön. Na, Leute. Was ist denn hier? Leute, bitte sagen, wenn ihr Probleme habt, gebt Bescheid. Achso, du meinst, ich kann nicht schieben. Ja, das kann gut sein. Oi. Oh ja. Ich würde sagen, ein bisschen Chaos, aber schon ganz schön was los hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Hätte ich vielleicht 4 Platten bauen sollen? Nein. Ich denke mal, das passt schon. Nein, Andreas, ohne kostenpflichtige DLCs. Habe dein Livestream in meinen WhatsApp-Status gepackt. Finn, fährst du jetzt etwa durch den Mais durch? Finn, du kannst auch oben rum. Du kannst auch oben rum. Okay, er dreht. Darf man jetzt joinen oder lieber nicht? Olaf, wenn Platz ist, kannst du jederzeit joinen. Hab dann leistet meinen WhatsApp-Status gepackt als Werbung. Finn, vielen Dank dafür. Das dürft ihr gerne machen. Also Support ist kein Mord. Ihr dürft den Stream sehr gerne teilen. Auf jeden Fall.
Wie lange bist du noch live, King? Wir haben gerade erst angefangen. Wie kommt man rein? Chris, Ausrufezeichen, mitspielen. Da bekommst du Servername und das Passwort. Vielen Dank dafür. So, der Finn kommt jetzt einmal rumgefahren. Also im ersten Wechsel, schauen wir mal, vielleicht häcksel ich dann noch einmal. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann einfach mal auch Abfahrer werde, ne? Na, also da Möglichkeiten dazu habe ich ja, ne? Möglichkeiten dazu habe ich ja. So, vorsichtig, Finn. Nein, nicht zu schnell hier. Könnt ihr jetzt was vertragen an Essen? Ach ja, Basti, wenn du einmal dran bist, ne? So ein leckeres Schnitzel hätte ich jetzt auch gern. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht zu Abend gegessen. Hatte ich einfach keine Zeit. Meine Frau ist um 4:30 gefahren. Um 5 war der Livestream. Bis dahin habe ich das gar nicht geschafft. Na, ich musste noch meine Wärmflasche vorbereiten. Dann habe ich noch meinen Hund mit hochgebracht. Das hat sie gehört. Das ist so geil. Sobald ich Hund sage, spitzt die Öhrchen und meint, hat er jetzt nicht gemeint? Wie geht das, dass ich auf 360p geguckt habe? Yannick, wenn du ganz schwaches Internet hast, dann regelt YouTube automatisch runter. Du musst dann in die erweiterten Einstellungen gehen und dann kannst du da auf 1080p gucken. Andreas macht das. Viel Spaß. Schottenhof, herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Georg, der Wechsel ist circa 18 Uhr. 18 Uhr ist ungefähr der erste Wechsel. Leon gebe ich nicht bekannt. Crack, auch das gebe ich nicht bekannt. Leute, alles was Real Life angeht, braucht ihr mich nicht fragen. Gebe ich nämlich eh nicht bekannt. Hallo Sebastian, das ist egal. Hallo Niklas, ob es das Alter ist, ob es das Bundesland ist, Hunderasse, Hundename, Name meiner Frau. Gebe ich alles nicht bekannt. Müsst ihr bitte respektieren, hat was mit Real Life zu tun und das möchte ich natürlich gerne schützen. Bleibt man immer eine Stunde drauf? Nein, halbe bis dreiviertel, Lumi. Jetzt sag nicht, ja, aber du hast um 18 Uhr angefangen, 17 Uhr angefangen. Ja, ist richtig, aber um 17 Uhr war der Server noch nicht offen. Na, ich war um 4:45, 5:20 ungefähr, haben wir den Server online gestellt. Pichok, ist Basti da? Ja, Schottenhof, Basti ist da. Wenn du dich bei ihm bedanken möchtest, er dürfte im Chat sein. Außer er ist jetzt gerade was essen gegangen. Hallo Kevin. Was für eine Seitenkonsole hast du? King Simulator, ich habe eine Seitenkonsole XS und eine Seitenkonsole M. Hallo Kevin. BGA braucht anderen Schlepper, die Frontridaulik ist verpackt. Ja, Luke, dann verkauf den und hol einen anderen. Kevin, mir geht's gut, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut, Kevin. Schön, dass du mit dabei bist. So, hier, na, guck mal, Finn schon fast wieder voll. Agrarbände ist Gott sei Dank wieder da. Guck mal, jetzt war der gut. Wie lange war er unterwegs? 10 Minuten? Das ist schon eine krasse Fahrt. Von hier ganz oben bis ganz unten. Mit Auskippen in die BGA rein. Gut 10 Minuten, Finn, Vorsicht. Also ich würde sagen, Finn ist ein Chaotenfahrer. Das bemerkt man schon so ein bisschen. Du hast doch vorhin noch dein Alter gesagt. Nein, Homie, ich habe gesagt 29 plus X. Das X steht für X Jahre. Klar, kannst du dir dann denken, ich bin wahrscheinlich über 29, aber bin ich jetzt 35, bin ich 45, bin ich 70... Kannst du mir den Asus ROG G15 empfehlen? Weiß ich nicht, Jonas, ich habe ihn nicht. Leute, wenn ihr voll seid, bei 90%, tut mir einen Gefallen, macht bei 90%, moin Philipp, macht bei 90% eure Rundumleuchte an und bei 100% einmal kurz hupen. Danke, dass du letztes Mal Mitgliedschaft geschenkt hast. Habe ich nicht. Das war ich nicht. Das war Basti. Wie geht's dir heute? Noch geht's mir ganz gut. Finn, da links ist die Ausfahrt. Nicht da mittendrin. Finn, denk dann, wie so ein anständiger Spieler. Ansonsten fliegt ihr hier runter. Also ich bin Ü15. Ja, da bin ich auch. Das X steht für mindestens ein Jahrzehnt. Vielen Dank, Thorsten. Das ist mal wieder... Das musste wieder sein, ne? Ich muss kurz da mal gucken. Na doch, jetzt scheint er die Hofeinfahrt zu nutzen. Guck mal, jetzt habe ich plötzlich wieder zu viele Abfahrer hier. Naja, ich gebe ja Gas, Leute. 9 Meter Schneidwerk, da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Ich bin ja Gas angeben. Natürlich habe ich jetzt... Das ist halt immer so, ne? Wenn ich nach dem Abfahrer schreie, dann kommen sie alle wie die Karnickel angerannt. Ist ja auch okay. Das X steht für Jahre. Ja, für X Jahre. Weil ich einfach nicht bekannt gebe, wie alt ich jetzt genau bin. Aber man kann sich da vielleicht so ein bisschen denken. Also das ist auf jeden Fall Ü29, ne? Hab mir das Jahrhundert noch unterdrückt. Ich hab dich auch lieb.
Freue mich schon, wenn ich mitspielen kann. Simon, sehr gerne. Das ist römisch und heißt 10, also 29 plus 10. Au, Jan! Schlaue Idee, aber das ist tatsächlich... Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Aber nein, das ist es nicht. PlayStation 4 kann auch mitspielen. Ja, natürlich. Günther hat eine wunderschöne Traktorfarbe. Ja, das ist eigentlich der Traktor für unsere weiblichen Mitspieler. Aber ich glaube, noch ist keine weiblichen, sind keine weiblichen mit dabei, ne? Wieder ein Xerion. Oh, Luke, warum immer dieser Xerion, ey? Das ist doch schrecklich. Also, das ist jetzt ein bisschen mein, aber Xerion, der ist halt immer mit dabei, ne? Aber okay, kannst du ja gerne machen. Ich gehe ja eh nicht in die BGA rein. Hi, Nico. Moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Emir, moinsen. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. 270 Zuschauer, 207 Daumen. Schon mal Dankeschön für 200 Däumels. Die 650 Abos haben wir auch gleich voll. Wir machen mal heute die 50.700 Abos voll, ne? Supi, dass du meinen Lieblingstraktor gekauft hast. Thorsten, was ist dein Lieblingstraktor? Ist das der Klaas in dieser Sonderlackierung? Auf den freue ich mich gleich besonders. Da die Kombi, die der Alexander da fährt, die werde ich auch gleich mal fahren. Der ist schon richtig geil. Du hast gesagt, dass du in die blaue gehst. In welchen blauen? Tut mir leid, aber bin ich mit dem Schiebeschild halt gut. Ja, ist ja kein Problem. So, Agraben hat der Rundumleuchten an. Das bedeutet, er ist jetzt bei 90%. Und jetzt gleich müsste eigentlich einmal ein großes Hupen kommen. Jasmin, grüße dich. Nee, doch kein Hupen. Aber es war. Oder er hat Hupen, ich hab's nicht gehört. Aber das ist schön so. Ah, hier. Warte, das ist so eine schöne Kombi. Das ist schon geil. Schottenhof, jeder darf mitspielen, weißt du doch. Das ist so eine schöne Kombi. Den werden wir gleich fahren, Leute. Den werden wir auch gleich selber fahren. Freue ich mich sehr drüber. Hier auf der Ostseeküste. Was macht Agrar? Ach, da ist auch noch eine Ausfahrt. Okay. Creeps, Dankeschön. 3 Monate Mitgliedschaft. Immer wieder am Start. Nach längeren Creeps. Ich freue mich darüber, dass du mit dabei bist. Sehr schön. Mein Stream laggt. Oh, Basti hat wieder sein Internet nicht bezahlt. Nee, pass auf. Deine Eltern haben mitbekommen, was du machst und haben dir dein Internet gedrosselt. Damit du nicht wieder auf so doofe Ideen kommst. Nee, Klaas, wir haben einen BGA-Meister. Der BGA-Meister. Leute, ein bisschen aufteilen hier. Guck mal, ich habe 4 Abfahrer. Ich glaube, so viele brauche ich gar nicht. Teilt euch hier so ein bisschen auf, dass jeder Häcksler bedient ist. Also rein theoretisch, wir haben ja... Ein BGA, 3 Häcksler sind 4. Wir haben 12 Abfahrer. Also bei jedem könnten 4 stehen. Bei mir sind jetzt noch 4 und ich habe schon 2 Folgen gemacht. Also waren gerade bei mir 6 Abfahrer. Man sagt eigentlich bei jedem Häcksler 4 Abfahrer, dann dürfte das gut aufgehen, dass jeder Häcksler hier gut bedient wird. Mein Hund ist gestern Abend gestorben. Kevin, alles Gute, mein Beileid. Das tut mir echt leid. Ich bin ja selbst Hundebesitzer. Sie ist halt auch... Na, sie ist noch jung. Ich sehe es nur als jung an. Alexander, langsam. Dankeschön. Nö, weil jetzt ist flüssig, geht wieder. Ha, haben wir ja auch nochmal Glück gehabt hier. Wie heißt der Multiplayer Schottenhof? Ausrufezeichen. Mitspielen, da bekommst du Servername und Passwort. Alles, was du brauchst, um hier mitzuspielen. Kann ich mir vorstellen, Kevin. Ein Hund ist wie ein Kind, ne? Für manche ist sogar ein Hund ein Kinderersatz, ne? Es gibt halt Leute, die... können keine Kinder haben, wollen sie nicht, wollen aber auch vielleicht nicht adoptieren. Die holen sich dann tatsächlich einen Hund als Kinderersatz. Und deswegen natürlich hängt man da sehr dran. Crack, eine Wildcard zum Mitspielen des ganzen Streams übers bekommst du über die Kanalmitgliedschaft Landwirt. Unten rechts um zu sehen, wir haben natürlich auch hier Bonsilage verwendet, ne? Der Xeon und der Saturday und der 10.5 sind halt die besten Traktoren für Maisschieben. Viel Gewicht zum Verdichten, eine gute Übersicht aufs Geschehen und viel Leistung. Ja, Alexander, klappt das mit dir? Das finde ich auch. Das jüngste Gericht, da gebe ich dir natürlich recht, ja. Im Echtleben heißt auf 2 Kilometer Strecke ein Abfahrer. Ah, das ist auch gut zu wissen. Auf 2 Kilometer Strecke ein Abfahrer. Also Strecke ist jetzt für dich mit vom Feld zur BGA, ne? Wenn der FS23 Multiplayer hat, wo wirst du denn spielen? Schauen wir mal, Bleon. Ich habe halt Nintendo Switch, aber ich habe die Nintendo Switch Lite. Ich weiß nicht, ob man die wirklich über ein Kabel mit dem PC verbinden kann. Das weiß ich nicht. Hallo Niklas, moin. Das sieht so schön aus, ne? Ich bin das so... Entschuldigung, dass der Eigenlob stinkt. Ich weiß, aber guck mal, das läuft richtig schön, ne? Ja, oder zum... Ja, aber halt die Strecke vom...
Vom Feld zum Abladepunkt. Habe ich verstanden. 2 Kilometer, ein Abfahrer. Ja gut, okay. Sollte man so machen, ne? Hallo Finny, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. Darf ich den Radlader verkaufen, der ist Mist? Nein. Nein, Luke. Komisch, dass du alles Mist findest und ich finde alles gut. Woran liegt das? Finde den schwarzen Klass so geil, den habe ich auch in echt. Ach so, den hast du in echt. Gibt's sowas überhaupt in echt? Ja doch. Eine Lackiererei macht alles, ne? Alle 10 Minuten sagt Giants den Server nicht. Okay, warum zeigt Giants mir den immer an? Aber vor allem, was hat das mit Giants zu tun? Ist mein Server, oder wie meinst du das? Weil immer damit einer das Silophon schmeißt raus. Hallo Sandro und Seppel, wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir. Sandra und Seppel ist ein Liebespaar wie am ersten Tag und sind immer in meinem Leistungsbild dabei. Ich kenne das, wenn ein Lieblingstier stirbt. Vor 3 Jahren ist mein erstes Pferd gestorben. Da war ich 3 Tage lang auch nicht für nichts mehr zu gebrauchen. Dein Pferd, okay. Günther, der Hexerfahrer, gibt den Weg an. Nur als kleine Info. Ne, der Server ist manchmal weg und nach 2 bis 3 Minuten wieder da. Ach so. Okay. Also das Problem hatte ich an sich jetzt noch nicht. Günther, du musst schon neben mir fahren, sonst wird das nichts. Manche kriegen das Hexeln einfach nicht hin. Ist nicht böse gemeint. So, manche kriegen es aber leider nicht hin. Boing. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Bei einer Wendefahrt macht man einen großen Wendekreis. Aber ich weiß nicht, was er da macht. Liegt das am Namen? Einen großen Wendekreis. Er kriegt es nicht gebacken. Warum fährt er denn so... Es ist nicht böse, aber warum fährt er denn so nah an mir ran? Warum fährt er denn so nah an mich ran? Ich habe so eine lange... Günther, fahr doch links. Ganz weit links. Ich habe so ein langes Entladerohr. Der kann so viel Abstand von mir halten. Hier ist ganz, ganz viel Platz hier. Naja, du kannst ganz, ganz weit von mir wegstehen. Das Rohr... Das klappt schon. Ja, die Trendbox hat vielleicht nicht den besten Trigger, aber es wird auf jeden Fall funktionieren. Kurz nach rechts fahren und dann links fahren. Kurz nach rechts fahren und dann links fahren. Was heißt denn hier? Naja, Jonas, hier wird nicht beleidigt. Ansonsten kannst du das Weite suchen. In echt fahren fährt man so nah wie er. Ich kenne es halt in echt. Muss er neben... Nee. Eben nicht, Markus. Das wurde mir anders gezeigt. In echt fährst du neben dem Häckselwerk, so dass ich aus 90 Grad Winkel den Anhänger sehe. Damit ich mein Rohr sehe. Aber guck mal, das Rohr ist da hinten. Wie soll ich jetzt in der Innenansicht sehen, wie er fährt? Also ob gehäckselt wird. Finn, das ist kein Problem. Ne? Er muss neben mir fahren. Guck mal, ein Hexerfahrer kann sich ja nicht so rumdrehen. Ein Hexerfahrer, der muss den Anhänger sehen. So hab ich das gelernt. Der Häckslerfahrer muss den Anhänger sehen, um zu wissen, wie er lädt. Sonst sieht man ja sein Rohr nicht, ne? Also er muss mit dem Anhänger tatsächlich neben mir fahren. Ja, so ungefähr so. Ungefähr so, Günther. Das ist schon besser. So, damit ich das hier schön sehen kann, dann kann ich nämlich in der Innenansicht fahren. So, und den Rest macht der Triggerpunkt automatisch. Der wird den Anhänger fixieren. Und dann klappt das schon. Das kenne ich auch so, dass man mit der Fahrerkabine auf Höhe des Schneidwerks sein sollte. Genau. Genau so ist das nämlich. Der LKW-Fahrer Steven, herzlich willkommen. Also ich bin ja selbst kein Häckslerfahrer. Also ich bin ja selbst in der Landwirtschaft nicht tätig. Aber man hat es mir halt so beigebracht. Ich bin ja immer offen für Ideen und Vorschläge. Und die Community, halt welche, die in der realen Landwirtschaft unterwegs sind, haben mir das so beigebracht. In der realen Landwirtschaft ist halt anders. Nee, ja eben nicht, Markus. Das ist doch aus der realen Landwirtschaft. Markus, in der realen Landwirtschaft haben sie es mir ja genau so erklärt. Perfekt, Basti. Perfekt.
Kannst du Wechsel nach 10 Minuten warten? Nein, Dr. Schmiedi, wir werden 17 Uhr, 18 Uhr den Wechsel machen. Warum sollte ich denn warten? Ich finde die Map nicht. Schotten auf Ostseeküste gibt es im Mod-Hub. Hallo Johannes, Ostseeküste nach wie vor eine wunderschöne Map. Achso, es ist ja übrigens Wechsel. Ich habe ja wieder vergessen, dass meine PC-Uhr 2 Minuten nachläuft. Hab ich schon wieder vergessen hier. So. Ich schmeiß einfach alle raus. Das ist nicht böse gemeint, aber ich schmeiß sie alle raus, damit wir hier weitermachen können. Ich habe halt keine Uhrzeit, ne? Das ist der Nachteil, über den Server von Giants zu joinen oder den Server von Giants zu nutzen, weil man einfach nicht sehen kann, wie lange die Leute schon auf dem Server sind. Ich habe jetzt einfach mal damit gerechnet, dass alle schon jetzt die halbe bis dreiviertel Stunde drauf fahren. Na, ob das jetzt wirklich so ist, das weiß ich nicht. Ich hoffe es einfach mal. Maisex ist absolut nicht meine Stärke. Bin eher auf die Getreideernte spezialisiert. Also Jasmin, du spielst auch tatsächlich den LS? Das ist ja geil. Moinsen, Partner, alle der positiv bekloppt Community. Thomas, Moinsen. Heute war die Community aber noch nicht positiv bekloppt. Doch, wer bekloppt war, war schon wieder Daniel. Der hat schon wieder einen Zehner da gelassen hier. Habe ich was auf was? Nein. Alles soweit eigentlich gut. Ich werde aber mal kurz hier. So, im Moment den Matthias. Vom Server schmeißen. Mit Permaban. Was mit Gameplax? Manfred, Wildcard-Einlöser. Deswegen haben die doch ein. Hier, ein Persönchen. Das sind meine Wildcard-Einlöser. Ihr kriegt über die Kanalmitgliedschaft Landwirt eine Wildcard pro Monat. Und die dürft ihr einlösen und dürft ein ganzes Spiel über mitspielen. Kostet euch 4,99 € im Monat. Dafür kriegt ihr natürlich, wie gesagt, auch von mir was zurück. Wollte sagen, coole neue Emojis. Ja, für euch, für die Community, neue Emojis auf dem Kanal. Noch 6 Kanalmitglieder, darf ich schon das nächste Emoji hinzufügen. Richtig geil, Leute. Da war ich selbst überrascht. Hallo Johannes, ist Zuckerbro wieder da? Nein, Zuckerbro ist nicht da. Mitspielen geht über Ausrufezeichen mitspielen, so wie ihr es schon kennt. Dann dürft ihr sehr gerne den Server joinen. Kenplax, wir fahren gleich einmal links rum, da vorne dieses kleine Stückchen noch mitnehmen. Aber erst die Bahn zu Ende. Sorry, aber das macht keinen Spaß. Mir werden 11 Spiele angezeigt, wenn der Server voll ist. Und wenn er leer ist, 16. Es tut mir leid, Olaf, da kann ich aber ja nichts für, ne? Hallo Konrad, moin. Ja, ne, guck, genau so, weil so sehe ich die ganze Zeit, es wird gehäckselt. Sag mal, wie machen die Häckselfahrer das eigentlich, wenn sie den Anhänger gar nicht, also die oberste Kante nicht erkennen können? Die wissen doch gar nicht, wie voll sie sind. Obwohl, die können ja per Lautsprecher, wollte ich schon sagen. Per Funkgerät, ne? Weil die sehen ja gar nicht, wie voll der Anhänger jetzt ist und wie sie ihr Rohr steuern müssten, ne? Trecker für ein Dorfkind, herzlich willkommen. Dr. Schmiedi hat mir gestern einen Vorschlag gemacht, Weizen oder Hirse, Ernte auf einer Amerikanischen, wie viel Drescher pro Feld? Nee. Warum das denn? Haben wir doch schon. Hallo Madeleine, grüße dich. Mit der Kamera. Ach, es gibt so Rohrkameras, ne? Stimmt, da ist ja was. Es gibt ja so diese sogenannten Rohrkameras, ne? Dann sehen die genau, was für eine Sache ist. Mirko, du warst Günther. Ja, Mirko, was war denn los? Warum hat das denn bei dir nicht so geklappt? Das Häckseln. Da, It's Max, herzlich willkommen. Eine Rohrkamera. Ja gut, Rohrkamera ist natürlich eine schöne Sache, ne? Guten Abend, Dominik. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Und willkommen auf der Ostseekiste hier zum Maishexen. Schön, dass du mit dabei bist. Knapp 300 Zuschauer waren wir gerade. Wir waren gerade knapp 300 Leute. 280 oder so, ne? 280 Zuschauer. Das Radio, Bastian. Ja, LS Radio. Bin ich der beste Mirko? Ja, deswegen, wir lernen ja alle, ne? Danke, dass ich mitmachen durfte. Ich kommentiere jetzt Bayern versus Dortmund. Dir viel Spaß noch. Ja, dir auch, Alexander. Fußball. Heute ist ja Spieltag, ne? Ach. Nein, ich bin ja nicht so großer Fußballfan. Es ist nicht böse gemeint. Aber ich bin einfach. Ich bin es nicht. Ich bin nicht so der Fußball. Ich bin auch absolut kein Fußballfan. Also, ich habe auch keinen Lieblingsverein. Ich habe auch jetzt letztes Jahr die WM nicht geschaut. Nee.
Wo bist du? Kann ich bei dir mitmachen? Madeleine, jeder kann mitspielen. Sehr gerne sogar. Wenn du Bock hast, einfach den Server joinen. Wir wechseln hier regelmäßig durch. Nächster Wechsel ist zwischen 6:30 und 7:15. Was geht ab, der Typ Patrick? Vielen Dank für deine 5 Euro im Superchat. Sehr, geil. Geile Chatnachricht. Privates Anliegen, dann rein damit. Vielen Dank, Patrick, für deine Hilfe. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn ihr wissen wollt, um welches privates Anliegen es geht, damit ihr jetzt nicht denkt, hier, das ist irgendwie eine Abzocke oder so, Ausrufezeichen Spendenziel, da gibt es eine Vorab-Info. Dann klickt ihr auf den Link und dann kriegt ihr die ganzen Infos, die ihr braucht, worum es hier überhaupt geht. Ja, vielen Dank an den lieben Patrick. Vielen Dank für deine Hilfe, für deinen Support. Sehr geil von dir. 5 Euro, da gehen 70% an mich, 30% an YouTube. Dankeschön. Ist mit Crossplay, Roman. Ist mit Crossplay hier. Jeder kann mitspielen. Die Crossplay-Möglichkeit ist aktiviert. Das, ich glaube, mit das Beste, was Giants bringen konnte. Crossplay im LS22 haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute gefeiert. Weil jeder hat es irgendwie gebraucht. Jeder hat sich das gewünscht, dass endlich Konsole und PC zusammenspielen können. Und hier ist es möglich. Der Krone 1100, der hat eine Rohrkammer. Von uns wird sie aber nicht genommen. Wir schauen halt nach hinten. Ja, aber was meinst du mit, ihr schaut nach hinten? Bin auch überhaupt kein Fußballfan, schaue kein Spiel. Nee, ich auch nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ja manche der Meinung sind, ja, Fußball, ne? Millionen Spieler kriegen da Millionen an Geld, nur weil sie ein Spiel machen, also Fußball spielen. So sehe ich das gar nicht. Also da bin ich jetzt nicht so der, ah, das finde ich nicht gut. Nein, ich bin einfach, ich mag Fußball einfach nicht. Aber da hat jeder seine eigene Meinung, ne? Die anderen mögen Baseball nicht, dann gibt es die Basketball nicht mögen. Das ist ja, für euch alle selbst überlassen, ne? Hamine, herzlich willkommen. Das dürft ihr wirklich komplett selbst entscheiden und das unterstütze ich dann auch, ne? Also ich bin jetzt keiner, der da einen Hate ausspricht. Nur weil einer was nicht mag oder so. Solange ihr euch hier im Chat nicht gegenseitig aufrappelt und aufstichelt hier. Hey, ich bin Dortmund-Fan und du Bayern München. Da, ja, München kann doch nichts. Ne? Nur so als Info. Also sonst ist alles okay. Doch, Luca, es gab Traktoren. Wir haben noch gekauft. Aber nach dem zweiten, dritten Wechsel kannst du gerne nochmal reinjoinen. Hallo Robin, grüße dich. So, in der BGA scheint ganz schönes Chaos zu sein. Ich lese hier von Luke die Nachrichten, schaut mal in den Chat rein, in den Ingame-Chat. Da scheint ein bisschen was los zu sein. Welches ist deine Lieblingssportart? Ich habe gar keine, Hans. Gar nichts. Ich war noch nie auf... Doch, Basketball. Auf dem Basketballspiel wurde ich mal eingeladen. Habe ich mir mal angeguckt. Fand ich ganz cool. Ja, war ganz cool. Gab auch was zu essen und was zu trinken und so. Das ist eine schöne Sache. Ich war aber zum Beispiel noch nie in einem Stadion. Ich habe noch nie Eishockey und sowas geguckt. Ich bin also... Absolut so, Sport, nee, Sport ist Mord. Bin auch kein Fußballfan, für mich macht das Spiel keinen Sinn, da laufen Leute einen Ball hinterher. Ich habe ja gerade gesagt, Sepp, ihr dürft euch über Fußball unterhalten, aber bitte nicht sowas wie mit, das macht doch keinen Sinn, was sie da machen und so, das jetzt nicht. Ich schaue auch keinen Sport im Fernsehen, nee, es ist einfach, nö, ich brauche das nicht. So Leute, ihr wisst, wie es geht, liken und abonnieren, vielen Dank, 50 machen wir voll, ne? Ich habe auf Discord geschrieben, wie dabei, aber du hast nicht geantwortet. Das ist falsch, Dorothee, oder du hast dich zu spät gemeldet, oder ich habe geschrieben, wie gesagt, aber Dorothee, eine Wildcard kannst du heute eh nicht einlösen. Ich habe schon 4 Leute, die haben sich vor dir gemeldet dann, die wollten halt die Wildcard einlösen und mehr als 4 habe ich gesagt, mache ich nicht, weil sonst kann halt kein anderer mitspielen. Weißt du, wenn du 4 Leute drauf lässt und dann noch ich, dann ist das 5, dann können gerade einmal 11 Leute joinen. Ja, wenn ich jetzt noch 2-3 Leute reingelassen hätte mit der Wildcard, dann könnten nur 10 oder 9 joinen. Und das ist bei der Zuschauermasse einfach zu wenig. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber ich will ja den Leuten hier die Chance geben, dass sie mitspielen können, ne? So. Erstes Feld ist gleich fertig. Ich werde gleich auf jeden Fall beim nächsten Wechsel, also 6:30, ungefähr 6:30, 6:45, werde ich auf jeden Fall wechseln und rein in den Class gehen, in die Sonderedition. Zeige ich euch gleich mal. Richtig schönes Teil, muss ich sagen. Werde ich euch gleich mal in aller Ruhe zeigen. Hallo, ey, Tobi, ruhig. Häckslerfahrer gibt den Weg vor. Ich möchte eigentlich hier keine Unfälle bauen. Macht das doch in aller Ruhe hier, Leute. Keine Sorge, ihr werdet schon auf eure Zeit kommen. Ihr werdet auch genug zu tun haben. Es ist nicht so, dass wir
hier gleich keine Felder mehr haben. Es gibt auf jeden Fall genug auf der Ostseeküste davon. Die ist halt auch wirklich groß, muss ich sagen. Ostseeküste ist eine sehr, sehr schöne Map. Für mich persönlich mit einer der besten Häcksel-Maps. Ja, wenn es jetzt nur ums Maishäckseln geht, muss ich sagen, ist sie echt schön. Können wir dann Kolonne fahren? Klar, Benne. Kann schon mal von meiner Mutter sagen, um 6:30 gibt es bei mir Abendessen. Okay, Basti, alles klar, kein Problem. Jetzt mal ganz doof gefragt, Basti. Du hast jetzt deinen Eltern gesagt, was du hier machst. Die haben da nichts gegen? Nee, im Gegenteil. Meine Mutter sogar direkt so, ja, das machst du sehr gut. Der Pichocco ist aber auch ein Top-Kerl. Und du denkst nur so, guckt die etwa Pichocco? Ja, sie tut's. Tobi, langsam. Ich glaube, der Tobi, bei dem leckt's ein bisschen. So, erstes Feld ist fertig. Guck mal, wie schön wir das hier gemacht haben. Sieht das nicht gut aus? Das sieht doch gut aus. So, danke fürs Lob. Wollten wir eigentlich kleiner machen? Was wollten wir kleiner machen? Welches Lob? Habt ihr schon gewechselt, Simon? Ja, wie gesagt, haben wir schon. Nö, hab nichts gesagt. Darf ja damit machen, was ich will. Das stimmt wohl. Dann ist ja okay. Ich habe mir damals von meinem ersten, ich durfte auch machen, was ich will. Ist ja mein Geld, mein Ausbildungsgehalt. Und ich habe mir von meinem Ausbildungsgehalt, von meinem allerersten, ein Fernseher gekauft. Mit einer der ersten Flatscreens, die es damals gab. Das ist schon lange her. Die Map Ostsee ist, ach so, ja. Die ist aber auch schön. So, ich wollte mal kurz gucken, wo ich hinfahre. Ach, guck mal, wir hätten eigentlich zu 49 fahren können. Aber dann würde ich sagen, fahren wir mal zu 50. Da ist natürlich jetzt die Frage, wo hat die 50 ihre Einfahrt? Wahrscheinlich nämlich hier nicht, ne? Bestimmt hier rein. Hier lang. Ach du Heiliger, okay. Ich bin durch... Ah! Vorsicht! Danke. Ich bin durch meine Tochter auf YouTube gekommen. Und dann hast du Pichocco und denkt Jasmin. Und dann dachte sie so, ha, genau richtig hier. So. Habe ich schon mal gesagt, dass ich LED-Blitzer liebe? Ist das die neue Sonne oder wieso ist alles gelb? Wir sind alle blau. Kennst du das nicht? Kein Bier vor vier. Ich habe auch kein Bier hier stehen. Ne? Ich trinke Eistee. Wollte ich nur mal sagen, ne? Oh, Vorsicht. Extrem knapp hier. Uiuiuiui. So, ich fahre mal rüber hier zum nächsten Feld. Vielen Dank für die Abos, die reinkommen, Leute. Sehr geil von euch. So. Ja. Das sind ja wieder Top-Wege, die wir hier fahren müssen, ne? Hey, der Witz, geil. Ich liebe das. Das ist halt das Geile an der Ostsee. Diese extrem schmalen Wege. Dann hier mal eine Hecke, da mal eine Kollision, da mal ein Blumenkasten, da mal ein Baum. So muss das sein. Was ist das denn hier? Ist das ein Feld? Was? Ist das ein Feld hier? Ah, Feld 63. Ja, komm, dann baller ich das hier gerade weg. Hast du irgendeine Sucht genommen? Ja, mein Stream, der geht leider nicht. Sonst würde ich die Tabletten an. Doch, es geht! Gott sei Dank. Die Welt ist gerettet. Es geht doch. Gott sei Dank. Ich habe Tabletten genommen. Kennst du das? Leon, moin. Zitrone, Pfirsich. Das ist jetzt Pfirsich. Ich mag eigentlich beides. Schottdorf, dann hast du falsche Suchbegriffe. Immer dran denken, die richtigen Suchbegriffe. Wo ist das vorausgekommene Polizei, wenn Patrick Hexer wird? Ja, eigentlich schon, ne, Thomas? Eigentlich brauche ich hier Begleitfahrzeug. Wenn ich unterwegs bin, ja? Nein, Basti, die hier. Ich habe keine Tabletten genommen. Das ist nur mein Emoji hier. Manchmal könnte man meinen, ich hätte gute Laune-Tabletten genommen, aber dem ist nicht so, Leute. Nein. Oh. Falsch markiert. So, einen Moment. So. Leon, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Das Feld ist eine echte Herausforderung. Wer hat dieses Feld eigentlich erfunden? Das war das Feld hier. Es gibt bestimmt von Ken Plux, ne? Nee, ich glaube, das war auch mehr ein Mobbing-Anschlag von Thomas. Hi, Marco, grüße dich, schön, dass du da bist. So, am Zaun entlang ist immer so schön, ne? Chef, ein BF3 oder BF4? Was? Wir spielen kein Battlefield. Paulana? Ey, ich möchte auch! Ey, ich möchte auch! Auch jetzt ein Spezi.
Wie viele Häcksler habt ihr? Der Collector, wir sind unterwegs mit 3 Stück. Und ich habe ja gerade das größte Feld hier ausgesucht, ne? Geht das Stream so lange, bis alle Felder abgegangen sind? Nee, Lumi, dann wäre ich ja nie offline. Denk mal, alle Felder, 30 Stunden. BF1 bis 4 sind Begleitfahrer. Ach so! Ich dachte, das wäre jetzt hier Battlefield, der Ego-Shooter. Ja, ich würde das Dickste von Dicksten nehmen, also alles, was geht. Wie konnte man das Feld ansehen? Easy Development Control. Cheaten, Basti. Easy Death Control, damit geht das ganz schnell. Spezi gibt es erst zum Feierabend. Wie? Ja, dann mache ich jetzt Feierabend. Ah, BF ist Begleitfahrer, okay. So, kurz AFK, Jasmin, kein Problem. Du bist ein guter Heizer. Hamina, danke schön. Er hat mir auch eine ganz schöne Herausforderung jetzt hier genommen, ne? Mit diesem klitzekleinen Feld hier. Naja. Aber wir machen das Beste hier draus. So, Finleo, grüße. Ne, Finlay, Entschuldigung. Finlay. Herzlich willkommen, Livestream. Schön, dass du da bist. So, jetzt hier noch an dem. An der Hecke entlang. Ja. So, kann ich nochmal kurz da reinhäckseln? Kriegen wir das auch noch weg? Ja. Nicht ganz. Hängt leider im Zaun drin. Können wir nicht ändern. Genau, Matteo, jetzt schön rumdrehen. Guck mal, ey, guck mal. Matteo, der macht das. Guck mal, der Matteo macht das. Guck mal, der muss hier mit Doppeldrehschemel auf diesem Feld fahren. Hat aber gerade den Vorteil, weil das Feld einfach so klitzeklein ist, dass er mit seinem Drehschirm hier sehr gut klarkommt, ne? Jetzt gibt es 30 Grad warmes Spezi. Je länger du zockst, umso kälter wird es. Ach so! So ist das! Ja gut, ich hab verstanden. PG ist gleich kurz weg, muss Paulaner Spezi kaufen. Ja, ich fahr mal schnell. Ich kaufe das meist nur, wenn es im Angebot ist, weil ich finde, ehrlich gesagt, es ist sehr teuer. Der MB Zockback, vielen Dank. Oh, ein Zehner! Dankeschön! Für dein Support. Abfahrer verteilen. Ja, das wäre gut, wenn ihr die Abfahrer mal verteilt. Leute, herzlichen Spam für den MB-Zockback. Vielen Dank für deine 10 Euro über den Super-Chat. Natürlich wieder auch da. Vielen Dank für deine Hilfe. Na? Dankeschön dafür. So, einen Moment. Ich muss noch kurz hier die letzte kleine Bahn. Er wird jetzt wahrscheinlich aber nicht zurückkommen, ne? Hexe ist jetzt ein Ze- Meint er, kriegt das hin? Ja, ja, warte, das reicht schon. Komm. Ein bisschen Verlust ist immer, aber das reicht schon. So. Macht heute wieder richtig mal. Finde ich auch, Agrarbänder. Heute wieder das schöne Maishäckseln, Leute. Ich freue mich sehr darüber. Freue mich natürlich auch, dass ihr mit dabei seid. Mir macht es auf jeden Fall wieder viel Spaß. Hallo, Madeleine. Ich grüße dich. So, rundum leuchten wieder an. Ab zum nächsten Feld. Vorsicht, Arsch schwenkt rum. Hier bei mir im Netto ist Spezi für 90% im Angebot. Was? 30 Cent? Wie? Moment mal. 90% günstiger? Du willst dich doch jetzt verarschen. Du zahlst 30 Cent für eine Pulle? Ich fühle mich verarscht. Du musst bald Siliermittel auffüllen, ja. Wir müssen gleich wieder Siliermittel auffüllen. Aber das kann dann wer anders machen, weil ich fahre ja gleich Abfahrer. Hihi. Ich muss dann nicht auffüllen. Madeleine, wie auf dem Server? Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servername und das Passwort. Alles, was du brauchst, um hier mitzuspielen. Hallöchen, Ferrari-Boy. Schön, dass du da bist. So. Oh, Matteo, jetzt wirst du gleich aber mal wen anders vorlassen. Jetzt, ja, das geht nicht. Matteo, nicht alles hier kaputt machen, aber das wird jetzt sehr schwer. Du hast halt einen Drehschirmel, ne? Das Rohr ist zwar schon lang, aber das wird wahrscheinlich nicht an den anderen Anhänger drankommen. Ich kann jetzt ein bisschen hier die Nachbarn vollhäckseln. Wo macht man das? Mal den Multiplayer. Oder wie meinst du das? Achso, das Ausrufezeichen mitspielen hier im Chat. Der Benne übernimmt mal kurz, Matteo. Du kannst kurz warten, der Benne übernimmt kurz. Kann man da die Klappe runter machen bei dem? Ja, ne?
Oder ist die starr? Aber die scheint klar. Ich hätte gesagt, beim Beende da kann man die Klappe runterfahren. Aber die scheint starr zu sein, ne? Hat der gar keine Hexeklappe da? Das sah nämlich aus. Doch. Die kann man auch runter machen, oder? Naja. Piggy, wir machen ein Deal. Ich gebe dir zwei Kisten Paulaner Schwitze für den 10er. Die beiden dafür bekommen das Adminpass für den 24-Stunden-Server. Willst du mir die vorbeibringen oder was hast du vor? So. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Willst du mir jetzt Paulaner vor? Das geht ja schlecht. Ja, anhexen ist immer so eine Sache. Ist eigentlich ganz cool, aber für mich mit das Komplizierteste, weil du halt... Die Map ist schon geil, ja? Aber auch die Map hat hier ihre Tucken... Mit, dass die Büsche halt sehr gerne ins Feld rüberragen und man gar nicht genauso gut erkennen kann, wo jetzt das Schneidwerk gerade lang fährt, ne? Da, wie jetzt zum Beispiel, jetzt hänge ich halt hier im Baum fest. Sag einmal deine Adresse. Ja, nee, ist klar. Besser nicht. Genau hier, Basti, genau. Ich bin nicht erpressbar hier. Nee, nee, nee. So läuft das bei mir schon mal gar nicht. Auf gar keinen Fall, Leute. So, wunderschönen Samstag. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Jetzt gerade ist ein Platz auf dem Server frei geworden. Könnt also auf jeden Fall schon mal reinjoinen. Ich hoffe, ihr habt natürlich gutes Wetter. Ihr genießt den Samstag mit mir zusammen hier in einem weiteren Livestream auf der Ostseeküste. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Und dann hast du 200 Leute vor der Tür spielen. Wenn jeder einen Kasten Spezi mitbringt, ne? Baumeister, wie eng soll das Silo werden? Chef, BG, ja. Ja, ne? Leon, grüß dich. So. In Deutschdorf. JJ sagt jetzt, wir kommen, kein Problem. Ich muss 500 MB Mods für den Server runterladen. 500 MB kann ich sagen. Obwohl doch 500. Nein! Doch, 500. Das ist doch nicht viel. GB ist viel. Na, Madeleine, Fake-Bewohner heißt der Server. Darfst gerne joinen. Hallo Rennmaus, kannst du mich vielleicht grüßen? Ich heiße Dean. Oh, hallo Dean. Heute ist meine Cousine mit der, sie heißt Judy. Ist die Map heute mit DLC oder ohne und kann man mitmachen? Dann kann mitmachen ohne DLCs. Rennmaus, sag mal deiner Cousine, die soll gerne mal ein Abo dalassen, ne? 2 Monate noch sparen, dann kann ich meinen neuen Lippi leisten. Lord Hero, sehr geil. Und dann LS22 zocken oder wie sieht's aus? Was sagt der Plan? Benne, ich würde sagen, du bist voll, ne? Aber anscheinend zu spät bemerkt. Hallo Luca, grüße dich. Madeleine, schau doch einfach mal in den Live-Chat. Finlay macht das sehr gerne. So, nächster Wechsel in circa 10 Minuten. Dann werde ich... Dann werde ich mit der Class-Kombi fahren. Das ist jetzt eher... Ja, 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 gut. Anstatt auf der anderen Seite, naja. Jan-Gamer müsste Angebot machen, dass du ein ganzes Leben Paulaner-Spitze von ihm bekommst, dann sagst Adresse. Nee, Basti... Ich weiß, ich glaube, du meinst das auch nicht ernst, aber ich sag's dir einfach, wie es ist. Wenn du mir 10.000 Euro anbietest, sage ich trotzdem nicht meine Adresse. Und auch wenn du wirklich 10.000 Euro spenden, oder selbst wenn du 1.000 Euro spenden würdest, selbst dann würdest du meine Adresse nicht geben. Und auch für 100 Euro nicht, also wird ja immer weniger. Kein Problem, Benne, alles gut. Hat sie natürlich schon, hab ihr aber schon gesagt, dass ich sonst auch bin. Ja, so muss das sein hier. Man muss direkt mal der Familie Bescheid sagen, hier alles kostenloses Abo und ein Likechen und dann immer in den Streams mit dabei sein. Das wäre doch eigentlich das Beste, was man machen kann, oder? Nee, auch dann nicht. Also, ich meine, es ist wirklich Basti ernst. Wenn einer ankommen würde, irgendein schwerreicher Zuschauer, der sagt wirklich, hör mal, 100.000 Euro gegen deine Adresse, würde ich nein sagen. Markus, wie kann ich dir was empfehlen, was ich selber nicht kenne? Ein Bagger von Amiibi. Das klingt also für mich nach einem Modell. Was man wahrscheinlich aber selber fahren kann, ne? Ein Jahr Serverkosten übernehmen. Was würdest du machen? Dir das Geld zurückgeben, weil ich für die Server nichts bezahle?
Das würde ich wahrscheinlich machen. Boah, was für eine enge Kurve hier. Zweimal Lamborghini plus drei Bugatti, aber was will ich damit? Obwohl, ich könnte die verkaufen, ne? Aber auch dann gebe ich meine Adresse nicht. Leute, das ist Real Life. Ich weiß, ihr macht nur Spaß, aber ich versuche es euch natürlich zu erklären, dass es wirklich mir ernst ist, dass ich für kein Geld der Welt irgendwas Privates bekannt geben werde. Selbst wenn es jetzt nur um den Namen meines Hundes gehen würde, würde ich auch nicht machen. Da kann Basti um die Ecke kommen und sagen, ich schenke dir 100 Subs. Du sagst mir den Namen deines Hundes. Er könnte ja auch sagen, und zwar nur mir. Nee. Selbst dann würde ich das nicht machen. Selbst wenn er wirklich mir versprechen würde, du sagst es nur mir und ich sag's keinem. Nee. Das könnte ich nicht machen. Ich komme nicht auf den Server COH, wahrscheinlich weil er voll ist. Wir wechseln aber gleich wieder durch. Wenn ihr noch ein rotes Ausrufezeichen habt, dann fehlen euch Mods. Sag mal, was ist eigentlich das da oben an dem Arm? Das da, diese drei Dinger? Was ist das? Wisst ihr das? Da diese drei Dinger in der Mitte. Nicht rechts und links der Scheinwerfer, sondern die drei Dinger da in der Mitte. Was ist das? Achso, warum habe ich denn hier? So. 1 Milliarde und dann kannst du umziehen. Ja, aber Dorothee, dann kommt der eine und sagt, wohnt hier Pichoku? Ja, nee. Aber ich weiß, wo der hingezogen ist. Oder der gibt dem dann nochmal 1 Million, damit der sagt, wo ich hingezogen bin. Licht? Ist das Licht? Ist das Licht? Ah, es ist Licht. Okay, es ist Licht. Danke. Stimmt. Jetzt hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, ne? Hier, guck mal hier, ne? Mika, zack, hier. Einmal bitte vollhäckseln. So. Nein, Idefix bleibt Nein, Idefix. So sieht's aus. Der Hund heißt hier auf YouTube Nein, Idefix. Und so soll's bleiben. Denkt dran, Leute, ich brauche nicht so viele, ne? Wie sagt meine Deutschland, ich bin nicht erpressbar, nur die Summe muss stimmen. Nehme Dollar und Mark, keine Lire oder sonstige Währung. Ach so! So läuft das bei dir, Thomas. Respekt an dich, warum an mich? Was habe ich angestellt? Ich freue mich gleich auf die BGA, Leute. Ich glaube, da ist richtig was los. 250 Likes sind drin, Freunde. Die Hälfte der 500 haben wir. 500 Likes sind für heute fix. Tim hat keine Lust mehr abzufahren. Alles klar, Tobi. Viel Spaß in der Kirche. Send mal einen Gruß für mich hoch. So, Vorgewende ist durch. Gott sei Dank. Vorgewende finde ich immer mit am schlimmsten. Jetzt kann ich hier meine Bahn fahren und alle sind so glücklich. So, sehr gut. Hallo Jan, grüße dich. Ich könnte mir ja mal einen Schokoriegel gönnen, ne? Ich habe nämlich Hunger. Nee, ich gönne mir... ich gönne mir den hier. Ein Keks-Schokoriegel. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Silo ist halb voll. Kippen wird immer beschissener, weil kaum Platz zu schieben. Ja, ist doch egal, Luke. Dann warten die halt. Dass du stur bleibst und nichts bekannt gibst, würde ich persönlich aber für Geld auch nicht machen. Nee, für kein Geld der Welt, für nichts. Für nichts und... Bäh. Hundehaare. Für nichts und aber nichts. Hallo Monkey Moto, mir geht's gut, wie geht's dir? Jasmin, willkommen zurück. So. Lecker. Voll lecker. Ich muss aber echt sagen, Leute, ich habe echt Hunger. Ich habe echt Hunger. War lecker. Basti, lecker. Nom, nom, nom. Habe ich schon gesagt, dass der lecker war? Und jetzt schon leer. So eine Kacke. Benne, meinst du, es war Absicht? Denke nicht, oder? So, Freunde. Wir haben gleich den nächsten Wechsel. Dann können die nächsten joinen.
Ich werde dann in den Klaas reinspringen, und zwar in den da. Da freue ich mich sehr drauf. Mach mal Asmir. Blub, 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 blub. Trecker Asmir. Kann man von den Trecker-Sounds auch einschlafen? Das wäre doch eine coole Sache, ne? Was hast du gestern? Ein Schokoriegel habe ich gegessen. Oh, eine Rolle Doppelkeks. Verdammt, Leute, wir dürfen nicht über Essen reden. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Ich habe heute nur gefrühstückt. Das Frühstück war zwar um 11:30, aber nee. Wir dürfen jetzt nicht über Essen reden. Sonst mache ich den Stream aus und muss essen gehen, Leute. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass ihr daran Interesse habt, dass ich jetzt einen Stream ausmache und ihr Abendessen geht. Guck mal, Leute, ist eigentlich perfekt. Wir machen den nächsten Wechsel, sobald hier Mika voll ist. Dann kann ich mich nämlich direkt da reinsetzen. Und dann kann ich damit abfahren. Hallo, PG Pascal, herzlich willkommen. Bei mir gab es heute lecker selbstgemachte Kirschsahnetorte. Ja, super. War gerade bei Mc's, noch besser. Aber dass dein Hund nicht wurft, da er hungert, oder steht bei ihm was? Was meinst du, Basti? Einen schönen dicken Döner-Teller, ja. Ihr könnt mir alle mal... Ich hab euch alle lieb, das weiß ich. Oh, Fanpower Werde kommt. Hat in dem Event, glaube ich, gewonnen, ne? Hat sich sogar auch schon bei mir gemeldet. Also muss ich gleich dran denken, die letzten 2-3 Leute nicht rausschmeißen, weil die gerade erst im Server gejoint sind. Weil ein paar natürlich verlassen mussten schon. Oder warum sie auch immer, der eine geht in die Kirche oder so, ich weiß es nicht. Ich habe gerade Abendbrühe gegessen, weil ich gewusst habe, dass es nur um Essen geht. Ja, okay. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir mache. Ich hatte eigentlich vor, mir eine Pizza zu machen. Die wollte ich aber vor 5 Uhr machen. Habe ich nicht geschafft. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich essen soll. Ja, Lukas, ich denke dran. Habe ich ja gerade gesagt, habe ich ja gesehen. Also ihr seid echt gemein hier. Ich würde sagen, dafür habe ich jetzt erstmal ein Like und ein Abo verdient. Dafür, dass ihr alle so gemein seid. Und wer schon geliked und abonniert hat, der geht sich bitte in der Ecke schämen. Ich hatte ja am 30.03. Geburtstag und das habe ich heute für meine Familie. Sehr geil, Kai, dann dir, Kai, noch alles Gute nachträglich. Wir haben ja Monatsanfang, 1.04., ne? Ach so, du meinst mit meinem Hunger? Nein, mein Hund meldet sich im Regelfall nicht. Basti, mein Hund weiß nicht mal, wie man bellt. Wollte ich nur mal kurz sagen. Mein Hund hat in ihrem Leben noch nie gebellt. Wenn andere Hunde sie anbellen, dann guckt die an und denkt sich so, was willst du jetzt von mir? Nein, nein, die wird jetzt knacken. Die, also mindestens 2-3 Stunden. Hatte heute Mittag ein paar Leckerlis und so bekommen, wir haben wieder ein bisschen geübt. Das mache ich nämlich regelmäßig. So, Mika, dankeschön. Sehr geil, Mika hat hier direkt schon mal freigegeben. Dankeschön dafür, Mika. Wir machen den nächsten Wechsel. So, ich glaube, Fendfahrer ist... Nee, Fendfahrer war auch schon. So. Die nächsten können rein. Leute, wir fahren jetzt diese geile Klaas-Kombi. Der ist so geil. Aber ich glaube, Nee, wartet. Ich gehe mal im Shop. Ich hole mir andere LED-Blitzer. Das sind ja die Kristallklaren, die sieht man nicht so gut. Ich war am Shop vorbei. Was dann ist, doch, das ist doch dann kein Hund. Doch, ist halt kein Wachhund, sondern eine Schmusekatze. Ist so, Basti, glaub mir. Und ich glaube, ich mache die Scheibentönung weg, weil ich fahre ja eigentlich gerne in der Innenansicht. Obwohl, heute könnten wir eigentlich mal ein bisschen mehr in der Außenansicht fahren. Da will man schon so einen geilen Trecker fahren. Aber da fahre ich auf jeden Fall mal kurz zum Shop. Und werde mir mal... wie mache ich die Klappe zu? Wie mache ich die Abdeckung zu? Und werde mir mal... Was ist da? Ach, das ist das Stützbein. Und werde mir einfach mal... Ein anderes... Das ist geil mit dem Stützbein. Ein anderes Dings, Mann. Wie macht man nochmal die Klappe zu? Hallo, danke, Stefan! Ist ja Nein Idefix und nicht Bello, genau. Kick mal die andere Klaas-Kombi, die ich gemacht habe. Ich schaue es mir mal an. Nur zum Schmusen da, wie ein Teddy. Der hat natürlich, Jan Gamer, der hat doch einen. Da oben ist die grüne. Wie sieht es eigentlich aus mit den Gewinnen vom Göwal-Event? Xinx, was genau meinst du? N. Nee, N ist das nicht. Y ist es bei mir. Danke. Danke, danke. Y. Oh, jetzt liegt sie auf meinem Pullover. Sie ist aber gesagt, Schmusekatze.
So. Weißt du was? Ich will es nur kurz ansprechen. Ich habe ja hier Streamlabs offen. Und da steht vor 2 Tagen Bastian 100. Guten Abend, Pichoco. Ich spende heute nicht so viel. Das nächste Mal wieder. Ich will nicht auf das nächste Mal wieder ansprechen, aber auf das. Manetti war noch gerade. Nee, oder? Nee, war noch nicht. Sondern auf das. Ich spende heute nicht so viel, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich habe einen 2. Geburtstag. Also morgen, ne? Oh, warte doch kurz. Leer macht voll Platz. So, einmal kurz im Shop. Andere LED-Blitzer. Das ist so eine schöne Kombi hier. So eine schöne Kombi. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber es ist so eine schöne Kombi. Wie gesagt, da kann man heute auch mal ein bisschen in der Außenansicht fahren. So, natürlich haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen Chaos, weil der Server gerade gewechselt wurde. Also die Spieler wurden gewechselt. Jetzt müssen erstmal alle wieder reinjoinen und die Maschinen der anderen übernehmen. Und der eine oder andere Traktor war natürlich am Fahren. Und durch das Wechseln der Spieler rollt der natürlich aus, ne? Basti, ich erkläre es dir noch einmal. Ein 100er ist für mich persönlich extrem viel Geld. Hallo Jarl Werner, einen wunderschönen guten Abend. Ändere bloß nichts am Anhänger, sonst ist er leer. Nee, am Anhänger ändere ich nichts. Am Anhänger ändere ich nichts. Ich ändere jetzt nur kurz am Trecker was. Der Anhänger bleibt so. Also Thomas, das ist ein Klaas. Klaas 800er Axion Sonderedition. So, hier, ne, dran denken. Was passiert eigentlich, wenn ich das Stützbein nicht runterfahre? Kracht der dann... Oh! Der kracht ja dann wirklich komplett runter. Also man sollte wirklich das Stützbein ausfahren. So, Stanley Stone. Moin, grüße dich. Mir geht's gut. Wie geht es dir? Schön, dass du mit dabei bist. So, konfigurieren. So, das war die Mieters-Edition. So, und jetzt machen wir hier LED-Blitzer drauf. Ist das auch LED? Die sind ein bisschen höher als die. Ich glaube, das ist aber schon wieder Halogen, ne? Keine getönten Scheiben. Doch, wir machen mal die blau getönten. Ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. So. Mal gucken, was wir jetzt für welche haben. Ah, das sind LED, sehr gut. Ne, aber die getönte Scheibe gefällt mir nicht. So, einen Moment. Ich mache die getönten Scheiben weg. Weil, wie gesagt, ich fahre auch gerne in der Innenansicht. Und mit getönten Scheiben geht das halt nicht, ne? So, Lukas hat anstatt eine 1 zu 3 gespendet und gleich sprachlos wie bei mir. Ja. Das ist aber auch, das ist Respekt auch gegenüber euch. Also, wirklich, da nochmal vielen Dank an alle Unterstützer. So, ja, jetzt habe ich hier andere Rundumleuchten. Noch einmal, Sinks. Der Preis, also Gewinner vom Gehör. Die Preise, ja, was soll damit sein, Sinks? Sinks, ein bisschen mehr ausholen, ein paar mehr Infos wären ganz gut. Das Gewicht habe ich dran, Lotio. Ein bisschen mehr ausholen, dann weiß ich auch, was du meinst. So, zack, einmal mit 37.500 Liter. Das erste Mal jetzt rüber in die BGA. Mal schauen, wie es da aussieht. Ja, der Bildschirm da ist ein bisschen doof. So, fahren wir mal rüber, schauen wir mal, was die BGA macht. Ich bin mal gespannt, wie viel los sein wird. Ich weiß halt gar nicht, wie viele jetzt momentan in der BGA hängen, wie voll das Silo ist. Das Silo ist, glaube ich, irgendwas ein bisschen mehr als halb voll. Und da kann natürlich einiges jetzt anstehen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt kein Chaos haben. Elchowitz, der hat's nicht so mit dem Fahren. Das habe ich direkt kommen sehen. Hat bestimmt noch geleckt, das ist aber auch normal. Wenn man den Server gerade joint und über die Map fährt, dann muss die erstmal laden, ne? Okay, und warum geht das bei mir jedes Mal ab, wenn ich am Traktor rumschraube? Ist doch bei mir auch. Leute, abgegangen ist das bei mir auch. Ich habe es aber halt wieder dran gekoppelt direkt. Das liegt ja direkt vor dem Traktor. Also du kannst den Traktor konfigurieren und das Gewicht, ohne dich zu bewegen, direkt wieder dranhängen. So. Noch einmal, Sphinx, ich weiß, was du meinst, aber was meinst du jetzt mit den Gewinnen? Ja, sobald das DLC da ist, werde ich es verschenken.
Er meint letzte Woche Samstag das Event mit dem Göwal. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, dass er das Event meint, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was er jetzt mit den Gewinnern meint. So von wegen so, ja, sollen wir uns bei dir melden? Haben die sich gemeldet? Hast du das schon verschenkt? Sowas halt. Oh, oh. Ja, jetzt geht hier gar nichts. Ah, das war ein Fehler von mir. Ich hätte eigentlich warten sollen. Ich fahre mal wieder rückwärts raus. Ich hätte eigentlich warten sollen. Ich bin total lost. Hab mir eigentlich vorgenommen, Punkt 17 Uhr zu sein. Jetzt bin ich erst dabei. Ja, cut. Shame on you. Nein, natürlich nicht. Alles gut. Nee, nee, Bennett. Du kannst gleich rauskommen. Da ist doch viel zu viel los. Ich schreck das schon hier hin. So. Damit ihr erstmal rausfahren könnt. Habe ich euch schon gesagt, dass es ein richtig schöner Traktor ist? Warum sind meine Gitter nicht grün? Oh, ne. Ich muss nochmal in den Shop gleich fahren. Meine Gitter sind nicht grün. Ich muss nochmal in den Shop fahren. Meine Gitter sind nicht grün. Da muss ich aber gleich nochmal nachlegen hier. Vorsicht, kein Platz, mein Gewicht. Ah, du kommst wahrscheinlich auch nicht rum dann, ne? Warte, so. Ja, doch, mit dem Fliegen kommt der gut rum. Geil, mein Rollo fährt schon runter. Haben wir schon 23 Uhr oder was? Ne, die Sonnenedition kann eigentlich auch die Gitter grün machen. Ich muss nochmal in den Shop gleich fahren. Ich muss gleich nochmal in den Shop reinfahren. Ja, Cat ohne DLC. Hempken war gerade schon. Echt, Luke, danke schön fürs Aufpassen. Sehr gut, dann kriegt er auch erstmal einen Permaban und darf sich bei mir melden. Leute, hier wird nicht doppelt gejoint, ne? Gibt jedem die Chance, hier mitzuspielen. Hm. Ich sehe gerade. Dein Design. Das habe ich doch konfiguriert. Tatsächlich, das ist auch weg. Das jüngste Gericht. Kann man hier eigentlich, jetzt außer, dass ich das Stützbein am Anhänger rausfahren kann, kann man hier auch... Man kann keine Türen und so öffnen an dem Glas, ne? Schade. Das ist schade, okay. Der Anhänger ist auch nicht mehr grün. Doch? Ach, der Teppich! Ne, hat komplett die Konfiguration zurückgenommen, okay. Guck mal da, wieder Bau... Oh, wie die fahren. Wie die fahren. Leute, lasst euch doch Zeit. Ihr müsst doch nicht so fahren wie die Ömmels hier. Aber übrigens, hier vorne steht die andere Kombi. Die Michelin-Kombi hat... Ach geil, mit blauem Felgenrand. Der ist ja auch mal geil. Das ist nämlich die Michelin-Kombi. Schön gemacht, Luke. Der ist sehr geil. Das ist der Class Axon 870 mit Michelin hier drauf. Da seht ihr auf dem Kotflügel Michelin. Und dadurch auch blauen Felgenrand und den passenden Michelin-Anhänger. Der ist auch sehr geil. Also wie gesagt, ich muss gleich nochmal hier nachkonfigurieren. Ich werde gleich nochmal einen Shop fahren und einmal nachkonfigurieren. Ich glaube, man kann keinen Shop-Punkt setzen, ne? Da hat einer sein Gewicht verloren. So ein Kack hier. Was ist denn hier passiert? Naja, ich weiß nicht. Leute, 650 Abos sind drin. Da sollten wir jetzt auch mal bei bleiben. Vielen Dank dafür. Ihr seid bald pleite. Ja, Basti, kannst du mal ein bisschen was hier reinjoinen? Ja, wir haben nur noch 25.000 Euro. Ja, Lawrence, du kannst eine Werkstatt platzieren, aber ich kann jetzt nicht hingehen und einfach so nur diesen Werkstatt-Trigger. Das meinte ich damit. Einfach nur diesen Trigger-Punkt. Weißt du, was ich meine? Ja, das Jüngste mache ich eigentlich auch, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Wie viele? Eine Million? Oh, 100.000 reichen. Welche DLCs, Leo? Gar keine? Kennst du eine Wiesenegge? Eine Wiesenegge?
glaube, sowas haben wir auf jeden Fall nicht standardmäßig mit dabei. Aber der Schriegel doch, oder? Anja, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. In Eschben oder LS22? Kann beides. Moment, wir haben gerade über 100.000 gesprochen, ne? In echt, klar. Ich kann euch sagen, ne, vor, ich glaube, 4 Jahren ist das wirklich mal passiert. Da ist eine krass hohe Spende reingekommen, ne? Takt Simpsonat oder Automat oder Simpson. Simpson. Ah, 2 Takt Simpson und AUT ist Österreich, ne? So, Sander, langsam. Und mach den Hänger runter. Heute ist aber auch mehr Grau-Grün-Mischung. Wir stehen halt voll auf Grün. Was wurde so teures verkauft? Wurde gerade was verkauft? Wer hat gerade was verkauft? In Deutschland nur 40 Tonnen. Ja. Ich bin blau, das glaube ich auch. Gameplax, was hast du verkauft? Das war ich, mein Trecker war verbuggt. Okay. Kein Problem, ist okay. Also hier ist wirklich echt was los, ne? Ich muss mal gucken, welche Musik ich anmache, weil da darf ich nicht. 280 Likes, Leute. Komm, 20 Likes noch, dann haben wir schon mal die 300. Bin mir aber sicher, das geht auf jeden Fall noch besser. Bringt mir die Jukebox zum Laufen hier. Kostenlos abonnieren. Macht am besten einfach mal eure Abos auf öffentlich. Dann werdet ihr auch im Livestream angezeigt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. What the fuck? Jedes Mal, wenn ich beitreten will, wenn jemand rausgeht, steht, dass das Spiel voll ist. Kirschner D. Konsole, oder? Kann das sein? Oh, ich darf kippen kommen. Das ist aber sehr nett hier. Ich darf kippen kommen. So, ihr seht selbst hier, Leute, ne? Der Traktor, der passt hier gut durch. Der Häcksler, die sind halt extrem knapp, ne? PC, ach so, dann dürftest du eigentlich gar keine Probleme haben. Ja, das Silo, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus hier, muss ich sagen. Ja gut, wir müssen hier auf jeden Fall mal mit dem Schieben nachkommen. Weil dadurch, dass hier halt so extrem viel los ist. Du kannst natürlich, Luke, du kannst dich schon mal ins andere Silo lassen. Sonst lass die Leute doch schon mal ins andere Silo kippen. Sonst kommen wir hier nicht bei. Du musst ja auch bedenken, die Häckslerfahrer stehen sonst, ne? Sonst lass doch gleich einfach mal 2, 3 reinfahren. Und dann sollen die einmal ins Zwischensilo. Das ist auch geil hier mit der Folie. Ach, die ist an dem Anbau fest. Ich dachte jetzt schon, die Folie hier wäre verbuggt, aber guckt mal. Die ist an dem Anbau tatsächlich fest. Achso, Jasmin, kein Problem. Ja, das ist natürlich geil gemacht. Ja, erste Silo schon fast voll in dieser wunderschönen selbstgebauten BGA hier. Ich hätte sie vielleicht was größer machen können, aber ganz ehrlich, wir haben da ja Platz genug. Hatte gestern das Safe-Game fast fertig, PC, denkt sich nur, nö. Ja, das ist echt ärgerlich, kann ich mir vorstellen. Aber der kippt auch langsam ab, ne? Das rutscht sehr lang. Boah, wie hoch der geht! Ja, Prost Mahlzeit. Fahr doch noch mehr Stempel aus. Das ist krass, oder? Das ist echt krass hier. So, ich muss mal kurz hier helfen. Ist mir egal, was er jetzt sagt hier. Lass mich einmal ganz kurz helfen. Ja, der ist auch schon wieder kaputt. Ja, das ist diese blöde Automatik mit Schaltung. Ich bin auch beim BGA 3 bauen. Ja, deswegen, also ich helfe Ihnen einmal ganz kurz.
Ich helfe Ihnen einmal nur ganz kurz, damit wir hier die Durchfahrt wieder klar bekommen. Sonst können die Leute hier einfach nicht durchfahren. Das ist dann ein kleines Problem. Deswegen, wir schieben einmal kurz hierbei, damit die Leute einfach wieder mal ordentlich hier durch können. Alles schon krass voll, also muss man wirklich sagen. Kein Problem. Bin ja noch ein bisschen live. Kommst einfach gleich wieder auf den Server. Gar kein Problem. Vor allem, ich finde, der sieht aus wie so eine kleine Biene Maya hier mit seinen runden Leuchten, ne? Der wirkt wie so eine kleine Biene Maya. Ja, da Julian, ich habe halt die Superhydraulik. Kennst du das? Die Superhydraulik. So. Nur mal gerade so ein bisschen beischieben. Ja, das Silo ist noch nicht voll. Uiuiuiuiui. Der ist ein bisschen empfindlich hier, ne? Hallo Splay Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ölpumpe mit 1000 Liter die Minute. Ja, so ungefähr. So ungefähr habe ich das, ja. Sieht eher nach Vilja als nach Maya aus. Ja, aber guck mal, wie so eine Biene. Jum. So. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier, Leute. Hier ist viel zu tun. Wir kommen halt auch nicht hinterher. Wir müssen einiges abfahren. Wir müssen einiges hier reinbringen. Wir haben ja schon den Baumeister Luke, aber wenn du halt alleine in der BGA bist, dann hast du echt was zu tun, ne? So. Ich drehe jetzt einmal raus. Fahre nochmal kurz zum Shop. Und hol mir dann einmal wieder meine Konfiguration, die ich eigentlich hier hatte. Luca, erstmal dann, wenn kein neuer mehr rein möchte. Zauberer, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Boah, das geht aber auch gut hier, ne? Guck mal, die Rundfahrt habe ich hier echt gut gebaut. Also, man kommt auf jeden Fall sehr gut raus. MB-Zock, ich komme. Die Joghurt getrunken. Ja, Eistee. Was geht ab? Oh mein Gott! Ja! Ja! Ja, geil! Alles gut, Luke. Ja, moin, Thomas! Für den Besten und seine Frau. Ja, wie war das? Ich kann rumschreien, ne? Und keinen Stürz hier, außer meine Nachbarn, aber die sind mir eigentlich gesagt, egal. Vielen Dank, Thomas! Für deinen Support, Leute, haut mal ein Herzensspam für Thomas raus. Oh, ich glaube, wir haben ein bisschen Stau. Sehr geil. Thomas, vielen Dank für deine Hilfe. Dankeschön für deinen Support. Mega geil von dir. Thomas, Wahnsinn, danke. Danke. Simon, und das wäre wer? Sehr geil, Thomas, es geht ab hier. Vielen Dank für deine Hilfe, vielen Dank für deinen Support. 59%. Das Ding ist bald voll, Leute. Und dann geht's ab zu Rolex, ne? Das hat aber Basti gesagt, das war ich nicht. Vielen Dank. An alle Kanalmitglieder, die neuen Emojis sind ja für euch auch zur Verfügung. Sehr geil. Ja, also der ist sehr langsam. Da muss man wirklich sagen, also da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Agrarben, Simon, wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man... Doch, du hast ja gefragt. Simon, Wildcard-Einlöser, die dürfen. Jan Gemmer, ich versuche dran zu denken, ja. So, ich fahre noch einmal kurz in den Shop. Wie gesagt, meine Konfiguration ist nicht mehr richtig. Ich muss hier einmal kurz schauen, was hier das Problem ist. Die Lackierung ist nämlich falsch. Lukas, ach, das war Lukas, ne? Aber war das Lukas mit dem Spender? Ja gut, dann der Lukas. Lukas, wo bist du? So, einmal kurz umkonfigurieren. Ich habe die falsche Edition hier.
Das geht doch so nicht. So, konfigurieren. Und zwar baue ich nämlich hier. So, und jetzt die mit Mietas. So, und hier noch den Teppich. So, den Teppich, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Getönte Scheiben haben wir aus. Das ist, das ist, das ist. So. 0 Euro, Gott sei Dank. So. So. Ja. So, jetzt sieht er richtig. Ach, guck mal. Schön. Jetzt ist er schön. So, jetzt sieht er schön aus hier. Mit Bände haben wir eine schöne Kombi. Bände an das Stützbein denken. So geil. Floxfan, ich denke mal so 20 Uhr, 21 Uhr. Schauen wir mal. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So muss das sein. So, welches Feld soll ich kommen? Hier, ne? Das richtige halt. Tyrus Mitas oder Mita Tyrus mit den Mitas Reifen dazu. Die Felgenlackierung, die Lüftungsgitter, vorne die Front. Also ein richtig geiles Teil. Hallo Marcel, herzlich willkommen. Ja, ne? Das jüngste Gericht. Bin so stolz auf mich. Aber ich bin kein Hund. Wie süß kann man sich bitte über einen Trecker freuen? Keine Ahnung, Schwurbel. Ich bin einfach so. Kommt in 19 und Wechsel, ja. So, ich fahre zu Feld Nummer 31 zu einem B-Zock Back. Oh, 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 Kenplax, Dead Kitty die Vorfahrt genommen. Gefährlich, gefährlich hier. Ganz schön was los hier. Dankeschön, Fendbauer Werde. Hat mich hier reingelassen. Sehr nett. So, einmal mit Warnblinker bedanken. Top, hab LS wieder anbekommen. Sehr gut. Hast du jetzt Malzbier und probier, wie ich es gesagt habe? Nee, ich mag kein Malzbier. Ich trinke kein Malzbier. Cut, cut, cut. Ne, Cat, ne? Ist so gar nicht mein Fall. Dead Kitty, Vorsicht. Oh. Wie fährt die? Heieieiei. Gefährlich hier. Gutes Innenleben. Ja. Guck mal da, vor allem da unten. Klaas, Limited Edition. Also der ist schon echt geil gemoddet, muss ich sagen. Ja, was mich halt an den Klaas Traktoren jedes Mal stört, ist hier diese Heckscheibe. Diese Streifen. Jetzt weiß ich nicht, ist das Heckscheibenheizung oder ist das einfach so? Ist das einfach so bei Klaas? Aber das ist wirklich etwas, was mich persönlich stört, ne? Na, was hältst du von Manu-System? Keine Ahnung, ich nutze es nicht. Weiß ich nicht. So, einmal rüber. Er hat ja einen Abfahrer angeschrien. Jetzt sind wir da. Freunde, immer noch 200 Zuschauer. Sehr geil. Hallo Landwirt Chris. Herzlich willkommen. Nennt mich einfach KitKat. Da muss ich aber umbenennen. PG KitKat. Ja, das wäre doch mal ein guter Name hier. Sehr zu empfehlen am 1. April. Ja, ja, ja. Heckscheibenheizung hat mein Auto im echt noch. Ja, aber die sieht man im Regelfall ja nicht, ne? Deswegen weiß ich halt nicht, wie das hier bei Klaas ist so. Joe Neu, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Also ob die wirklich hier, dass eine Heckscheibenheizung ist, die man hier sieht, oder ob das einfach so gebaut ist. Eine Frage beim Göwel-DC, wenn man Hexupress in die Ballen, gären die dann auch? Ja, aber nur gehäckseltes Gras und Mais und sowas, ne? Also du kannst jetzt nicht das Zuckerrübenschnitzel dazu machen, ne? Thomas, ich fahre barfuß. Ich fahre barfuß. Doch, diese echte Heckscheibenheizung. Achso, doch, du siehst so diese kleinen orangenen Heizkörperchen, ne? Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier ist. Ob das auch in Real Life so ist. Weiß ich halt nicht. So, wie sieht's aus hier? Der MB zockt back. Naja, wir sind da. Ich muss Rundumleuchten ausmachen. Was ich halt geil finde, ist hier vorne. Dann kannst du die Leute richtig ärgern. Geht eigentlich beim Fernlicht an? Oh, schade. Beim Fernlicht geht der leider nicht an. Hallo Joe Boy, herzlich willkommen. Ja, ich fahre ja schon. Da passiert eh nichts.
Wir fahren in Real Life Class, da sieht man die nicht. Echt nicht? Aber die sind ja auch bei dem Class Pack so. Also irgendwas scheint da ja falsch zu laufen. Wenn man jetzt sagt, man sieht die nicht, dann wird da ja eventuell irgendwas falsch konfiguriert oder... Ich weiß es halt nicht. Fährt Julian? Ne, Julian wartet. Okay. Denk mal, er ist voll, oder? Julian, bist du voll? Nee, der Julian ist doch gar nicht voll. Okay. Also wie gesagt, wenn die Heckscheibenheizung ja nicht dabei ist, dann sieht man sie ja sowieso nicht. Aber ich denke auch, das sind Heckscheibenheizungen, ne? Oder ist eine Heckscheibenheizung? Pinker JCB, ihr habt Geschmack. Ja, wir dachten halt an MWD, ne? Falls hier jemand anders noch mitspielen möchte, dass hier jeder eigentlich seinen Trecker der Wahl hat, ne? Welchen Kipper aus dem Standard würdest du empfehlen? Welchen Kipper? Also meinst du FS Gameplay, meinst du jetzt welchen Anhänger? Hier, Fliegel und sowas. ASW. Zauberer, der ist aus dem Mod Hub. Sein Class Sonderedition. Oder Limited Edition. Homie wechselst dann, wenn ich einen Wechsel machen? Simon. Das ist aber nicht nett. Leute, bitte hier, ne, alle, ne. Schreibt euch noch öfters Wechsel rein, dann dauert es noch länger. Leute, ich denke schon an den Wechsel, keine Sorge. Ich denke an den Wechsel. Alles gut, Leute. Wechsel kommt. Gleich. So, ich fahre, glaube ich, schon mal neben ihn, ne? Kenplax hat noch Platz genug. Immer frühzeitig neben den anderen Trecker fahren, damit der Häcksler in einem übergehen kann, ne? Hat er eigentlich auch hier auf das richtige Kennzeichen geachtet? Tatsächlich. Ich fahre die 55. Sag mal, hier. Mal auf mir hier reinzuknallen. FS Gameplay. Na, kann ich nicht, will ich nicht FS Gameplay. Müsste ich jetzt ins Menü hier gehen, also in den Shop. Guck doch einfach mal, was für Anhänger zum Standardspiel dabei sind. Es gibt, wie gesagt, den Fliegel ASW. Den gibt es standardmäßig nur einmal. Der ist ganz schön. Der hat auf jeden Fall genug Puffer. Kacke, Kenplax kann es besser als ich. Ja, er hat sich tatsächlich auch um die Traktoren gekümmert. Also als wir die Map vorbereitet haben, der MB-Zock immer gucken, dass du ein bisschen in die Ecken reinfährst. Ich habe die BGA gebaut und Kenplax hat sich um die Traktoren und so gekümmert. Es sind noch keine 55, erst 52. Nee, das ist so eine Reihenfolge gewesen. Der Pinke hat zum Beispiel die 69. Hallo Richard, grüß dich. Willkommen zurück. Genau, Zockbro, deswegen, ja. Also, er kann es auf jeden Fall besser, was die Kennzeichen angeht, ja. Nein, wir haben da ein paar schöne Kombis zusammengebaut. Ich habe halt im Mod-Hub hier dann diesen Hänger gefunden. Dann wurde mir gerade vor Streamshot oder bei Streamshot noch gesagt, ja, es gibt auch den passenden Traktor dazu. Das ist schon ganz cool. Nee, MB-Zock will nicht bis in die Ecken reinfahren. Er lässt die Ecken einfach stehen. Welche DLCs denn mit gar keine Hand ist? Heute alles kostenfreie Mods aus dem Mod-Hub. Ich mach's halt so, wie man im Echt rumfährt. Ja gut, aber wenn ich jetzt eine Firma leiten würde, würde ich mir auch immer ein Wunschkennzeichen holen und immer sowas Fortlaufendes. Ich finde, das Glühwein DLC lohnt sich. Ich auch, Robert, auf jeden Fall. Hallo Maximilian, grüße dich. Wie lange geht's heute? Weiß ich noch nicht. Und Splash haut das Abo raus. Dankeschön an Splash. Hallo Piggy David. Ja, Lukas, sehr gut. Bin kurz am. Das ist alles klar, Basti. Grüße an die Eltern. Dankeschön schon mal fürs Zuschauen. Bis gleich. Bei einem Lohnunternehmen anfangen will, haben sie einen Klassenwechsel. Sehr geil, Markus. Starlife Net Oscar. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Norman Ganz. Also, ich sehe gerade sogar, Thomas hat sogar die Kosten für die Donation übernommen. Dankeschön, Thomas, auch noch für die Kostenübernahme. Sehr geil von dir. So, Vorgewende ist durch. Das bedeutet jetzt. Na, hier Schneidwerk zwischen Trecker und Anhänger und dann passt das. In echt ist das ja Wunschkennzeichen. OH ist halt normal vor. Ach so, das meinst du. Ja, gut, das stimmt wohl. Die Kennzeichen sind ja der Ortschaft vorgegeben. Also, wenn du jetzt in Hamburg wohnst, hast du HH. Ist richtig. Wenn du in Berlin wohnst, hast du, glaube ich, B. Okay, das stimmt wohl. Also hätten wir eigentlich OH und dann PG. Ja, ich gebe dir recht, Zockerbrot. Ich gebe dir recht. Das ist auch eine echt... Ach geil, jetzt hat er den auch in grün gemacht. Warum hast du das gemacht? Heidewitz, der sieht aber komisch aus, wenn du so einen blauen Anhänger hast. Ist das mein Grün?
Zack, perfekte Übernahme. Ich bin weg. Tschüss. Hanse, na, hä? Haha, ist Hansestadt Hamburg. Ist Berlin auch Hansestadt Berlin? Splash, danke schön dafür auf jeden Fall. Sehr geil von dir. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. So, wo war jetzt die Feldausfahrt? Muss ich kurz gucken. Johannes, moin, grüße dich, schön, dass du da bist. Manchmal kommt man halt durch dieses Rumfahren durcheinander, wo man sich jetzt genau befindet. Aber ich glaube, ich bin gerade dran vorbeigefahren. Nein, Berlin ist B, HB ist Bremen. HB, HB. Genau, und HH ist Hansestadt Hamburg und H ist Hannover, ne? HB ist Hansestadt Bremen. Ah, seht ihr? Boah, da habe ich hier für schlaue Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit den Kennzeichen. Ich bin also echt nicht so. Nee. Na, und HH, Hansestadt Hamburg. Das weiß ich halt. Und ich verwechsel manchmal das H mit das HH-Kennzeichen. So, einmal im Kreis gefahren. Urban, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Einmal im Kreis gefahren, weil Feldausfahrt nicht gefunden. Läuft bei mir, würde ich sagen. So kann man ein bisschen Sprit verballern und gleich auf jeden Fall tanken müssen. Ich bin zwar gespannt, wie viel wieder in der BGA los ist, ob wir direkt rein können. Schauen wir mal. Da ist sie. Okay, die ist aber auch wirklich versteckt hier, ne? Oh! Jetzt, oh doch, Elschewitz macht mir Platz. Das passt. Ich will nur nicht in den Graben reinfahren. Ja, das passt. Wir fahren nur bitte nicht da in den Seitengraben rein. Perfekt. So! BB ist Böbling. Gibt's, war nicht BB irgendwie Baden-Baden? Oder ist das gerade Wunschdenken? Was ist denn hier los? Ach, da ist ja noch ein Feld. Auch sehr geil. Wie lange streamst du halt, Philipp? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, Freunde, er speichert. Wir machen den nächsten Wechsel hier für euch. Let's go. So, die sind gerade erst reingekommen, deswegen dürften die noch ein bisschen bleiben. Wieder zurück zur BGA, zweite Tour. Hallo Dorothee, ich war gerade essen, kann ich gleich nochmal mitspielen. Im Laufe des Streams vielleicht, ja? Ja, kauf bitte was, Luke. Wir haben nichts mehr. Musst du tatsächlich kaufen. So, nächste Tour, Leute. Ihr dürft gerne den Server joinen. Wir machen den nächsten Wechsel. Dr. Schmidi kommt. Sehr schön. Der Dr. Schmidi kommt zocken. Wir sind wieder 200 Zuschauer. Knapp 300 Daumen sind drin. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Baden-Baden ist BAD. Ah. Mir tun die Leute leid, die auf dem Kennzeichen 3 Buchstaben allein für die Ortschaft haben. Die haben so riesen Kennzeichen dann. Aber nicht hupen, fahren. Gibt es morgen auch einen Livestream? Landwirt Chris weiß ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Morgen ist ja Sonntag. Kann auch sein, dass ich sage, morgen der Sonntag wird komplett genossen. Weiß ich noch nicht. Hallo Erika, grüß dich. Was soll ich machen, Schottenhof? Was sollst du machen, um was zu tun? Johannes, denk mal, Server ist wieder voll. Wir machen aber gleich wieder den nächsten Wechsel. Dankeschön für 300 Daumen. Ich freue mich schon auf die Autogrammkarte. Ja, auf jeden Fall. Nein, Zockerbro, besser nicht. Wer weiß, was du sonst wieder alles kaufst. Ist ja eh regelmäßige Wechsel heute. Ne, plus 4 Wildcard-Einlöser. Heute zumindest mal. Es waren, glaube ich, insgesamt wären es 10 gewesen. Aber ich habe halt den letzten 5 sagen müssen, geht erstmal nicht. Weil wenn dann 10 Leute hier drauf mitspielen, können nur 6 joinen. Das ist zu wenig. Einer ist noch frei. Ja, wenn noch einer frei ist, jetzt wissen wir ungefähr, wo du wohnst in YouTube. Town laut deinem S-Kennzeichen. In YouTube Town. Ey, das ist geil. YT. Ja. YouTube Town. Ja. Geil. Stimmt. Also vorne die LED-Blitzer sind schon geil, ne? Der downloadet mir immer die gleichen Mods und Join geht nicht mal. Fehlen dir vielleicht noch Updates oder so? Weil Modladen ist ja eigentlich über den Mod-Hub alles möglich, ne? War beim Göber Bilweb damit dabei, wie konnte ich Autogramm der Kings Relation bei mir melden mit YouTube-Namen. So, oh, ich stelle mich am besten mal hier so ein bisschen an den Rand. Sonst kommen die da gleich wieder nicht rum.
Dann krieg ich nämlich hier Oha. Ey! Mach kaputt! Fahr mal ein bisschen vor, Kenplax, damit die hier rumkommen. Ich blockiere ein bisschen die Einfahrt. Dankeschön. Wir müssen uns hier ein bisschen zusammenquetschen. So. Ja, jetzt ist die Ausfahrt frei. So, was hier los ist. John die LS-Zocker, herzlich willkommen. Kannst du mal den Zaun bei mir wegmachen? Nein. Warum fährst du auf den Zaun? John die LS-Zocker, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So. Ist ja eigentlich jetzt der erste Bunker schon voll? Guck, jetzt konnte ich mich so hinstellen, dass der Dr. Schmidt jetzt auf jeden Fall rumkommt. Das passt. Da dürfte jetzt eigentlich rumkommen, ne? Die Scheibentönung, ich finde sie auch sehr ablenkend. Die Scheibentönung zumindest. Wenn du viel in der Innenansicht fährst. Für euch jetzt eigentlich gar kein Problem. Aber für mich ist es doof, weil ich bin ja auf YouTube live und dann sieht man ja fast gar nichts, ne? Okay, das stimmt. Also, Cat, wenn ein Ausrufezeichen da ist, dann fehlen dir Mods. Wäre der Fliegel noch schwarz? Wäre der Fliegel... Achso, der da. Ja. Ja. Ich weiß nicht, gibt es im Shop? Ne, ich glaube, der Fliegel ist da nicht konfigurierbar, ne? Dann kann ich ja mal kurz hier... Der ist Standard, da geht sowieso nichts. Den kannst du auch... Ich meine aber, es gibt auch einen Fliegel. Hier, warum hast du nicht den genommen? Mein Kenplatz, du hast doch die Map doch vorbereitet. Man hätte sogar die Nummer größer nehmen können. Hier. Na, mit 38,5 Kubik. Hauptfarbe schwarz. Na, dann kannst du auch noch das Design hier schwarz machen. Na, ballern wir hier noch ein paar weiße Warnstreifen auf. Passt zum Rest des Aufbaus. Ja, wäre gegangen, ne? Landwirt-Zockerfahrer, herzlich willkommen. Gibt sogar mit drei Achsen. Sogar noch mit drei Achsen. Hab kein Geld, kein Plax, wir sind arm. Tut mir leid. Da musst du mal einen Thomas fragen. Aber ich bin jetzt leider pleite. Ich habe kein Geld mehr hier. So, das klappt doch schon mal sehr gut hier, Leute. Schottenhof doch, jeder hat einen Traktor. Oder es ist ein Häcksler frei. Guck mal, so viel ist hier gar nicht in der BGA los, muss ich sagen. Also es geht. Guck mal, Agraben ist jetzt gerade angekommen. Das geht eigentlich noch, ne? Achso, denkt an übrigens die Häckslerfahrer, wenn euer Siliermitteltank leer ist, am Shop steht neues Siliermittel, ne? Cat, wenn du die Downloads... Nein, wenn du die Mods... Was macht der hier? Der will bestimmt mal putzen, ne? Oder tanken. Wenn du die Mods heruntergeladen hast, Cat, dann musst du dein Spiel neu starten. Das ist ein typisches Mod-Hub-Problem. Einmal Mods laden, Spiel neu starten und dann sind die da. Der denkt halt, wenn du das Spiel nicht neu startest und du gehst aus dem Mod-Hub raus, dass sie angeblich wieder weg sind. Bei wie viel Abos? Phase Refill. Philipp, was meinst du? Naja, der MB-Zock, der ist einmal am Tanken. Wie gesagt, wenn du Siliermittel brauchst, dann kannst du noch zusätzlich zum Shop fahren. Soll ich jetzt da reinfahren? Ach, guck mal, die sind schon hier vorne am Häckseln. Auch geil. Hat der jetzt gesagt, ich soll reinkommen? Ich muss mal kämpfen, anstatt dass der mir die Kiste umbaut. Welche? Welche? Face Reveal, ach so, Facecam, niemals. Leute, tut mir leid, ich werde keine Facecam anmachen. Egal wie groß ich auf YouTube werde, egal was bei YouTube noch passiert, egal. Das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, Basti, für wegen Geld. Egal wie viel man mir spenden würde, es gibt bei mir keine Facecam. Also ich kann das einfach nicht, ich will das nicht. Ja klar, Raphael, jeder darf mitspielen.
So, der kippt jetzt erstmal. Das dauert ein bisschen. Habe ich euch schon gesagt, wie schön der Traktor ist? Ich wollte es nur nochmal sagen. Er ist nach wie vor sehr schön. Aber 100 Euro für mich, ne? Nicht für dich. Für mich, ne? Ach, Moment. Habe ich jetzt den Kornschieber aktiviert? Oh, der kippt über den Kornschieber. Einen Moment. Ich mache erstmal kurz die Abdeckung auf. Ich kipp gerade über einen Kornschieber. Kein Wunder, dass das Ding so lange dauert. Das war jetzt also extrem langsam. So. Das geht jetzt ein bisschen schneller, ne? Ich glaube, ich hätte noch 10 Minuten hier gestanden. Weißt du, wie man bei Tastatur... Weißt du, wie man auf einer Tastatur schaltet beim Trecker? Johannes, stell es dir ein. Geh in die Einstellungen. Hier unten, guck mal, das ist eine Tastatur, ein Tastatursymbol. Und da kannst du dann ja gucken. Hier bei Fahrzeug. Ist das bei Fahrzeug? Nee. Fahrzeugarbeit, Frontlader, platzierbare Spiel. Hier, Gangschaltung. Guck mal, da kannst du das einstellen. Okay, keine Aggression haben, alles gut. Alles gut. Das dauert ein bisschen hier. Hier, Kenplugs, machen wir direkt bei mir auch noch sauber, ne? Komm, wofür bezahle ich dich hier eigentlich? Hilfe, bin vom Silo gefallen. Was? Moin, moin, Winston. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für über 300 Likes, Leute. Ihr seid die Besten. Und Dankeschön. 653 Abos sind auch drin. Haben wir heute schon an die 20 Abos, glaube ich, knapp gemacht, ne? Und der Stream ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind jetzt live seit 2 Stunden und 17 Minuten. Also da geht noch ein bisschen was. Ich wollte eigentlich erst hier einen Durchgang bauen für die BGA. Das hat aber nicht funktioniert. Hier liegt immer noch... Warum liegt hier ein Gewicht? Ist das irgendwie eine Absperrung oder warum liegt das da? Kann ich mir einen zweiten Trecker holen, der... der wendiger ist zum Verdichten? Ja. Weiß ich noch nicht, Ben. Hab ja gesagt, ein bisschen geht's noch. Ist das bei dir auch so, sobald man ein Lenkrad hat, spielt man nur noch mit dem, das auf der Tastatur ist, dann voll ungewohnt? Ja, also bei mir sowieso Landwirtzocker, Entschuldigung. Bei mir sowieso, ich habe noch nie mit Tastatur gespielt. Ich habe früher mit Controller gespielt. Und ich finde es total komisch, jetzt mit Controller zu spielen. Allein schon wegen dem Umgucken hier, ne? Hast du einen Lieblings-Zuschauer? Ja, der nennt sich Pijoko. Ist ganz cool, kann man kostenfrei abonnieren. Da kann man auch gerne eine Mitgliedschaft dalassen. Dann kriegt man noch ein paar Vorteile. Und ansonsten, ja, das ist eigentlich ganz gut. Ey, Thomas, ich find's krass. 59%. Das Ding ist wirklich fast voll, ne? Lost Ellie, nächster Wechsel ist zwischen... Ah, ne, nächster Wechsel ist... ist jetzt. Ich muss mal kurz gucken. Ein paar waren ja schon drauf. Hier. So. Jain Manu, grüße dich. Sehr gut. Luke, weißt du, warum das da lag? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen zu viel rausgeschmissen, weil wir versuchen ja immer so halbe Stunde Wechsel zu machen, ne? So, Zockerbro ist schon wieder am Shop, der gibt bestimmt wieder Geld aus. Ja. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, Zockerbro. Ich muss mal kurz was... Bist du schon wieder am Umbauen? Ah, ne, kannst du ja nicht, hast ja keinen Farmmanager, ne? Was bist du hier wieder am Machen? Nee, nee, den lässt du mal schön so. Ist schon gut, dass ich dir das nicht gegeben habe. Du hättest schon wieder alles umgebaut. Lass das mal schön so. Wir haben uns da so viel Mühe gegeben. Lass das mal schön so. Kenny Pijoka auch ist eine richtig coole Socke, den man leicht sprachlos machen kann. Was? Warum? War das Gewicht von Axeln, den du am Anfang verkauft hast? Ah, okay. Ja, ja, ich fahr schon, ich fahr schon. Die Scheibentönung, ja gut, komm, die kann ich ja wegmachen. Warte. Sag das doch, dass es dir um die Scheibentönung geht.
Ah, komm, und jetzt kommen schon die Reifen dazu. Erst ist es die Scheibentönung, dann die Reifen. Und gleich ist es der ganze Traktor. BKT-Reifen hat er da drauf gezogen. Ich würde sagen, wir machen... Wenn man Mieters. Oder wenn man Michelin und dann als Breitreifen. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. So machen wir das. Bitteschön. Wenn pink, dann ganz pink, ne? Wie kann man Giants-Partner werden? Mike über ein Punktesystem. Hatte es für den neuen liegen lassen, aber der fauler Sack hat sein neues gekauft. Was hab ich? Weiß ich nichts von. Ja, komme. Komme. Hallo. Entschuldigung. Ich fahr ja schon. Ich fahr ja schon. Hui. Hallo. Hui. Hui. Achso, ich sollte mal vielleicht weiterfahren. Ne? Hui. Alexander, alles klar. Dankeschön für die Info. Hui. Okay. Drehwurm. So, wo muss ich denn mal hinfahren? Vor mir steht... Leute, da ist ein Häcksler frei. Warum ist da ein Häcksler frei? Leute, hier steht ein Häcksler am Feldrand, der nicht genutzt wird. Warum steht ein Häcksler am Feldrand, der nicht genutzt wird? Da kann ja irgendwas nicht stimmen, oder? Ist noch Platz auf dem Server? Hier steht ein Häcksler, der nicht bedient wird. Das darf doch gar nicht so sein. Warum steht da ein Häcksler ohne Fahrer? Das finde ich jetzt aber alles andere als gut hier. Da ist noch einer auf dem Server, der ist... Ja, jetzt ist er dem Server beigetreten. Sehr gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Herr Fußgänger, wo möchten Sie hin? Ach, Sie drehen einfach nur. Das ist auch gut. Die läuft auf und ab. Die macht Sport. Ich join und dann ist das Spiel voll. Ja, wir werden ja gleich wieder durchwechseln. Das waren jetzt gerade nur 3 Spieler, glaube ich. Gleich ist schon wieder der nächste größere Wechsel. Ich bin halt jetzt so ein bisschen im Takt rausgekommen, weil manche noch nachjoinen. Wenn die dann 10 Minuten drauf sind, kann ich die natürlich nicht mit den anderen rausschmeißen. Das wäre ja dann unfair gegenüber den anderen. Deswegen muss ich da immer ein bisschen gucken. So, der Häcksler ist jetzt unterwegs. Der Fahrer ist in dem Büschen Pinkelpause. Ach so, gehen wir Pipi machen. Na toll. So, wir könnten also hier vorne... Guck mal, wir machen mal das Feld hier fertig. Hier wurde anscheinend angefangen, aber nicht beendet. Vorsichtig hier mit dem Baum. So. Können wir mal hier weitermachen, so rundum leuchten aus. Hallo Ben, willkommen zurück. Hier wurde anscheinend schon angefangen. Ah, ich glaube, dann ist der mit dem Johnny auf den Hof gefahren, um zu tanken. Und um sich wahrscheinlich Bonsilage zu holen. Okay, dann hoffe ich mal, dass der... Guck mal hier, das Team ist vollständig. Pijoko, Camplex und Soccerbro. So muss das sein hier. Und Niklas als Häckslerfahrer. Jetzt kann er sich mal beweisen. Zack, Anhänger schon wieder kaputt. Hallo Toasty, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Oh, oh, vorsichtig. Ja, genau, Niklas, du hast ein sehr breites Schneidwerk. 9 Meter hast du, ne? Philipp, ich... Aua! Ich spiele sehr gerne mit John Deere und Klaas. Der vierte was ist in der BGA? Na, das sind so meine Lieblingsmann. John Deere und Klaas. Bei John Deere ist es der 7R, bei Klaas ist es der Axion, so wie ich ihn jetzt hier auch fahre. Und ich kann dir schon sagen, das hier ist auf jeden Fall mein neuer Lieblingstraktor, weil ich finde die Lackierung einfach nur mega geil. Und dann mit der Aufschrift, welchen Reifenhersteller du eventuell nutzt und hinten den Klaas Krampe. Das ist schon echt schön gemacht, muss ich sagen. So, der Häckslerfahrer gibt den Takt an. Ich denke aber mal, dass er hier seine Bahnen fahren wird. Ja. Sieht gut aus. Wir haben übrigens einen Zaun mit Kollision. Das ist das Schöne an dieser Map, ne? Wir haben ja Maps, da ist zwar ein Zaun platziert, du hast aber keine Kollision. Wie zum Beispiel auf der Erlengrad. Da kannst du ja durch die Zäune durchfahren. Das finde ich persönlich einfach sehr schade, weil das macht einfach keinen Spaß, ne? Der sieht Hammer aus, der Klaas. Ja, ne? Und vor allem ist halt schön, zeige ich dir gleich nochmal beim Bände, Thomas. Du kannst ja Michelin-Design machen, ne? Wie der Anhänger von Michelin. Du kannst hier Klaas Design, du kannst Standard, du kannst Black Beauty, Mann. Da ist richtig was möglich. Jai Manuel, nächste Wechsel zwischen 1/2 und 1/4. Ein 6R ist auch geil, Mike. Ja, auf jeden Fall. Ne, das ist auch ein Anhänger, wo der Trigger ordentlich funktioniert. Was hast du gemacht? Wer hat hier schon wieder Geld ausgegeben? Das ist schon echt geil.
Ja, klar, Seppel. Bis gleich. Guten Hunger wünsche ich dir. Ne, die LED-Leuchten vorne sind ja, also es sind LED-Blitzer vorne. LED-Rundumleuchten oben drauf. Am Anhänger ist ein LED-Rundumleuchten. Und hier habe ich sogar noch Frontblitzer. Und das ist schon echt geil. John D. 6er. Ja, ist auf jeden Fall auch was Schönes. Achso. Alu, ja, wegen dem Verdichten. Okay, wo hast du das Geld her? Guck da, Benne kommt mal kurz zu mir gefahren. Das ist nämlich die andere Variante. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum der auch die Glasfarbe in den Reifen hat, aber das ist halt der, das ist die Michelin Edition. Ja, Entschuldigung, Niklas. Das ist die, wir haben da den Michelin-Anhänger, auch von Krampe. Und hat halt die Michelin-Lackierung. Ist auch echt geil. Einen wunderschönen guten Abend. Zockerjunge. Kann es sein, dass du schon lange auf meinem Kanal bist, aber lange nicht mehr da warst? Zockerjunge. Sag mir irgendwie was. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nein, ist er nicht, Zockerbro. Er ist einfach nur zu mir gekommen, damit wir den Klaas mal zeigen können. Mann, oh Mann. Ich habe mal Kredit genommen. Hoffe, es ist in Ordnung. Ja, solange es mir zurückzahlst. Landwirtzockerfahrer weiß ich nicht. Kommt halt darauf an, was du machen willst. Ich kann dir ja keine Grafikkarte empfehlen, ohne dass ich weiß, was du überhaupt brauchst. LS, da reicht eine 1060. Wenn du jetzt sagst, ich will auch GTA spielen, dann solltest du schon eher die 20er oder sogar 30er nehmen. Ne? Hi Dirk, guten Abend. Schön, dass du da bist. So, ich würde sagen, ich bin voll. Der 1%. Ah, ja, guck mal. Voll, perfekt. Der hat das BKT-Design. Genau, Julian. Darf ich rausfahren? Nee, da kommt... Das ist immer so geil. Du drehst immer so deinen Kopf mit, weil du dann denkst, du kannst weiter nach vorne gucken, ne? Dem ist aber leider nicht so. Josa war eine sehr lange Zeit weg durch Schule und hatte viel Arbeit zu Hause. War das letzte Mal im Sommer 22 da? Boah, doch schon so lang. MB-Zock hinten ist auch noch eine Einfahrt. Okay, also... Landwirtzockerfahrer. Ich sag das immer so, wenn du ein... Also wer günstig kauft, kauft zweimal, sagt man ja immer. Wenn du jetzt wirklich mal Ruhe haben willst und du hast das natürlich Kleingeld, 30er. Wenn du aber sagst, boah, ist mir zu teuer, ich habe zum Beispiel eine 2070 Super. Und damit bin ich sehr zufrieden. Floxfan, mach's gut. Philipp, kannst du mal die Lawson-Map spielen? Die kenne ich auch nicht. Ist die gut? Kann man da was machen? Kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine Map jetzt ist. Büsche, Zäune, groß, klein, mit Kollision. Ja, Julian, genau, mit Head-Tracking wäre das möglich. Mit Headtracking könnte ich sogar unter dem Bildschirm durchgucken, ne? Weil der hängt ja gleich, der hängt ja genau auf der Höhe, wo man eigentlich nach rechts guckt, um zu schauen, ob die Straße frei ist, ne? Naja, ich gebe ja schon Gas. Ich brauche halt ein bisschen. So. Aber Headtracking ist auch doof, ne? Ich habe ja schon ein Headset auf, dann setze ich mal noch Headtracking auf. Vor allem, das muss ja auch irgendwie befestigt werden, ne? Musst du dann eine Cappy anziehen oder so. Oder ich glaube, es gibt sogar welche, da kannst du die aufs Headset montieren. Ja, aber ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Hallo Klaus, moin, der Wechsel so zwischen 7:30 und 7:45. Gibt aber auch die Möglichkeiten, je öfters man das schreibt, desto länger dauert halt auch manchmal so ein Wechsel. Lukas, erstmal die noch nicht mitgespielt haben, ist doch wohl normal. Wir sollten doch hier jedem mal die Chance geben, mitzuzocken. Ja, wir wollen hier keinen benachteiligen, die auch unbedingt mal mitmachen wollen. Wir sind noch ein bisschen live, wir haben jetzt 2,5 Stunden live. Hallo Dominik, moin. Ich denke mal, so eine Stunde kriegen wir noch mindestens hin. Kenplax, kein Problem, stell dich irgendwo an Seite. Schmeiß dich ja nicht raus, hast ja die Wildcard eingelöst. Ist schon okay. Es gibt auch welche, die keine sekundäres Teil im Kopf brauchen, um die Bewegung zu tracken. Okay. Keine Ahnung, aber ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Ja, kann halt leider den LS22 nicht zocken, da meine Grafikkarte zu schwach ist und ich halt kein Geld habe, dass ich alles an Projekte stecke. Habe jetzt in Real Life viel mit der Landwirtschaft zu tun. Sehr geil. So, ja, Tim, gerade ist Server voll. Bin kurz weg, essen. Alles klar, Werde, mach das. Darf ich meine auch noch einlösen? Deine was? Wildcard habe ich erklärt, erst im nächsten Stream. So, ich bin mal wieder einer, der jetzt hier die Einfahrt blockiert. Ja, okay. Hier übrigens vor uns der Alucargo. Auch ein neuer Anhänger, ne? Also ist auch ganz frisch im Mod-Hub.
Ich weiß ja nicht, warum der Alu Cargo heißt. Besteht der aus Aluminium extra leicht oder wie muss ich das verstehen? Der sieht schön aus, ne? Vor allem, guck mal, den kann man schön überladen. Ich habe halt eine schöne Abdeckung drauf. So, ich glaube, ich muss mal Platz machen. Maximilian kommt nämlich sonst nicht hier raus. Reicht das? Ja, ne? Maxi ist ein guter Fahrer. Hat ja auch einen Drehschimmel. Dementsprechend auch einen kleinen Wendekreis. Boing. Warte mal. Was macht der Hansi da? Hör auf zu hupen. Du bist dem doch reingefahren. Matti ohne DLCs. Nein, ohne. Komm in etwa einer halben Stunde wieder. Lukas, mach das. Kein Problem. Bis gleich. Ich finde es gut und esse dabei. Sehr gut. Ihr seid schon wieder alle vom Essen am Reden und ich habe echt Hunger. Ich habe aber jetzt auch nichts, was ich mir schnell mal auf die Hand nehmen kann. Und ich weiß ehrlich gesagt, wie gesagt, noch gar nicht, was ich essen soll. Ich glaube, ich fahre gleich irgendwo was essen. Die Hupe bin ich. Wo bist du denn? Du bist hier doch gar nicht. Du bist doch da hinten. Das höre ich doch gar nicht. Das ist eine Alumulde, deswegen sage ich ja, ne? Extra leichtes Aluminium, ne? Hansi, du musst warten. Ah. Sie kriegen es nicht gebacken. Bei uns gibt es heute Flammkuchen. Wie gut, dass ich den absolut nicht mag. Bremsspur, moin, grüße dich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, Hansi ist auch jetzt einfach reingefahren. Ah ja. Ich warte mal hier draußen. Wie gesagt, wir haben halt nur eine Ein- und Ausfahrt, ne? Ich fand's halt einfach... Oh, Brötchen mit Fleisch. Boah, so ein leckeres Handwerkerbrötchen. Kennst du Backen oder Bacon Rolls? So geil, bei den normalen liebe ich Sour Cream und bei den Bacon Rolls von Tuck ist mein Lieblingsset eben auch Knoblauch. Bacon Rolls. Also, Bacon ist ja Schinken. Schinkenrollen. Der komplette Aufbau steht aus Aluminium. Ach, geil. Also wirklich Leichtbau, ne? Also, je leichter der Anhänger, desto mehr Ladegewicht, ne? Ja, das ist natürlich geil. Der komplette Aufbau. Cool. So, wen haben wir da? Oh, Schmidi! Hallo Wolfgamer, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. So, ich lasse jetzt beide erstmal rausfahren. Das ist Junior und da vorne kommt Hansi. Genau, Junior, schön rechts rum. Das geht auf jeden Fall. Ja, die meisten Anhänger haben ja hinten auch eine Lenkachse, deswegen geht das, ne? Markus, gleich ist der nächste Wechsel. Dann darfst du gerne joinen, wenn du möchtest. Vorteil für euch, je weniger natürlich im Chat los ist, desto eher habt ihr die Chance, hier auf den Server zu kommen. Es ist halt einfach so, wenn man natürlich so 300 Leute sind, dann ist es sehr schwierig, auf den Server zu kommen, weil sehr viele Leute mitspielen wollen, obwohl ich... Entschuldigung. Obwohl ich regelmäßige Wechsel mache, ne? So... Bei den normalen steht 7 Days drauf und bei dem Tuck ist so eine Tüte, die kann man so geil zum Zocken nehmen. Ah, geil, okay. Probier seit fast 2 Stunden beizutreten. Kirschnadi, das tut mir so leid. Das tut mir echt so leid. Bremsschuh im Burger geht da noch schnell essen. Oh, auf den Burger hätte ich jetzt auch Bock. Au, oh, Luke, schöner Verdichter. Aua! Ah, das ist ja echt eher. Warum ist sie so laut? Warum ist die Hupe bei dem so laut? Das ist aber krass hier, ey. So, Lenkachse ist so schön, Leute. Da kann ich so schön hier rumlenken. Und komme genau an die Stelle, wo Luke es gerne hinhaben möchte. Wunderbar, ne? Ja, geil. Guck mal, haben wir fast 2 Silos voll. Wir haben jetzt hier... Das sind gerade mal... Ach so, 40.000 Liter in der einen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch keine 40.000 Liter.
Das sind 40.000 Liter in der einen Box. Das sind ja so einzelne Platten. Klar. Bin bei der Hupe selbst aus dem Stuhl gefallen. Die ist echt krass, ja. Jo, Michael, was geht? Moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Kipp mit links. Wie, kipp mit links? Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, der hat auch Linkskipper? Der hat doch... Kann man da auch mit auch links kippen? Nee. Ich soll nur kurz mal gucken. Guck mal, hier vorne sind sie schon dran. Ja, Fendbauer eventuell. Aber da musst du erstmal den Leuten die Zeit geben, dass sie selber mal joinen dürfen. Für die, die halt noch nicht mitgespielt haben. Hat der auch einen Seiten... Ich sehe da hinten, die Klappe kann man... Nee. Kann man auch seitwärts kippen? Links? Ah, es geht nach links. Ach, da, jetzt sehe ich's. Ey, ja geil. Das ist ja voll cool. Das ist ein geiler Hänger. Der ist geil. Also das ist, glaube ich, meine neue Lieblingskombi. Boah, da muss ja aber ganz schön Hydraulik-Power haben, ne? Ja, links ist auch mehr Fläche, ne? Zorro, deswegen wahrscheinlich ja natürlich auch schneller. Hinten die Klappe ist kürzer wie die seitliche Klappe. Sehr geil, Cat. Ich muss mir die mal angucken. Aber Bacon, ich bin nicht so der Bacon-Fan, ne? Das ist der 10.5 vom Schnibbel-Modding. Schnibbel? Okay. Der ist echt krass. Fahr gleich mal die weiße Kombi. Aber wieso? Ich mag meine. Ich mag meine Kombi, die ich hier habe. Ich hole mir erstmal Chips. Können wir jetzt bitte aufhören, von Essen zu reden? Das ist echt gemein, Leute. Ich habe echt einen Mordshunger und ich freue mich auch schon gleich aufs Abendessen. Ich weiß aber echt noch nicht, was ich mir machen soll. Ich könnte natürlich auch die Heißluftfritteuse anschmeißen und mir ein paar Pommes machen oder so. Ja, Cheng, hier, Kreuzung freihalten. Wie war das nochmal? Ich habe Windows, was ist das hier? 10, ne? Windows 11 ist das Neueste, ne? Ja, der hat's nicht so... Ja, jetzt hängen wir. Der hat's nicht so mit Kreuzung freihalten, ne? Kreuzungen müssen freigehalten werden. Das ist genauso wie Kranplätze müssen verdichtet sein. Nein, ist kein Bacon. Gib mal einfach ein Bacon Rolls. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich weiß, kein Handy am Steuer, aber ich darf das. Aber nicht in Real Life, Leute. Macht das nur hier. Bacon. Bacon Toast. Nee. Bacon Roll. So. Ja, aber das, hä? Ja, Bacon ist das Schinken. Ach, Moment, die gibt es doch auch so in so Kaufläden, ne? Da, wo man so sich Frühstück kaufen kann. Trecker für ein Dorfkind, das ist die Ostseeküste aus dem Mod-Hub. Anzeige ist raus, ja. Lukas bezahlt. Soll ich das Silo zudecken, wenn es voll ist? Also wenn es, aber wirklich erst, wenn es wirklich voll ist. Schade, dass man seinen Führerschein nicht im LS verlieren kann. Ja, danke schön. Ihr gönnt's mir wieder, ne? So, ach so, hier ist gar keiner. Ich dachte, die wären hier irgendwo am Häckseln, deswegen bin ich jetzt hier lang gefahren, weil einer kam ja von hier. Aber die sind ja da oben. Ja gut, dann muss ich jetzt, ja. Die meisten sind halt gerade in der BGA. Ihr seht da, 5 Leute warten vor der BGA. Da ist richtig Stau. Ja gut, dann muss ich jetzt halt mein Ründchen fahren. Aber das ist kein Problem. Wenigstens bin ich hier auf einer Straße, wo nichts los ist, ne? Baconbrot packen. Achso, ich soll das mit Packung eigentlich. Ich muss fahren, sonst verliere ich meinen Führerschein. Hallo Driver! Nee, war doch von Holland, von den Niederlands. Driver, da war doch von Niederlands, ne? Gleich ist meine Maus wieder fettig wie Kacke. Ja, das ist ja normal, wenn man Chips isst, ne? Chips essen gleich zocken, das ist nie gut. Ist frei, ist frei, ist frei. Okay. So. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Wo sind sie denn? 46. Und da scheint ja auch einer rumzustehen. Als Abfahrer und nicht beim Häcksler da. Ich bin gleich da. Achso, ich muss gleich irgendwann links, ne?
Oben kurz vor der Kurve. Das sind so tolle Engländer-Teile, oder wo die hier sind. Okay, kannst du mir bitte von deiner Kombi verraten? Christopher, das ist ein Class Axion 800 Limited Edition sowie ein Krampe, also ein Class Krampe Limited Edition. Das ist halt die Kombi, die gibt's im Mod-Tab. Hab eine Frage, du hast G29, ist die ganze Zeit fest und UTH-App hilft auch nicht. Kannst du mir dort helfen? Zentrierfeder vielleicht am Arsch? Ansonsten mal vom Strom nehmen und wieder ankoppeln. So. Habt noch einen schönen 1. April, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Wolfgang. Achso, Thomas, ziehst du deine Spende eigentlich zurück? Das ist April-Scherz, ne? Ach, der Kenplax ist ja essen gegangen. Stimmt, hat er ja gesagt. Ich bin heute vor ein paar Tagen mit meiner Frau in Niedersachsen. Ach, you are in Germany. Okay. Nice. Ah, er ist ja wirklich in Niedersachsen mit seiner Frau. Achso. Yeah, nice one. Welcome to the stream. So. Was geht ab? Ja, moin Daniel, du bist doch der absolute Knaller. Ah! Mann! 62%, meine lieben Freunde. So hoppelt der Hase hier. So, warum ist der Hexer nicht besetzt? Entschuldigung, Dr. Copperow. Danke, schöner Daniel. Ja, Prost Mahlzeit. Er haut wieder auf die Kacke. Top-Spender des Monats. Der Monat ist erst einen Tag alt und Daniel denkt so, ja, ich kann's halt. Ja, geil. Ja, geil. Was? Ich mag dich nicht, du bist ein schlechter YouTuber. Ich deabonniere dich. Achso, April, April. Ich will jetzt Schmerzensgeld. Ja, red mit meinem Anwalt. Pharma Fiete, herzlich willkommen. Sag mal, sitzt du jetzt bei deinem Nachbarn? Hä? Wieso? Gio, herzlich willkommen. Vielen Dank an den lieben Daniel. Wahnsinn, danke. 62%. Leute, das Ding ist bald drin. Dann geht er direkt rüber an meine Frau. Dann kann sie ihre OP machen. Und dann. Es folgen aber leider wohl noch mindestens eine. Ja. Deine Audio hört sich so anders an. Ne, ich habe halt sturmfrei. Das heißt, Tür ist offen. Ich kann ein bisschen lauter reden. Hört sich wie eine Blechröhre an. Ist vielleicht mein Mikrofon jetzt kaputt? Hallo, hallo, Test, Test. Brumm, brumm. Vielleicht bin ich ein BMW, deswegen, ne? BMWs klingen auch wie eine Blechröhre. So, warum ist nach wie vor der Häcksler hier frei? Irgendwo steht also einer rum. Das kann nicht sein, was hier los ist. Es darf nicht sein, dass der Häcksler nicht besetzt ist. Ich stehe hier und der Häcksler neben mir. Hast du keinen Nachbarn, dass du so schreist? Doch, aber und? Leute, ist bei euch auch der Sound jetzt anders auf einmal oder ist alles noch so, wie ihr es kennt? Das würde ja, was die Nachbarn von mir denken. Ist mein Leben hier. Wenn ich Bock habe, rumzuschreien, dann schrei ich rum. So. Die sind auf jeden Fall alle hier dran. Echt? Ist der Sound echt anders? Oh, oh. Gio, das wurde dir anscheinend geschenkt. Ist jetzt wieder besser? Habe ich jetzt echt mein Mikrofon geschrottet? Wartet mal. Ich habe ja sogar einen Popschutz hier. Pop, Pop, Popsofa. Jetzt besser. Die 59% konnte ich nicht mehr sehen. Vielen Dank, Daniel. Ich kann hier ja noch so ein bisschen was einstellen. So, das machen wir erstmal auf voll. Und dann gibt es hier Monitor. Mikrofon oder Computer? Ich gehe mal voll auf Mikrofon. So. Jetzt. Was geht hier ab? Okay, ich kann nicht mehr aufhören. Ja, ja, komm, ich hol mal Tabletten raus hier. Let's go, Freunde! Ja, Mahlzeit, Thomas!
Let's go! Für dich gibt's direkt Teil 2. Have to roll! Dankeschön an Thomas! Vielen, vielen Dank, Thomas. Du bist der Wahnsinn. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön an Thomas. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Holt mal einer die Tabletten oder den Defi. Ja, der Defi, den muss ich wieder an Strom hängen. Der ist leer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, der Sound ist jetzt wieder gut, Leute. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht hänge ich auch zu nah am Mikrofon. Das kann natürlich auch gut sein. Der Ausschlag ist auf jeden Fall da. Was geht denn jetzt ab? Ja, Mahlzeit. Kai, danke schön für den Superchat. Ich mochte auch, dass das schnell Volumen wird, das deine Freude machen kann. Vielen Dank, Kai, auch für deine Hilfe. Dankeschön für deinen Support. Ich kann leider nicht den Superchat bei TP-Stream mit einbinden. Also das Spendenziel oben geht, also zumindest die Anzeige, geht halt nur voll, wenn du über TP-Stream spendest. Das hat einfach auch den Hintergrund. Bei TP-Stream zahle ich gerade einmal ungefähr maximal 5% Gebühr bei YouTube. Alles, was über YouTube gespendet wird, gehen nur 30%, gehen 70% an mich, 30% an YouTube. Und ich kann bei TP-Stream halt nicht beides damit einbauen. Aber vielen Dank. Natürlich gut, ich könnte zwei Spendenziele machen. Auf der einen Hälfte, naja, das möchte ich ja nicht. Also ich sage ja immer so, wenn ihr mir das wirklich gönnt und mir nicht unterstützen wollt, dann, was? Was? Oh mein Gott! Was? Das ist... Was steht da? Das ist doch... Das ist... Leute, da steht nicht das, was ich gerade sehe. Das ist... Oh mein Gott! Ich höre auf. Das war's. Oh mein Gott! Das ist nicht dein Ernst, Lukas. Das ist nicht... Alter! Leute, 6 Jahre YouTube, das ist die höchste Spende, die ich jemals bekommen habe. Also wenn jetzt gleich hier mein wenn es hier gleich klingelt, dann sind meine Nachbarn da. Oh mein Gott! Leute, ich mache seit 2016 YouTube und der hat gerade ernsthaft vierstellig. Vier! Das kann er nicht ernst meinen und er übernimmt sogar noch die Kosten. Das kann er nicht ernst, das ist ein April-Scherz. Oh mein Gott. Leute, ich sitze gerade nicht mehr, ich stehe. Und ich bin so am Zittern, ey. Ey, das kannst du nicht ernst meinen, Lukas. Ey, Lukas, ich mache seit 2016 YouTube und das habe ich noch nie erlebt. Jetzt gleich so. Ich hab das zurückgezogen. April, April. Ja, moin. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Im Karton. Gong, 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 du stehst im Karton. Oh mein Gott. Das kann denn... Lukas. Das kannst du nicht ernst. Das kannst du nicht ernst meinen. Leute, wir sind einfach mal bei 83%. Ich muss das jetzt meiner Frau schreiben. Ich schicke meiner Frau jetzt ein Bild. Ich mache das jetzt. Ungelogen, Leute, ich schicke meiner Frau jetzt ein Bild. Dann schreibe ich nur, guck mal, was da steht. Das kannst du nicht ernst meinen. Nein, Johannes, bei mir gibt's keine Cam. Ich habe nicht mal eine Cam. Ich wüsste nicht mal, was für eine ich kaufen sollte.
Das, ich schicke das jetzt. Leute, ich kann euch das leider gerade nicht zeigen, aber ich schicke das jetzt meiner Frau. Ich habe jetzt gerade ein Bild davon gemacht. So, mal gucken, was sie sagt. Meine Güte. Nee, komm, Leute, nee. Nee. Jetzt habe ich meinen Hund geweckt. Nein. Es tut mir echt leid, dass ich gerade nicht mehr am Fahren bin, aber das ist der Wahnsinn. Und oh mein Gott. Das kann der nicht ernst sein. Lukas, das hat noch nie einer gemacht. Vor 4 Jahren oder 5 Jahren. Ich glaube 5 Jahre ist es her. Das war der Alice 19, meine ich. Nee, warte mal. War das jetzt 17 oder 19er? Nee, ich glaube vor 4 Jahren oder vor... War das der 17er? Ich bin gerade am überlegen, welcher LS das war. 17 oder 19? Antwort von meiner Frau. Hat da einer 1000 gespendet? Und dann der Smiley, oh mein Gott. Ich schreibe ja, gerade eben der aus der Schweiz. Ich habe nicht meiner Frau erzählt, dass der Lukas aus der Schweiz kommt und... das ist doch der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also es war... Ich meine ungefähr, es ist 4 oder 5 Jahre her. Das war der LS19. Da war ich auf einer Map unterwegs mit einem Kartoffel-Event. Der hieß früher Epic Strudator. Den gibt es leider bei mir nicht mehr. Wir haben uns... ja, man hat sich nicht mehr so gut verstanden. Ist ja auch okay. Ich versuche mal gerade ein bisschen weiter zu fahren. Und der hat vor 4 oder 5 Jahren mit einer einzigen Spende 600 Euro rausgehauen. Und da habe ich mir schon gedacht, das kann es nicht sein. Also das waren 600. Das ist aber, ich glaube, 4 Jahre oder so ist das her. Der hat mit einer einzigen Spende 600 Euro rausgehauen. Und ich habe mir nur so gedacht, so, okay, das kann nie wieder einer toppen. Und dann kommt Lukas um die Ecke. Lukas, ich kann das immer noch nicht glauben. Ich bin sprachlos. Das kannst du nicht ernst meinen. Das ist doch abnormal. Und das möchte ich nochmal kurz an... Ich brauche meine Tabletten hier. Das möchte ich nochmal kurz jetzt ansprechen. Lukas übernimmt sogar die Kosten der Donation. Ich muss ja an TP-Stream dafür, dass sie die Seite zur Verfügung stellen, eine Gebühr pro Donation zahlen. Das wird jeden Monat von meinem Konto abgebucht, beziehungsweise von der Donation einbehalten. Und selbst die hat Lukas übernommen. Und das sind hier an die 80 Euro. Und jetzt überlegt mal, eine 1000 Euro Spende, 80 Euro Gebühr. Auf YouTube wären das 300 Euro gewesen. Weil YouTube ja 30% bekommt. Ist ja auch okay. Aber deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt gerne YouTube. Nee, nicht YouTube nutzen. Dann nutzt gerne TV-Stream. Lukas, kannst du bitte mal in den Chat reinschreiben? Das glaubt hier doch keiner. Hat irgendeiner einen Screenshot davon gemacht, zufällig? Hat da irgendjemand einen Screenshot von gemacht? Abnormal. So, ich mache nochmal hier einen Wechsel. Kann mir, wenn irgendeiner einen Screenshot davon gemacht hat, kann er mir den bitte mal schicken? Irgendeiner, das ist abnormal, Lukas. Der hat den Drucker wieder angeschmissen. Ja, ich glaube, der hat ihn sogar jetzt in sein Zimmer hochgeholt, anstatt in den Keller zu lassen, ne? Das ist doch nicht normal, ey. Boah, Leute, ich komme gerade nicht. Geht gerade nicht mehr. Dr. Schmied, tut mir leid. Alle halbe Stunde, ne? Tut mir leid. Alle halbe Stunde ungefähr regelmäßiger Wechsel. Das nächste Mal kommt noch eine Null dazu. Ja, klar. Ich glaube, das kann man gar nicht machen. Ich weiß nicht, wie viel man wirklich auf einmal spenden kann, aber ich habe damals gesagt, das wird nie einer toppen. Und du machst dir gerade echt alle... Das ist ein Gänsehautmoment, ey. Das kannst du keinem erzählen. Das ist doch abnormal. Natürlich auch ein fettes Dank an alle anderen Leute. Ihr sollt nicht untergehen. Hier, ne? An die 50 Euro von Kai, an die... An die 50 Euro von Thomas. Ne, Leon, es geht um in einer. Also einmal.
Das ist der Wahnsinn. Doch, 10.000 geht, also sagt kein Fehler. Hast du schon mal 10.000 irgendwo hingespendet? Meine Frau hat mir geantwortet, es gibt ja noch das 50.000 Abonnenten-Special. Ich denke mal, das habt ihr ja noch mitbekommen, das soll ja noch kommen, das ist in der Vorbereitung. So wie es jetzt aussieht, wird es irgendwas Richtung 12 Stunden. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich die 12 Stunden schaffe. Gesundheit geht vor. Aber irgendwas in die Richtung. Und in diesem Stream, wir werden jetzt in Kürze den Anhänger vom Mods veröffentlichen. Das ist ja dieser mit PG Edition. Das ist ja der erste Teil des 50k Special. Dann hatte ich ja jetzt hier die Gewinnspiel gemacht. Das war ein Teil 50k Special. Und dann, wie gesagt, kommt bald ein großer Stream. Und in diesem Stream will ich ja was an euch verlosen, was meine Frau mit mir am, ich nenne es einfach mal, am Bauen ist. Das gibt es nirgendwo zu kaufen. Das gibt es auch in einer limitierten Stückzahl. Vielleicht, wenn wir Glück haben, 20, 30 Stück. Und jetzt hat sie gerade geschrieben, dass sie diese Dinger mal fertig machen will. Also da seht ihr selbst meine Frau, die fühlt sich jetzt, die fühlt sich gerade in eurer, sagt man das so, in eurer Schuld? Die will die Dinger fertig machen, dass ich das 50k Special machen kann, dass ich das an euch verlosen kann. Was auf jeden Fall ist, also der Lukas, der kriegt auf jeden Fall schon mal so eins. Lukas, wir machen einfach für dich eins mehr. Und das kriegst du von mir zugeschickt. Das muss ich euch zuschicken. Das ist was, was ihr nutzen könnt. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Es soll eine Überraschung sein. Wenn ihr dann Post von Pichoco bekommt, dann könnt ihr euch freuen, die aufreißen. Nur bitte nicht kaputt reißen. Ich werde nicht verraten, was es ist. Aber Lukas, ich mache einfach eins mehr. Und eins ist auf jeden Fall für dich. Also das ist doch abnormal. Ich fahre gerade nicht mal Vollgas, weil ich so neben der Spur hänge. Ich guck die ganze Zeit bei Streamlabs, was da steht. Das ist doch. Das glaubt mir keiner. Alter. Wie soll ich dir jemals danken? Du meinst, deine Frau macht eins mehr? Ja, Moment, ich habe ihr geholfen, Kai. Die macht zwar diese finale Version, aber ich habe die vorbereitenden Arbeiten mitgemacht. So, steht Junior, weil voll ist, oder kann ich reinfahren? Ich muss kurz gucken, warum Junior da steht. Ich muss das jetzt kurz mal abklären, warum Junior hier steht. Er ist halt schlau, er hat sich ja an die Seite gestellt, aber da komme ich leider nicht mehr hin. PG, habt ihr auf Discord Screenshield, hab aber zurückgespult, weil ich es nicht in der Sekunde gemacht habe. Kein Problem, Luke. Ich will mir dadurch aber nichts erkaufen oder sowas, aber es sind ja nur... Er schreibt es ernsthaft, es sind nur... Ja, der Junior muss ja rein, Luke. Oder warum steht Junior da? Weil, guck mal, da hinten ist doch voll. Nein. Also, Lukas, das hat nichts mit Erkaufen zu tun. Absolut gar nicht. Nein. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir was erkaufst oder so. Aber ich finde, es gibt manche Leute. Ne, zum Beispiel den Thomas habe ich früher eine Autogrammkarte geschenkt, weil ich einfach gesagt habe, du hast das verdient. Der Alex, der hat was von mir bekommen. Ne, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Nur sagt der Typ ist geil. Der Typ ist abnormal. Ja, also, du, keine Sorge, du erkaufst dir damit nichts und sowas. Es ist einfach... Leute, in den Chat hier. Verdient oder nicht verdient? Eins in den Chat für die, die der Meinung sind, das hat er jetzt verdient. Hallo Jonax, grüße dich. Ne, ich will dem Daniel auch was Gutes tun. Ich will dem Kai was Gutes tun. Eigentlich jeder, der eine Donation hat, den müsste man eigentlich echt was Gutes tun, oder? Eigentlich, finde ich, hat jede Donation mindestens eine Autogrammkarte verdient. Aber dann komme ich ja nie hinterher mit den Adressen. Aber eigentlich finde ich schon, jeder hat da irgendwie was verdient. Das ist doch abnormal, Lukas. Also wirklich, du erkaufst dir da nichts durch. Ich bin einfach der Meinung, das hast du dir verdient. Das ist doch nicht normal. Crispy, es wird bei mir keine Facecam geben, egal wie viel man mir bietet. Ich möchte nicht vor die Kamera. Natürlich, Jain Manu.
Aber du kannst doch kurz warten. Manu, du kommst eh nicht durch. Da ist voll. Ah, ach. Ach, du mischst mir Häcksler. Wir helfen mal kurz dem Manu. Bende, fahr mal rum. Wir müssen mal kurz dem Manu helfen. Der muss nämlich tanken. Wir müssen, ich muss mal kurz den Verkehr anhalten hier. Wir müssen mal kurz dem Manu helfen. Der muss nämlich tanken. Manu, falls der Tank, auch der Siliermitteltank, der ist, den auch bitte einmal, ja? Boah. Lukas, du machst mir ein bisschen Angst. Du schreibst mir zu wenig in den Chat. So, dann kann Manu kurz einmal tanken. Ich bleib mal kurz hier stehen. Warnblinker ist an. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier den Häcksler mal getankt bekommen. Eigentlich Sprit wahrscheinlich, ne? Fährst am besten hier links rum, Manu. Wir kriegen das schon hin. So, hier ist frei. Wir müssen hier einmal kurz durch. Einmal kurz warten, bitte. Dass Manu einmal hier tanken kann. Perfekt, MB, sehr gut mitgedacht. Oh, vorsichtig hier. Wollte gerade auch was raushauen, aber ich habe vor meiner Mitgliedschaftsverlängerung nicht mehr die Chance, neues Gut lernen. Ey, Luke, brauchst du doch auch gar nicht. Ihr, Leute, ist alles real life, alles okay. Macht euch. Oh, Warnweste, Entschuldigung. Oh, Ben, Schande über mein Haupt. Ja. Oh, wenn der das jetzt hier sieht. Ein Moment. So. Das gibt Ärger. Hat keiner gesehen. Basti, Lukas, ja, hat er. Das hab ich noch nie. Das ist doch abnormal. Genau, LSG, mal vorbildlich hier mit Warnweste. Ja, BGA ist Warnwestenpflicht. Kuenzli, dankeschön für dein Abo. Die kommen auch noch rein. Das finde ich gut, Leute. Abos kommen auch noch rein. Gut. Kirschen HD, hast du es immer noch nicht geschafft? Weißt du was, Kirschen HD? Kannst du mich mal kurz auf Discord anschreiben? Ich habe jetzt gerade einen guten Tag. Ich muss jetzt hier gute Sachen vollbringen. So, Jan, Manu, wir bringen dich wieder raus. Das sollte aber jetzt gar kein Problem hier sein. Vorsichtig hier, ne? Hier musst du echt langsam fahren. Da passt der Häcksler so gerade durch. Aber ich finde, die Einfälle ist mir echt gut gelungen hier. Sind die Rundumleuchter an? Ja, guck mal, er hat sie an. Also ich habe jetzt keine Rundumleuchter auf dem Kopf, aber ja. Das ist abnormal. Pass auf. Ich hab jetzt gerade einen guten Tag. So, warte. Wenn du das wirklich schon so lange versuchst. So. Haben wir noch einen Platz frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, wir machen gleich den nächsten Wechsel. Ich weiß, dass Kirschner HD ist seit Monaten versucht, endlich mal auf den Server zu kommen und es hat nie geklappt bei ihm. Weil bei ihm irgendwie immer... Ja, warte kurz. Gleich beim Wechsel. Ne? Kirschner HD ist Abonnent, ich glaube, seit 5 Jahren... Rund um Leuchte am Helm, das wäre geil. Ja, ne? Ey! Wo ist mein Trecker? Mein Trecker ist weg. Klaus? Kann der froh sein, dass ich gut gelaunt bin. Olaf, ich habe ihr ein Bild geschickt. Hast du gerade nicht mitbekommen, Olaf? Ich habe das fotografiert und habe ihr ein Bild geschickt und sie hat... hat da einer 1000 gespendet und macht diesen Oh mein Gott Smiley und danach habe ich dir geschrieben, ja. Und sie so, alles klar, wir machen die Dinger mal fertig. Ich habe das ohne Weste gesehen, das kostet ein Kuchen. Ja, fahr zum Bäcker und kauf dir einen. Entschuldigung. Oh mein Gott, ey, ich bin immer noch so abnormal, ey. Abnormal. Achso, ich kann eigentlich jetzt Glasklamotten anziehen, ne? Glasklar. Warum sagt denn keiner was?
Moment, ich kann auch eine Glas-Cappy anziehen. Weil ich sitze hier im Glas und habe keine Glas-Klamotten an. Hier gibt's keine... Haben wir keine Cappy von Glas? Oh! Von Krampe auch nicht, ne? Nee. Ja, komm, machen wir Plan ET. So. Klaus Klau Trecker. Natalie, das ist die Ostseeküste. Abnormal, Lukas, du bist... Ich kann gerade nicht mehr. Klaus hat übrigens Schokolade in einem Glas gegessen und hat Flecken gemacht. Oh, wo? Hat er bestimmt hier mit diesem Allesreiniger abgemacht, ne? Du kannst bei der Basecap aber die Farbe ändern. Bei welcher? Bei der hier, ne? Oh. Das. Ne? Ja. So. Bin nicht mehr lange im Stream, hab keine Zeit. Basti, ist gar kein Problem. Dann krieg ich wenigstens keinen Herzinfarkt. Hallo LS22, Gamer, herzlich willkommen. Leute, denkt immer noch dran, auch das zählt. Liken und abonnieren ist für euch kostenlos, ne? Ja, ich komm ja schon. Chef, ich bin dir ein Feierabendbier, dass ich erst 15 bin, übersehen wir dann einfach mal. Ja, natürlich. Es gibt auch komplett Glas-PG. Komplett? Ja, das ist aber so ein Anzug, ne? Oh, da oben muss noch verdichtet werden. Ja, wie soll ich denn jetzt hier abkippen? Fahr mal dein Spielzeug da weg. Oh mein, ey, Lukas, komm, jetzt hör mal auf. Jetzt verschenkt der auch noch 5 Mitgliedschaften. Jetzt, da, Basti, dann bin ich komplett weg. Vergiss es. Lukas, 5 Mitgliedschaften. Vielen Dank dafür. Bremsspur, ja, wir wechseln ja gleich noch durch. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support, Lukas. 5 Mitgliedschaften. Moment, das gibt Ärger, wenn ich jetzt hier seitwärts abkippe. Lukas, sag mir mit einem Satz, womit habe ich das verdient? Sag es mir, mit einem Satz. Jetzt haut der auch noch 5 Mitgliedschaften raus. Vielen Dank da für Lukas und mein Glückwunsch an die, die die Mitgliedschaft bekommen. Ich komme bald mit den Wildcards nicht mehr hinterher. Was für Spielzeug, es lebe die Xerion Power. Ja, ist aber so... Ist so, ja. Ja. Hallo Katrin. Hallo SR. Das ist doch echt nicht normal hier. Moment, ich muss warten. Ich muss hier neu ansetzen. Lukas, fandest du nicht, das war schon genug? Fandest du nicht, das war schon genug hier, was du gemacht hast? Weil du so ein netter Typ bist, ja. Ja, nee, ist klar. Warte, ich mach dann mal anders, ja? Achso. Ja! Oh, hört auf! Abnormal. Sneaker, Dankeschön, mach's gut. Lukas, du bist echt ein krasser Dude. Glaub es mir, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ist okay. Lukas, das ist doch... Ich hätte gerne meine Reaktion aufgenommen, ey. Das ist korrekt, Olaf. Der Lukas verschenkt Mitgliedschaften im Rang Landwirt und dadurch bekommst du eine einmalige Wildcard. Wenn du diese verlängerst, also die Mitgliedschaft verlängert, dann würdest du sogar eine weitere bekommen. Ihr müsst halt... Die Mitgliedschaft ist jetzt ein Geschenk. Die zählt jetzt einen Monat. Die zählt jetzt einen Monat, danach würde die Mitgliedschaft ablaufen und dann müsst ihr sie, also wenn ihr sie behalten möchtet, müsstet ihr wie gesagt 4,99 € selber verlängern. Lukas, wo kommst du überhaupt her hier ohne Anhänger? Also warum hast du keinen Anhänger dran? Wo ist denn dein Anhänger? Nein, Lukas, es sind immer noch Leute da, die noch nicht mitgespielt haben. Unter die Mitgliedschaften. Da kannst du dir dann deinen aktuellen Rang selber ansehen.
Steht jetzt Soccer Bro drin? Ne, erwartet von, okay. Dafür wäre Facing perfekt, um die Reaktion zu sehen. Ja, klar, aber ich weiß, was du meinst, Hans, aber ich bin da kein Mann für. Ich will das einfach nicht. Ich möchte da wirklich. Nein. Der Anhänger steht auf Feld 10. Okay. Aber wo fährt er dann hin? Oder muss er tanken? Naja. Das ist doch abnormal, Leute. 83%. Ja, ja, natürlich, Lukas. Auch wenn du eine Mitgliedschaft geschenkt bekommst. Es muss halt die Mitgliedschaft Landwirt sein, ne? So, 44 und 42 stehen sie alle. Wir haben halt extrem viel Stau auf der BGA, ne? Kann ich auch auf dem Server, auch wenn ich noch nicht so erfahren... Ja, natürlich, Lukas. Bei mir darf jeder mitspielen. What the fuck, was für ein Stream? Thomas, ja. Hab eine Wildcard, darf aber nicht Multiplayer spielen. Oh, schade. Denn, weil, keine Ahnung, wollen deine Eltern dich schützen oder darfst du kein PlayStation Plus kaufen oder... oder ist es, weil du Lukas einfach so magst? Boah, ich muss mich echt zusammenreißen hier. Deswegen, Olaf, ich finde einfach, es muss auch nicht sein. Ich sehe es immer so. Man will doch nicht den YouTuber hinter dem Bildschirm sehen, sondern eigentlich das Spiel, was man präsentiert und für gute Unterhaltung sorgen, oder? Erstes Silo voll und zu, Lumi, perfekt, sehr gute Arbeit, so muss das sein. So, jetzt kommt mir der Häcksler aber hier entgegen. Ich denke mal, er will hier auf das Feld fahren. Ne, will er nicht. Lukas, wo fährst du hin? Hä? Warum kommt der mir jetzt entgegen? Hab dann auch mal deinen Stream bei mir in den Start gekommen. Luke, vielen Dank dafür. Dankeschön für den Support. So, wir drehen einmal. Na komm, ich drehe gerade hier im Vorgarten. Ah ne, ist ja ein Shop. Also hier Verkaufsstelle, da ist Platz genug. Genau, Luca, du hast jetzt einen Wildcard für diesen Monat. Beziehungsweise kannst du auch noch nächsten Monat einlösen, wenn du diesen Monat nicht Zeit hast. Ne? So, oh, oh, Entschuldigung. Sitze hier vor dem Tablet, hat Gänsehaut, bin so gerührt von der Aktion. Das ist doch... Thomas, warst du damals schon beim Apex dabei? Hast du das auch schon mitbekommen? Hennes, grüße dich. Schön, dass du da bist. Hast du das damals schon mitbekommen? Was da damals passiert ist? Das war doch schon abnormal. So, ich muss jetzt irgendwie hier... Hallo, Fiete. Ich muss jetzt irgendwo hier rechts... Ich muss zu 42 rüber. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie wir da hinkommen. Aber ich denke mal, das wird dieser Weg hier sein. Ist das sogar ein Straßenschild? Ach geil, an der Koppe. Ich habe noch gar, Koppe. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass es hier Straßenschilder gibt. Fahren wir jetzt mal rüber hier. Soll dich dann einfach über Discord schreiben, wie ich die einlöse? Genau, Luca. Also die Wildcard Minimum eine Stunde vor Streamstart des nächsten Streams. Na, dann darfst du die einlösen. Wenn sich aber zu viele melden, weil wir halt, wie gesagt, wir sind gerade 350 Kanalmitglieder. Wir haben an die 200 Wildcards. Ich lasse nicht mehr als 4-5 Leute auf einmal mit einer Wildcard rein, weil sonst können die anderen einfach nicht mitspielen, die keine haben. Die verfällt aber nicht. Ja, Basti. Nein, aber Basti, auch du darfst dich geehrt fühlen, ne? 100 Subs ist auch nicht gerade wenig, ne? Ah, das war danach, weil da, selbst da, Thomas, war das schon für mich so, was geht hier ab. Aber das jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass das einer schlagen kann. Das ist abnormal, ey. Wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch. Das ist meine Lieblingsmap. Ostseeküste, ja, es ist eine sehr schöne Map. Aber ich muss sagen, also ich nutze sie gerne zum Maishäckseln. Das auf jeden Fall. Fürs Maishäckseln wirklich eine echt tolle Map. Der MB zockt back, haut noch einen 10er über den Superchat raus. Dankeschön auch für deine Hilfe. Das war es für diesen Stream. Fahre morgen ins Kino, Manta Manta 2 schon. Geil! Sag mir mal bitte, schreib's mir mal auf Discord, wie der ist. Meine Frau will ihn nicht gucken, aber ich eigentlich. Der MB zockt back, ein Herzensbam für dich. Vielen, vielen, vielen Dank auch für deinen Support. Hallo Luca, grüße dich. Er hat heute allein mehr gespendet als ich zusammen. Das ist egal, Basti. Das ist nicht egal, aber auch du. Jeder, der hier einen Support aus, das ist einfach eine Aktion. Das ist für mich nicht selbstverständlich.
Cat, wenn du es noch ein einziges Mal schreibst, dann muss ich dich rauskicken wegen Spam. Cat, chill mal. Alles gut. Nicht nervös werden. SR432, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und schon ist plötzlich für eine Sekunde der Hunger vergessen. Ich habe gerade keinen Hunger mehr. Ich verspüre gerade gar nichts mehr. Hallo Tamino, hab ich schon viel verpasst? Nein, gar nicht. Nein, nein. Nein. Ist hier heute was passiert? Außer Maishäckseln. Entschuldigung. Es ist einfach nicht normal. So, wir haben hier wieder ein sehr verwinkeltes Feld, wo wir gerade sind. Live seit 3 Stunden 15 Minuten. Ich habe Kopfschmerzen, ich muss mehr trinken. Meine Eltern erlauben mir nicht, dass ich mir PS... Ah, du brauchst... Ah, okay, Ben, du bist Konsolenzocker und bräuchtest PlayStation Plus. Okay. Das wäre es, wenn ihr von dem 1K von Lukas erzählt und sie dann anfängt zu weinen. Basti, ich habe es dir schon erzählt. Ich habe ihr ein WhatsApp geschickt. Ich habe das Bild fotografiert und in das Bild einfach nur den Oh mein Gott Smiley geschickt. Und sie hat da wirklich jemand 1000 Euro gespendet. Ich sag ja. Würde aus Platzgründen neues Ziel öffnen. Mach das, Luke. Du bist der Baumeister für die BGA. Du entscheidest. Ob groß, ob klein, jede Spende ist fein. So sieht es nämlich aus. Und sie hat dann direkt geschrieben, Basti, sie muss jetzt unbedingt diese Überraschungs... Ich nenne sie die Überraschungsdinger. Für das 50.000 Abonnenten-Special wird es etwas geben in dem Livestream, das werde ich da verlosen, was es nicht zu kaufen gibt, was eine einmalige Sache ist. Also es gibt so 20 bis 30 Stück davon und ihr könnt diese nutzen. Und ja. Sie sagte, das muss jetzt unbedingt mal fertig gemacht werden. Dürfte man auf dem Server Fotos machen? Für Insta. Ja, wenn du mich verlinkst, Landwirtszockerfahrer, darfst du natürlich gerne einen Support machen. Klar, das geht. Wow. Auch Dankeschön, Leute. Knapp dran. Es geht noch. Oh mein. Jetzt hör doch mal auf. Das ist doch nicht dein Ernst, Lukas. Muss gleich los, noch einen schönen Stream. Ja, ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ah, ich gebe mir die Kugel, ey. Lukas, vielen Dank. Nächster Support. Das ist doch nicht normal. Hilf mir. Das ist doch nicht normal. Willst du eigentlich mal aus deinem Karton rausgucken? Nein, ich bleib drin und versteck mich. Timos, grüße dich. Wahnsinn, Leute, ich will ein Herzenspam von euch sehen. Haut den neuen Emoji raus für Lukas. Vielen Dank. 85%, das ist... Oh mein Gott, der Stream heute ist mega geil. Johannes sagt, die Streams sind alle irgendwie mega geil, aber das heute, das haut mich total raus. Das kann und darf es nicht sein. Das ist der Wahnsinn. Der ist irre, ja. Ja, komm, ich komm mal wieder aus meinem Karton raus hier. Pichoku? Im Karton. Gong, 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 gong. Luke, soll ich nochmal bei dir kippen kommen? Wahnsinn, Lukas. 2 Donations, 5 Kanalmitgliedschaften, also Subgiftes, Kanalmitgliedschaften verschenkt. Abnormal. Wann hatten wir den letzten Wechsel? Ich bin total durch. Wann hatten wir den letzten Wechsel? Ey! Ey! Was machst du? Wo hast du den Führerschein her? eBay Kleinanzeigen. Oder dein Kleiderkreisel oder irgendwie sowas, ne? Oder jetzt, naja, hat geleckt. Alles gut. Ich habe es ja gesagt, am Samstag wird eskaliert. Ja, aber dass du es so ernst nimmst. Hallo. Hau dir mal selbst auf die Stirn, das kannst du doch nicht ernst meinen. Es wird eskaliert. Ja, hau einen Fünfer mein Finger raus. Aber doch nicht so.
Ich bin Ü29. Denk an mein Herz. Abnormal. Also mein Führerschein lag im Mülleimer. Hast du überhaupt einen? Das ist doch echt. Ich esse gleich schon Schokoriegel, ne? Gestern war wohl Ende des Monats, der Lohn kam. Nee, er darf heute wieder seinen Gelddrucker anmachen. Der muss immer bis Monatsanfang warten, dann darf er wieder den Gelddrucker nutzen. Der ist auf 1000 Stück gedrosselt. Weißt du? Achso, du bist gar nicht hier. Luke, ich dachte, du wärst hier. Achso, das Silo ist doch gar nicht voll. Warum wird das abgedeckt? Die sind doch noch gar nicht voll. Was macht Lukas da hinten? Lukas, hier ist die BGA. Hallo. Hallo. Hier. Lukas denkt sich nur. Kann man da nicht noch einen reinkippen? Guck mal, der Bunker hier ist doch halb leer. Ich kipp da jetzt noch einen rein. Guck mal, hier ist doch gar nichts. Hier wären locker noch 4-5 Hänger reingegangen. Was ein geiler Streamer, vorhin gedacht, müsste mal im Lotto gewinnen und Patrick helfen. Thomas, findest du nicht, dass so eine 50-Euro-Donation von dir mehr als genug ist? Doch, das geht. Luke, das geht. Ich helfe jetzt hier. Ich mach das schon. Frau Sander, wie lange der Stream noch geht? Noch ein bisschen. Ich hatte zwar länger geplant, aber nicht so lange, wie ich jetzt gerade live bin, aber ich will jetzt nicht offline gehen. Das finde ich, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich habe zwar jetzt wieder einen Mordshunger, jetzt muss ich wieder an Essen denken, aber ich bleib noch hier. Guck mal, man kann doch eigentlich gut rangieren hier. Camplex, ich bin in der BGA. Ich schieb jetzt nochmal hier auf. Dann hol dir was zu essen. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich essen soll. Keine Ahnung. Jetzt spendet jeder 5 Euro und ist das Spendenziel voll. Ach Leute, hört auf. So. Komm, mach mal den Zaun hier weg. Ich weiß gar nicht, warum der hier einen Zaun hinsetzt. Marius, grüße dich. Hat der Angst, dass da jemand fährt, dass da mit jemand fährt? Deal. Pro Donation eine Stunde länger. Ja, genau. Und dann spendest du 1 Euro und dann mache ich 10 Stunden. Ja, nee, ist klar. Du weißt genau, dieses 1 Euro, nee, pro Minute, nee, pro Euro eine Minute länger, wie das schon mal eskaliert ist, ne? Nudeln mit Tomatensoße. Kannst du mir welche machen? So. Bahnwässe. Ja, Entschuldigung. Jetzt machen wir das hier erstmal ordentlich voll. Der nennt sich Baumeister hier. Halbe BGA hier. Ist nicht böse gemeint, ne? Günther, ja, den gibt's noch. Ich muss den aber noch auf die neueste Version updaten. Dann machen wir halt wieder pro 1 Euro eine halbe Liegestütze. Du weißt schon, Olaf, dass das dann bei Lukas 500 Stück wären, ne? Nee. Alles easy. Wir lassen es einfach auf freiwillige Basis und ich mache meinen Stream. Uah. Entschuldigung, Ben, hab dich nicht gesehen. Jetzt geh ich heulen. Hab dich lieb. Ach, guck mal, Lukas wirklich vorbildlich hier mit... Warn, was ist? Streamst du morgen wieder? Weiß ich noch nicht, Luca. Lass mich jetzt erstmal das hier rumbringen. Ich darf nicht da oben hingucken. Ich gucke die ganze Zeit auf meinen zweiten Bildschirm und sehe da diese Zahl. Ich darf da nicht hingucken. Also hier zu mir kann mindestens noch einer kippen kommen. Hier geht auf jeden Fall noch was rein. FRK, ja, mitspielen ist selbstverständlich möglich. Darfst sehr gerne joinen. Wir wechseln auch gleich nochmal durch. Ich glaube nämlich, dass der Server jetzt gerade noch voll ist. Hat der weiße Klaas BKT-Reifen drauf? Ja, der hat BKT drauf. Der sagt mir, als ich beitreten wollte, falsches Passwort. Johannes, dann hast du
Dann hattest du nicht das falsche Passwort, aber ich werde es jetzt ändern. So. Nee, wie gesagt, also Basti, ich habe da gerade offen drüber geredet. Kann man auch offen drüber reden, ist alles okay. Vor 4-5 Jahren, ich weiß es echt nicht genau. Es war auf jeden Fall LS19. Wir haben ein Kartoffel-Event gemacht. Ich weiß auch nicht mehr den Map-Namen. Den gab es, glaube ich, auch nur im LS19. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da haben wir ein Kartoffel-Event gemacht. Und da gab es einer, der hat mir auch immer, hat mich wirklich auch immer sehr unterstützt. Und da war die... Der hat einfach mal 600 Euro damals rausgehauen. Und da muss ich schon sagen, ja klar, Ben, er macht ja keinen Stress. Da habe ich damals schon gesagt, das wird niemals jemand toppen. Das war schon abnormal. Ja, das war die höchste Spende. Ich rede halt von der Spende, die ich auf einen Schlag bekomme. Ne? Also nicht dreimal 500, sondern wirklich einmalig. Und er hat halt, wieso haben wir jetzt da Hexegut in der Halle drin? Auch gut. Der hat halt einmalig auf eine Spende 600 waren das. 4-5 Jahre ist das her. Davon habe ich mir damals meinen Laptop gekauft, den ich hatte. Also war auch schon für den Kanal, natürlich. Und das war das Höchste. Und da habe ich schon gesagt, das wird man niemals toppen. Und dann kommt so ein Lukas um die Ecke. Alles klar, Alexander. Danke für die Info. Ich bin zwar, Alexander, nicht so der Fußballfan, aber vielen Dank trotzdem für die Info. Also ich bin der Meinung, ich denke mal, einer kann hier auf jeden Fall noch, also einen, glaube ich, würde ich noch aufnehmen. Aber, ja, das Silo geht auf jeden Fall noch voller. Ist jetzt nicht böse gegenüber Luke, aber Luke, du kannst hier ruhig schieben, was steht denn da auf dem Feld? Leute, kann sein, dass da ein Gewicht auf dem Feld liegt. Irgendeiner von euch müsste kein Gewicht dran haben. Alles klar, Basti. Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dann würde ich das nächste Mal gewechselt. FLK, nächster Wechsel. Ja, jetzt. Ich würde jetzt einen machen, die sind jetzt so halbe, dreiviertel drauf. Da kommt auch schon der nächste rein. So, guck mal hier, Lukas, Lukas, Lukas. Dreimal Lukas. Ja, Luke, alles gut. Du kannst ja auch längs kippen. Danke, danke, Basti. Ist ja dann bald zu weit. Wie gesagt, es wird leider nicht bei einer OP bleiben. Das ist schon leider fix. Sie war jetzt vor kurzem nochmal beim Arzt und hat sich nochmal abchecken lassen in den anderen Regionen. Und das ist tatsächlich leider so. Echt, Mika, du warst doch schon. Es wird leider nicht bei einer bleiben, aber ja. So. Aber das ist halt so. Na, wir können das nicht ändern. Ich will aber, dass meine Frau schmerzfrei lebt. Oder leben kann, deswegen, ja, nehmen wir das jetzt so hin. Bis wann geht's eigentlich? Keine Ahnung. Also meine Frau sagte, sie wollte irgendwo gegen 10 wohl nach Hause kommen. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich habe ihr gesagt, sie kann auch länger wegbleiben, nicht weil ich die ganze Zeit nur zocken will und keine Lust habe, dass sie nach Hause kommt. Das habe ich ihr auch direkt gesagt. Ja, ich habe ihr gesagt, mach so wie du möchtest. Mir ist das eigentlich egal. Toasty wünsche ich dir auch, vielen Dank, schön, dass du mit dabei warst. Oh, das heißt nochmal das gleiche Spenden. Nein, Basti, das kann ich nicht verlangen. Ich habe dir ja gesagt, Basti, auch das Spendenziel, das ist nicht die volle Summe, die wir für diese OP brauchen. Nein, nein, ja doch, die feiert jetzt mit einer Freundin. Nein, die war mit einer Freundin essen und danach machen die einen DVD-Abend. Ja, die feiert jetzt wahrscheinlich mein Foto und denkt sich selber abnormal. Ich werde sie auch später mal fragen, was ihre Freundin gesagt hat. Ob sie ihr das Bild mal gezeigt hat. Wer weiß. Dankeschön, Manu. Schön, dass es dir gefallen hat. Nein, also wie gesagt, das habe ich schon damals gesagt, Basti. Das Spendenziel, was da oben ist, das ist nicht die volle Summe, die für diese OP benötigt wird. Ich versuche ja auch irgendwie zu sparen. Ich lege alles an Seite, was irgendwie möglich ist.
Aber bin halt mega stolz auf diese Reichweite, die ich habe und dass ihr da so mit unterstützt. Aber ja, rein theoretisch kommt das Gleiche genau noch einmal leider. So, Paul, einen kannst du kippen, dann sind wir aber hier voll. Wenn man zwei Kanäle mit einer Wildcard, kann man die dann beide einlösen? Nein, das finde ich unfair. LS Gaming, man macht sich keine Zweitkanäle. Warum macht man sich Zweitkanäle? Das finde ich dann unfair. Außer, natürlich, du hast das Geld selber ausgegeben. Aber ich finde es unfair, wenn du das Glück hast und zweimal eine Mitgliedschaft gewinnst, weil du zwei Kanäle hast. Dann klaust du ja anderen die Möglichkeit. Du musst das Spendenziel dann neu machen. Ach, da frage ich aber erstmal meine Frau, was die dazu sagt. So, also jetzt ist auf jeden Fall voll. Das wird auf jeden Fall reichen. Das kann ich jetzt hier nochmal aufschieben. Und gut ist. So. Ja, aber guck mal, da könnte... Können sogar zwei Shotnuff immer vor Streamstart... Hast du wirklich zwei Kanäle und zweimal die Wildcard dadurch gewonnen? Ja, die Hupe ist abnormal. Genau, der Landwirt Dorothee ist die Wildcard. Der Landwirt ist der Rang für die Wildcard. Kann man sich aber auch alles in Ruhe einfach mal unter der Mitgliedschaft anschauen. Hör jetzt auf zu hupen! Sonst ich verkauf das Dingen. Okay, LS Gaming, beide geschenkt. Oh, das ist schon. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Du nimmst dadurch ja. Guck mal, da kann ja einer hingehen, hier einfach 10 Kanäle machen, mit den 10 Kanälen online kommen. Ha? Mit 10 Kanälen. Hier online gehen, im Livestream hängen und dann hoffen, dass Mitgliedschaften verschenkt werden. Und dadurch den anderen die Chance nehmen, eine zu bekommen. Kijel, grüß dich. Bau eine Fahrradklingel ein, ja, oder das? Nein, das geht leider nicht, Markus. Wir können gleich wieder Cat hier vorne. Wir können gleich nochmal durchwechseln. Und dann kannst du gerne einen Server joinen. Ja, alles okay, LS Gaming. bin jetzt nicht böse drum. Welcher ist das? Verdammt, jetzt weiß ich nicht, welcher das ist. Welcher ist das da oben? Der 1050. Das war der falsche? Jetzt ist er weg. So. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das kann man in einer Wildcard-Bahn einen ganzen Stream über mitspielen. Luke, würdest du bitte einen neuen Verdichter konfigurieren, aber ohne diese schreckliche Hupe? Dankeschön. Fettbauer werde immer erst den Leuten die Chance geben, die noch nicht mitgespielt haben. Hast du den jetzt noch komplett da reinbekommen? Ken Plugs, ja, nicht schlecht. Krass. Der hat die einfach komplett hier noch reinbekommen, den Anhänger. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich arbeitslos. Ja, Lukas, du musstest ja hupen. Jetzt bist du aber ja dann in dem Sinne selber schuld. Sei froh, dass ich dich nicht rausgeschmissen habe. Weil ich habe dir gesagt, wenn du noch einmal hupst, ist das Ding weg. Hast du Insta-Passwort vergessen, Mensch? Machst du denn auch Zocker, Bro? Das hier finde ich lustig. Irgendwie ist eine Kollision am Arsch. Deswegen haben wir hier Hexe gut in der Halle drin liegen. Auch gut, ne? Irgendeine Kollision stimmt hier nicht.
Seit um 8 Uhr in der Werkstatt gewesen. Jetzt endlich. Warte, jetzt endlich entspannt zurück den Teigler. Grüße dich. Ob der Stream hier entspannt ist, weiß ich nicht. So, das reicht jetzt. Der Lukas noch und dann reicht das. Das mache ich, mein Passwort vergessen. Ey, kacke, wenn man so viele Passwörter hat, ne? Man nutzt ja nach Möglichkeit irgendwie auf jedem Account auch ein anderes Passwort. Wenn man so viele hast. Ist schon beknarrend, ne? Lukas, ich mach das. Was mähst du da? Ich mach das schon. Boah, manche fahren, ey, wie die Berserker. Liegt das jetzt am Namen? Die Jogger, ich kündige jetzt meine Mitgliedschaft. April, April! Okay. Die Frage ist eher, willst du das wirklich? So, dann kann jetzt einer hier verdichten. Und dann ist das Silo auf jeden Fall rappelvoll. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall mehr als genug. Guck mal, ich komme schon fast gar nicht hier hoch. Der ist weg. Also ich hänge das nicht an die große Glocke, aber er ist leider weg. Nee, ich mochte dich auch noch nie, Benne. Muss man ja mal ganz ehrlich jetzt hier gesagt sein. Also von daher, ne? Ich hoffe ja, der hat eine normale Hupe. Das hoffe ich für dich auch. Das Problem ist halt immer, wenn du hier zu nah an den Bunker ranfährst, denkt der, du willst aus dem Bunker das Hexengut rausnehmen. Aber das ist ja nicht so, ne? Hallo Otto, grüße dich. Das ist ja nicht so. Man nimmt ja nicht das aus dem Bunker raus, sondern man will ja nur die Seiten sauber machen. Aber ja, das versteht der leider nicht so ganz. Ich weiß, dass ihr meinen Klaas mögt, aber der ist meiner. Erstaunlich, Wildcard und ich bin nicht einmal geflogen. Lang lebe LAN. Meine Empfehlung. Endlich hast du mal auf mich gehört, ne? Schaut nur, wenn es ein Geschenk war, bist du automatisch Landwirt. Mitgliedschaft kann nur der Rang Landwirt verschenkt werden. So, also jetzt ist es auf jeden Fall voll. Da geht nichts mehr. Das Dingen ist rappelvoll. Wir hängen sogar hier stellenweise leider sogar schon ein bisschen raus. Aber das kriege ich auch noch weg. Das kriege ich auch noch weg. Dann kann nicht einer wirklich, wie gesagt, hier verdichten. Und wir können einmal abdecken. Ne, das kriege ich jetzt nicht mehr. Oh, jetzt bin ich wieder da rein. So. Mache ein Praktikum und mein Meister ist aus China und der ist lustig. Echt? Der ist bestimmt gut drauf, ne? Alles klar. Zagro, danke schön fürs Mitspielen. Schön, dass du mit dabei warst. So. Schade, dass die normalen Traktoren bei mir beim Schieben immer zicken. Hätte ja auch Lust auf was anderes, aber es geht nicht. Was genau passiert denn dann? Also, warum zicken die bei dir? So, und schon sieht man, Freunde, dadurch, dass wir jetzt hier so eine Rundfahrt haben, kein Stau mehr in der BGA, ne? Dann kann ich im nächsten Livestream immer mitspielen. Ja, aber nur im nächsten Livestream, ne? Einmalig, Schottenhof. Die Kanalmitgliedschaft Landwirt ist eine Wildcard, die einmal im Monat, solange du Mitglied bist, eingelöst werden kann. Und dann kannst du, nein, bitte nicht V91, dann kannst du einmal im Monat einen ganzen Stream immer mitspielen.
Ah, okay, Hennes. Es springt immer das Schild hoch und runter, okay. Oh, ich hatte schon wieder keine Warnweste an. Heieieiei. Heieieiei. Phil, Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servername und Passwort, alles was du brauchst, um hier mitzuspielen. Schade, dass hier vorne schon voll ist. Das war eine sehr schöne gebaute BGA, muss ich sagen. Ohne jetzt eingebildet zu klingen. Aber ich fand die sehr gut. So, wir fahren nochmal ab. Wir gehen noch nicht offline. Ich habe zwar, wie gesagt, immer noch Hunger, aber wir fahren mal nochmal, ne? Oh, Lukas muss schon wieder tanken. Guck mal, Nico macht Moonwalk. Hier, Moonwalk Nico. Ne, bin ich nicht so der Fan von. Ah, Nico, warte einmal kurz. Nico, ich muss mal kurz gucken, ob ich dich einfach nur vom Hof entfernen muss. Du hältst natürlich dadurch jetzt den Verkehr auf. Aber jetzt fährt er wieder, okay. Johannes, Geduld. Pro Warnweste, du vergisst eine Autogrammkarte. Ach, so weit sind wir schon. So, trinken ist auch leer. Mich wundert, dass mein Magen noch nicht knurrt. Normalerweise ist mein Magen immer so, der fängt immer an zu knurren, wenn er Hunger hat. Phil, du kommst nicht rein. Wahrscheinlich, weil der Server voll ist oder dir fehlen noch die Mods. Ist eigentlich mein Mikrofon jetzt wieder normal oder klinge ich immer noch wie eine blechernde Dose? So, wo fahre ich denn jetzt mal hin? Fahre ich mal da hoch, ne? Ich hoffe, bei 47 der Häcksler ist besetzt. Wo sind die eigentlich wieder alle? Einer ist bei 35, einer ist bei 40, einer bei 47. Okay. Relativ leise. Sicher? Ja, ich bin unterwegs. Ne, Feldbewohner, so wie du schreibst, Phil, ist ja auch falsch. Also, ist wieder normal. Okay. Du hast am Anfang gesagt, vor dem Stream, dass du nur Leute in den Glas die Schuhe aus... Genau, wenn man hier in den Glas rein, Schuhe aus. Habe ich auch immer. Ich lasse jemanden im Türrahmen stehen. Selber Regeln erstellen und dann brichst du die. Wieso? Welche Regel habe ich denn jetzt gebrochen? Genau, Phil. Feldbewohner. Pichoko trinkt später noch einen Schnaps auf den Stream. Ja. Kaum schicke ich deinen Stream meinen Freunden, nerven sie mich mit irgendeiner Smash-or-Pass-Scheiße. Was ist denn Smash-or-Pass? Phil, das ist die Ostseeküste. Gerade der Fan der Hupe entgegengekommen. Sollte der nicht verkauft werden? Na, Luke hat anscheinend wieder den gleichen gekauft. VS91, Server ist gerade voll, ja. Okay, ja, nee, von der Lautstärke meine ich nicht, Michel. Wir hatten vorhin, habe ich wohl so sehr in mein Mikrofon geschrien, dass ich das anscheinend kaputt gemacht habe. Ich habe schon wieder da oben hingeguckt. Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist doch echt nicht normal, was hier manche Leute mit mir machen, oder? Wann wärst du nicht an der BG? Ach so, das. Ja, okay. Schande über mein Haupt. Hast recht. Das vergesse ich irgendwie immer. Ja, wir sagen normalerweise, wenn man aussteigt in der BGA, Warnweste anziehen. Bin ich hier eigentlich richtig? Nee. Ich bin ja hier falsch. Okay, perfekt, Michel. Hier bin ich falsch. Köchner, wie komme ich... Komme ich denn zu dir? XOLS, ich habe vorhin eine Spende bekommen, da habe ich dann rumgeschrien. Und dann sagte plötzlich Community, du klingst jetzt wie eine blechernde Dose. Okay, Leon hat anscheinend die Einfahrt gefunden, ich nicht. Die wird wahrscheinlich also irgendwo hier am Rande sein. Nee, da war sie nicht. Hier ist sie. Ist doch normal, was? Dass man sein Mikrofon kaputt macht, wenn man rumschreit? Ach, du bist ja hier fast fertig, Kirschner. Hier ist doch ja nichts mehr. Was mache ich eigentlich hier? Geil, jetzt habe ich so lange die Einfahrt gesucht und hier ist gar nichts mehr. Ah!
Jetzt gibt's Kasala hier, Paul. Wenn man nicht fahren kann, sollte man den Traktor an der Seite stehen lassen, ne? Gedrängelt wird hier auch nicht und wie ein Rowdy fahren wird hier auch nicht. Die Leute brauche ich nicht auf meinem Server. So, wo sind die jetzt hingefahren? Okay, jetzt fliegt er. Jetzt fährt er auch noch querfeld ein und tschüss. Sorry, aber da bleibe ich streng. Auch wenn ich gerade echt gut gelaunt bin. Katastrophenfahrer brauche ich hier nicht. Ich brauche keine Leute, die drängeln. Ich brauche keine Querfeldeinfahrer. Da, tut mir leid, bleib ich streng und mir treu. Die fliegen raus. Also, die sind jetzt da vorne reingefahren. Okay, aber rechts ist die Einfahrt dazu. Die fahren bestimmt alle jetzt einfach da über die Wiese, ne? Die fahren bestimmt jetzt einfach alle da über die Wiese. Ja, offiziell ist hier die Einfahrt. Guck mal, hier ist die Abzweigung und hier ist auch der kleine Schotterweg. So, und dann fährt man eigentlich hier hoch und dann ist man auch auf dem Feld richtig. So, rundum leuchten aus, Klappe auf. Wechsel, ich würde jetzt nochmal so in 5 Minuten einmachen, denke ich mal. 9:15, was sind wir denn jetzt live? 3,75 Stunden. Ja, okay, also Matt ist auch querfeld eingefahren. Strengel mich jetzt einfach mal vor, wegen querfeld einfahren. Das muss bestraft werden. So. Na, Mathis, dafür gibt es Feldeinfahrten und nicht über die Wiesen fahren. So. Was ich krass finde, ist immer noch 200 Zuschauer. Super Sache. Ja, dafür, dass wir jetzt schon 4 Stunden unterwegs sind. Ach, du auch, Kirsche? Ach, du bist auch über das Feld da rein. Heieieiei. Was ist denn mit euch Häckslerfahren los? Und du hast den Blinker an. Daniel! Noch eine kleine Spende. Let's go! Vielen Dank, Daniel, für den weiteren Support inklusive Kostenübernahme. Lasst mal. Leute, warum sammelt ihr die Sammelstücke? Ihr sollt arbeiten. Leute, warum sammelt ihr die Sammelstücke? Wir machen doch nur Maishexe. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, 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 sehr geil. Leute, haut mal einen Herzenspam für Daniel raus. Der macht aber auch heute was hier. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Achtung, Benne, ich muss mal rüber. Dankeschön. Sehr, sehr geil von euch. Oh, Tom kommt. Der ist auch schon oft mit dabei gewesen. Ich habe immer noch nicht überlegt, was ich gleich esse. Ich bin noch am Überlegen, ob ich irgendwo hinfahre oder so. Aber, nee, macht ja eigentlich keinen Sinn. Dadurch, dass ich jetzt so lange live bin, kann ich ja gleich gar nicht mehr wegfahren, weil ja gleich schon meine Frau wieder nach Hause kommt. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du wirklich Spaß am Zocken und am Streaming hast, ne? Da ist die Zeit so schnell rum und schon, ja, Samstagabend fast vorbei. Naja gut, morgen ist Sonntag. Jogginghose an und entspannen heißt es morgen, ne? Ob ich morgen live in Meret, weiß ich noch nicht. Also bis jetzt. Hallo Aaron, moin. Ich kann es dir nicht sagen, ob es geplant oder ungeplant wäre. Habe ich mir noch, ehrlich gesagt, keine Gedanken drüber gemacht.
denke mal, ich werde das morgen vielleicht spontan entscheiden. Dieser Verkehr, ich habe gedacht, wir haben den behoben. Morgen ist Palmsonntag. Was ist denn Palmsonntag? Steht man dann auf der Palme? Ich musste meine LSL löschen. Warum, Aaron? Da vorne liegt schon wieder ein Gewicht. Leute, es wäre ganz nett, wenn ihr das, die Sammelstücke nicht einsammelt, ja? Maximilian, herzlich willkommen. Leider konnte ich jetzt habe ich was verpasst. Nein. Am besten, also alle, die sich fragen, ob sie... er will links fahren. Ob sie was verpasst haben, schauen am besten einfach mal oben links. Ja? Fast vergessen. Danke, dass du das Göbel mit auf die Olzin-Farm genommen hast. Ja, klar. Luke, für die Community. Ein Feiertag von Jesus, kenne ich gar nicht. Ah, das ist der Sonntag vor Ostern, okay. Aber das ist ein Feiertag? Aber man darf ja morgen eh keinen Krach machen, weil morgen ist ja Samstag. Sonntag. So, ich muss einmal hier drehen. Ich muss ein bisschen vorfahren, damit ich Spende da nicht touchiere. So. Ja, Schottenhof, dann bete mal ganz dolle, dass ich morgen eventuell live komme. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was meine Frau vorhat. Ich weiß nicht, was morgen geplant ist. Ja. Nein, ich kenne nicht Palmsonntag. Leute, ein Abo noch, dann sind die 660 drin. Ja, Tom, ein bisschen auf Verkehr achten. Hat nicht mehr funktioniert, jetzt ist installiert erst nicht mehr. Dein LS hat nicht mehr funktioniert. Und jetzt installiert er es nicht mehr. Hast du versucht, erstmal die Mods zu löschen? Ja, ja, klar, Thorsten. Klar. Kannst ja mal fragen, was passiert ist. Warum ich nicht offline gehe. Das kennt jeder. Nein. Ich kenn's nicht, XOLS. Also bin ich nicht jeder. Boah, ich bin was Besonderes. Ich bin nicht jeder. Hat nicht mehr geschafft. Ach so, ja, aber vielleicht hättest du mal die Mods entfernt. Manchmal kann es tatsächlich an einem fehlerhaften Mod liegen. Ah, hast du schon versucht. Okay. Ärgerlich. Und jetzt will er nicht mehr installieren. Das ist ja noch ärgerlicher. Echt? Tom, du willst an einer Hauptverkehrsstraße anhalten? Ganz schlecht. Ich kenne das auch nicht. Kai, du bist auch was Besonderes. Ah, nee, du bist auch nicht jeder. Ich kann es mir denken, kannst es mir aber ruhig erzählen. Thorsten, guck mal, was oben links Top Support Monat steht. Mach die 1, die zweite 1 weg und das war einmalig. Und jedes Mal, wenn ich jetzt bei Streamlabs reingucke, das ist oben rechts auf meinem Bildschirm, auf meinem Zweitbildschirm, gucke ich dreimal, ob da wirklich diese Zahl da steht. Also ich wollte nochmal einen Wechsel machen, ne? Ja. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel ich rausschmeißen muss, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie lange die jetzt tatsächlich auf dem Server sind. Aber, ey, Kirschner D, der ist doch noch gar nicht so lange drauf, oder? Sehr geil, XO. Traxxas habe ich gelesen, aber ich kann ja nur da abfahren, wo Abfahrer gebraucht werden. Ich kann jetzt nicht dich bevorzugen, nur weil ich dann Pichoku bin. Ich gucke halt immer in die Map, wo die Abfahrer benötigt werden. Server ist noch gar nicht voll, warum soll ich denn wechseln? Pichoku? Im Karton. Wer ist denn PG? Keine Show. Wer ist das denn? PG, keine Show. Meinst du, ich mach Show oder was? Meinst du, das ist hier Schauspielerei? Ich bann ihn besser mal. Du darfst dich ja gerne mal auf YouTube melden, wer du bist, wie du das meintest und ob du dann nochmal mitspielen möchtest. Aber PG, keine Show. Was meint er damit? Ich kann das jetzt so deuten mit, ich bin Schauspieler und spiele euch hier einen vor. Bei Streaming waren es unter 60, meine ich. Ja. Was ging denn hier ab 85%? Ja.
Die Community, wie 85% PG? Ja. Das ist von TikTok ein Meme. Ich hasse TikTok. Entschuldigung. Wir machen hier nichts mit TikTok und so. Ja, das hier ist YouTube, das ist mein Kanal und ihr dürft alle mitspielen. Dankeschön auch für die 660 Abos. Jetzt nochmal 6 reinballern, Leute, dann haben wir die 666. Ist das nicht die Zahl des Teufels? Gefährlich. So, I got a message. Oh. Okay. Wir sollten, glaube ich, dann... Ich glaube, ich muss jetzt offline. Meine Frau kommt jetzt nach Hause, meine lieben Freunde. Aber das ist okay, wir haben 4 Stunden voll. 4 Stunden ist eine gute Zeit. Meine Frau macht sich jetzt auf den Weg nach Hause. Ich habe noch nichts gegessen. Ich muss auch meinen Hund jetzt mal füttern. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal offline. Tut mir leid. Ja, aber obwohl, was heißt tut mir leid? Leute, das waren jetzt 4 Stunden. Guck mal, das waren jetzt 4 Stunden. Meine Frau hat sich jetzt auf den Weg nach Hause gemacht. Anscheinend mit der Serie durch oder so. Das heißt, ich kann jetzt endlich mir was zu essen machen. Kann jetzt nochmal mit meinem Hund auch eine Runde spazieren gehen. Das soll jetzt nicht so ein schnelles Ende nehmen, aber ich muss echt sagen, Leute, es war ein richtig schöner Livestream. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für 378 Likes. Vielen Dank für knapp 300 Zuschauer. Darauf dann die 200 Leute mit dabei. Vielen Dank für 660 Abos. Da haben wir auf jeden Fall heute, ich glaube, an die 30 Abos gemacht. Richtig geil. Da, das hat auch wieder gut geklappt. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mal schauen, ob ich am Sonntag, also morgen live komme. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde es euch aber auf Instagram und auf Discord posten, wenn es so sein sollte. Und ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Dankeschön an diesen krassen Support, Leute. Ich kann es immer noch nicht so ganz wahrnehmen, was da jetzt heute passiert ist. Ich lasse das mal sacken. Wir können gerne auf Discord und Instagram noch schreiben. Aber das muss jetzt erstmal, ich muss das verdauen, Leute. Ich komme da drauf echt nicht klar. Ich kann es selber nicht so ganz wahrnehmen. Es ist unglaublich. Dafür bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich, Leute. Es hat mega viel Spaß gemacht. Natürlich hoffe ich auf die nächsten kommenden Livestreams euch wieder begrüßen zu dürfen. Auch Dankeschön an die Kanalmitglieder, die auch jetzt wieder verschenkt wurden. Mega geiler Livestream. Ihr dürft euch alle wirklich fett gedrückt fühlen von mir. Mega geiler Livestream. Unvergessliche Momente heute hier. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt allen noch einen schönen Samstag. Genießt den Sonntag, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns spontan. Ich schau mal. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das hier möglich macht. Meine Frau wird sich jetzt gleich nochmal freuen. Das war wirklich sehr krass. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und auf schöne weitere Livestreams zusammen mit dieser Community hier. Ja. Ansonsten, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, Leute. Außer einen wunderschönen Abend noch, ein Tüdelü und ein vielen Dank. Ich gehe jetzt besser, sonst wird es noch emotionaler. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Livestream. Tüdelü und tschüss.